Seid gegrüßt, Zeller und ich reagieren heute auf Erwin gegen Proletopia, sag ich schon. Schlomo gegen Proletopia. Die beiden hatten eine Diskussion über das Bündnis Sarah Wagenknecht und noch über einige andere Dinge. Ja, wie weit wir heute Abend kommen, das werden wir sehen. Erstmal sei gegrüßt, Zeller. Ja, hallo. Schön, dass es geklappt hat heute. Ich Jawohl. hoffe, ich kann heute ein bisschen mehr dazu beitragen als letztes Mal, weil ich habe auch gesehen, irgendwer hatte geschrieben, bei Feros, ja, ich habe nicht wirklich viel inhaltlich beizutragen. Ich wusste leider da auch nicht zum Thema, ist nicht so Irgendwer mein meckert Thema im immer. Herzen. Irgendwer meckert immer. Meins war es ja auch nicht so. Also, das war, fand ich ja auch bei dem Video von Ferros traurig, dass er die wichtigsten Punkte gar nicht angesprochen hatte und dann zum Schluss gesagt hat: Jo, es kommt noch ein zweiter Teil. Ja. Okay. Naja, aber erstmal, Sella, wer bist du und was machst du? Ja, ich mache auch YouTube. Ja, aktuell viele Talks. Musik mache ich auch. Genau. Das ist so mein Hauptding, was ich auf meinem Hauptkanal mache. Ja, mehr gibt es eigentlich groß nicht zu sagen. Und mit aktuell reacten wir viel zusammen auch. Ja. Ja, würde ich sagen, da fangen wir auch gleich mit an. Gestern ging es mir echt fucking Ja. dreckig. Ich wollte streamen und habe es nicht hinbekommen. Ja. Lustigerweise bei der letzten Absage, da haben wir dann ja auch kurz telefoniert an demselben Abend, und da ist mir aufgefallen, dass meine Stimme auch schon komplett runter war, komplett im Arsch, und ich insofern nicht so doll geklungen hätte. Insofern hat es da auch etwas, ja, Gutes, wenn man so will, dass es dann dieses Mal nicht geklappt hat. Aber jetzt hat es geklappt, ne? Gut 2 Monate in der Mache, oder ich glaube knapp 2 Monate jetzt inzwischen in der Mache. Aber dennoch, hier sind wir, und ja, ich bin gespannt, was du so zu sagen hast zu dem ganzen Kram. Ich habe Schlummer übrigens auch ein Gespräch angeboten gehabt und auch Kaspar habe ich auch schon öffentlich auf Twitter angeboten und bisher ist keine Antwort bei mir eingegangen. Ja, Bin überrascht mich nicht, um das ehrlich mal zu sagen. Sollen wir einfach einsteigen mit dem Banklichtthema? Ja, können wir gerne machen. Ich würde gerne vorher, was mich interessiert. Nee, kann ja auch sein, dass sie es nicht gesehen haben bisher, aber Schlomo hatte ich Kann auch schon sein. zweimal öffentlich angeschrieben und Kaspar hatte ich beim zweiten Mal auch mit angetaggt, also eigentlich. Ja, weil Aber ich ich sag und mal so, bei an, wenn's um Erwin oder so geht, da sind sie ja immer relativ schnell und drängeln immer und so. Das ist halt immer ein bisschen seltsam. Naja, gut. Vielleicht haben sie es wirklich nicht gesehen. Weiß man ja nicht. Jo. Will da auch Ist. nicht spekulieren. Vielleicht so die Frage, warum wir das Gespräch überhaupt führen eigentlich. Also so, was erwartest du dir von dem Gespräch oder beziehungsweise was ist ja so das Ziel von deiner Naja, Seite? ich erwarte mir natürlich von dem Gespräch zu hören, was du zu meinen Wagenknecht-Punkten denkst. Ich war recht enttäuscht, dass du nicht reagiert hattest auf mein letztes Video, was ich gemacht hatte über den Vorstand. Insofern wird es für mich auch interessant sein, das live zu hören. Ich erwarte natürlich auch, meine Punkte gut rüberzubringen, ist ja klar, ne? Die Wagenknecht-Partei ist ein politischer Gegner von mir, ist ein politischer Gegner der AfD, sind auch offen damit. Die sagen ja, die wollen auf AfD-Stimmenfang gehen und gleichzeitig halt der AfD, mit der AfD jede Kooperation verweigern. Insofern geht es natürlich auch darum, Punkte gegen einen politischen Gegner rüberzubringen, das ist klar. Okay. Bist du eigentlich so Mitglied bei der AfD oder irgend sowas? Nee, nee. Also du bist einfach für die AfD, aber nicht bei der AfD quasi. Genau, ich habe auch noch nie Geld von der AfD bekommen, also nicht mal einen Kaffee oder irgendwas. Okay. Ich bin unabhängig, aber ich bin halt der festen Überzeugung, dass die AfD die einzige Partei ist, die wir haben, auf jeden Fall momentan, die das ja, den Kurs korrigieren kann. Okay. Also das heißt, du machst das aus einer persönlichen Überzeugung heraus, kurz gesagt. Ja. Das Ganze, okay. Und was müsste passieren, dass du die AfD nicht mehr als die Lösung siehst? Also kann das überhaupt passieren? Gibt es diese Möglichkeit? Oder was Es müsste eine müsste. andere Partei überhaupt machen, damit du nicht für die AfD, sondern für eine andere Partei bist? Sie müsste erstmal einen realistischeren Weg an die Macht haben. Das wäre natürlich ein großes Ding. Und gleichzeitig die Kernpunkte der AfD, vor allem in puncto Migration, aber auch generell Wokeness, ne, die Geschlechterauflösung und so, genauso haben. Traue Denkst ich dass Sarah Wagenknecht nicht. gut, Die gut. Ich meine, Zeit du war hast gerade relativ halbherzig versucht, vorgespult. noch ein wenig. Sorry, das tut mir jetzt leid. Ich hatte gerade aus Versehen, bin ich auf die Tastatur gekommen. Zum ersten Punkt. Ich hoffe, ich spule jetzt nicht zu weit zurück, aber zum ersten Punkt. Er ist gegen höhere Migration, vor allem aus muslimischen Ländern, darauf werden wir noch kommen, aber er ist auch gegen diesen Wokismus. Da müsste man jetzt mal fragen, wäre so eine wäre Zuwanderung aus konservativen Kulturkreisen nicht etwas, was dem Wokismus entgegenwirken würde? Können jetzt einfach mal fragen. Ja, gut, das Ding ist halt, da muss man ja auch ehrlich sein, die Medien streiten das ja so ein bisschen ab, ne? Dass sich das so ein bisschen widerspricht. Glaube ich, oder? Was wolltest du da sagen? Also. Na, ich würde schon sagen, wenn du, also
Menschen in Afghanistan, die sind durchschnittlich konservativer als Menschen in Deutschland. Also das kannst du, glaube ich, durchschnittlich schon sagen. Und ja, aber das, hast du eher ja genau. Menschen, die mit diesen ganzen woken Werten, die damit eher nicht so konform gehen wie die deutsche Durchschnittsbevölkerung. Also die deutsche Durchschnittsbevölkerung geht damit auch schon nicht konform, aber da hast du vielleicht noch heftigeren Widerstand dagegen. Also wollte ich auch nur anmerken. Ja. Also dass der Feind, den Shlomo hier zeichnet, also man kann ja auch mehrere, ich will da jetzt gar keine Inkonsistenz rein konstruieren, aber man kann ja auch mehrere Dinge doof finden, aber dass dieser Feind gar nicht einheitlich ist. Ja. Oder was müsste eine andere Partei überhaupt machen? Und so genauso hart vertreten oder noch härter vertreten als die AfD. Also das sind so die wichtigen Themen für dich, okay. Genau, genau. Und das ist auch der Punkt für mich bei der Wagenknecht-Partei, dass sie eben vorgibt, anti-woke zu sein, dass sie vorgibt, gegen offene Grenzen zu sein und dann halt besetzt wurde im Vorstand mit Leuten, die genau in die andere Richtung gehen, mit Leuten, die sagen, ich will offene Grenzen, mit Leuten, die mit irgendwelchen Regenbogenplakaten da rumwedeln und so weiter und so fort. Na, da muss man ja sagen, aber da kommen ja wahrscheinlich nicht gleich drauf. Da fällt mir jetzt gar keiner ein. Nee, mir auch nicht. Es kann sein, dass er da mal einen in der Honigwabe gezeigt hat. Also der hat ja allen möglichen Dreck rausgesucht, den er irgendwie finden konnte. Aber wir werden ja auch gleich... Natürlich hast du da viele ehemalige Mitglieder aus der Linkspartei und die haben sich da, viele haben da bei diesem parteiinternen Kulturkampf gedönst, wo man halt dachte, wo man mitmachen muss, haben da relativ gedankenlos mitgemacht, weil die sich vor allem mit Wirtschaftspolitik und mit Außenpolitik beschäftigt haben. Ja, wir werden ja eh gleich nochmal zu dem Thema kommen. Da kann man das, kann ich ja das, was ich sagen will, jetzt eigentlich dann später nochmal ansprechen. Nämlich, ne, die Linke, ist ja klar, wenn sie sich im Parteifeld der Linken bewegen, ist ja klar, dass sie auch das, was die Linke verkörpert, sag ich mal, auch nach außen trägt. Unabhängig von der eigenen Meinung vielleicht sogar, wenn man ehrlich ist. Ja, ne? Oder das ist halt, eine Meinung kann sich ja auch ändern. Das hat sie ja, das, da werden wir aber, dann denke ich mal, gleich nochmal kommen. Ja, wenn wir zu Amira Mohamed Ali kommen, werden wir da hat ihre Haltung zur AfD, die hat sich ziemlich stark verändert beispielsweise. Und auch ihre Haltung zur Migration weiß ich gar nicht, aber dazu werden wir bestimmt noch kommen. Ja, ja. Mein Fokus ist mehr so halt auf Wirtschaft. Ja, weil meiner Meinung nach, das weißt du wahrscheinlich, ist jegliche Politik, wenn man die Wirtschaft nicht hinzuzählt, vollkommen irrelevant. Also sich Politik anzuschauen, über Politik zu sprechen und diese ganzen Sachen zu planen, was wird eine Partei tun oder nicht tun, wann ist es eine Opposition oder nicht. Wenn man die Wirtschaft rauslässt, ist das Ganze vollkommen irrelevant. Weil die Wirtschaft zeigt in Wirklichkeit, was eine Partei machen wird oder nicht machen wird. Auch vor allem... Würde ich genauso sehen. Das ist ja das... Da die Rechten wollen ja nie über Wirtschaft sprechen, das werden wir in dem Gespräch auch sehen. Doch. Es gibt andere Rechte. Oder eher weniger. Kanäle, die reden ganz viel über Wirtschaft, aber dann halt alle neoliberal. Also Kasper redet auch relativ gerne über Wirtschaft, wenn ich mir das so angehört habe. Der agitiert liebend gern gegen den Mindestlohn und damit Punkten, die sachlich einfach falsch sind. Auch das könnte man in der Debatte ja alles klären. Ja, aber wenn es halt wirklich inhaltlich wird, also... ja, Wirtschaft, so grob, man sagt, man haut dann halt so typische Talking Points, aber mal wirklich in die Tiefe gehen, meine ich, weißt du, das sehe ich bei denen nie, weil ich habe ja die auch lange verfolgt. Und so man Kinderarmut oder so, das wird da nicht angesprochen, weil das widerspricht halt den eigenen Narrativen, auch mit der Altersarmut, ne? Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel gegen den Mindestlohn bist. Da habe ich was von denen gesehen, tatsächlich, aus deren Hast Umfeld. Du tatsächlich? Ja, da sind die Ausländer dran schuld, denn ausländische Kinder sind durchschnittlich häufiger arm, deswegen... Ah, stimmt, ja, stimmt. Aber das widerspricht ja auch dem, wenn Ausländerkinder häufig ärmer sind, dann widerspricht das ja dem, ja, dass sich Ausländer in die soziale Hängematte legen und gut kassieren, wenn doch die Migrantenkinder so arm sind, oder nicht? Das widerspricht sich ja irgendwo dann. Naja, egal. Ich glaube, wir 4 Minuten und wir labern hier schon. Wir wollen, glaube ich, nicht zu viel dazwischen reden. Ja, aber, nee, alles gut. Einen Punkt wollte ich trotzdem... Aber weißt du, aber verstehst meinen Punkt, was ich meine, ne? Ich verstehe deinen Punkt, aber es gibt andere rechte Vorfeldkanäle, die tatsächlich viel über Wirtschaft reden. Olli investiert, Aktien mit Kopf. Die haben jetzt, glaube ich, auch keine, glaube ich zumindest... Aber die labern ja halt auch nur Müll dann. Aber die machen auch Werbung für die AfD und die reden eigentlich nur über Wirtschaft. Aber dann, wie gesagt, all diese neoliberalen Talking Points. Ja, genau. Das ist auch diesen ganzen Quatsch. Naja. In puncto Migration, ja. Und da so kommt mir ein bisschen so von dieser AfD-Seite oder so von dieser Bubble, sage ich mal, kommt mir ein bisschen wenig in die Richtung so, dass Leute tatsächlich sich mit Wirtschaft beschäftigen und zwar wirklich kritisch. Oh doch, die gibt es. Also wie gesagt, schaut bei Aktien mit, also kritisch natürlich nicht, aber schaut bei diesen Kanälen mal vorbei. Und das sind auch Kanäle, auf die sollten wir Linke vielleicht mal häufiger reagieren, weil auch wirklich ziemlich ernst geredet wird und man da das relativ gut widerlegen kann. Das aber viele Leute erreicht. Ja. Also viele neoliberale Talking Points, ne? Also, wenn man sie alle schon so auswendig kennt mittlerweile gefühlt.
schon sich auch überlegen, was die Parteien wirtschaftlich machen. Ja? Ich glaube, und da kommt der große Unterschied zwischen diesen Dingen. Aber ich muss sagen, dass ich nicht jetzt, keine Ahnung, so für die Partei Wagenknecht spreche oder auch nicht für sie bin in dem Sinne, weil ich bin ja gar nicht in Deutschland, ich kann sie ja nicht einmal wählen. Das heißt, egal, ob sie gewinnt oder nicht, für mich verändert. Warum mach dich nicht kleiner, als du bist? Also Erwin hat das gesamte letzte Jahr Werbung für Sarah Wagenknecht gemacht und gesagt, sie soll endlich ihre eigene Partei gründen. Also da braucht er jetzt keine Distanz zu konstruieren. Also klar, er hat wirtschaftlich ein anderes Programm. Er ist für eine Art Marktsozialismus, nicht für Sozialdemokratie wie Wagenknecht. Aber ja, da braucht er jetzt nicht sich kleiner machen, als er ist. Naja, also ich verstehe es schon. Er ist ja in Österreich, er wohnt ja in Österreich. Das würde er ja eh gleich nochmal sagen, ich glaube. Die ersten ein, zwei Stunden habe ich ja auch schon geguckt. Also, soweit kenne ich. Was mich interessiert, ist grundsätzlich die Strategie, die Wagenknecht fährt, welches Potenzial sie als Strategie für eine Linke hat. Das ist das, was mich persönlich interessiert, als Künstler und als, keine Ahnung, Filmemacher und so weiter und so fort. Aber ich habe politisch kein Pferd im Rennen. So, das muss klar sein. So, das ja, zwei Punkte dazu. Also meine Gegenposition wäre, Demografie ist Schicksal, ist ja ein Satz, der kürzlich geprägt wurde, nochmal von Elon Musk, wahrscheinlich hat er ihn nicht erfunden, aber so ähnlich denke ich da auch. Ne? Wenn wir hier eine große Demografie haben von Leuten, die Scharia haben wollen in Deutschland und so weiter und so fort, dann wird das schwerwiegende Konsequenzen haben für das Land. Wir haben etwas mehr als 5 Millionen Muslime in diesem Land und okay, vielleicht bin ich da jetzt völlig falsch informiert, aber ich würde sagen, die Mehrheit dieser Muslime will hier nicht die Scharia haben. Also Schlomo bezieht mich leider auch zu. Da würde ich halt auch. Sorry. Ja, ich bin mir da auch nicht zu tief, da bin ich auch nicht zu tief drin, aber ja, da hätte ich halt auch gerne mal irgendwie eine Statistik, ne? Oder vielleicht gibt es noch eine Umfrage dazu oder ja, weißt du, das ist halt immer so. Und dann ich gucke mal. Es gibt Umfragen in so Ländern wie Syrien oder Afghanistan und vor allem Afghanistan. Afghanistan ist ja ein extrem armes Land mit einer relativ großen paschtunischen Bevölkerung, die sehr ländlich lebt, die sehr konservativ lebt. Afghanistan hatte ja eigentlich die letzten Jahrhunderte nie eine stabile zentralstaatliche Regierung. Das heißt, das Gewohnheitsrecht, was du vielfach auf dem Land hast, was halt gar nicht von einer zentralstaatlichen Institution durchgesetzt wird, das entspricht halt vielfach der Scharia. Und da hast du halt Umfragewerte für die Scharia von über 90% in so einem Land. Mhm. Und damit begründet Schlomo, wenn diese Migranten dann hier nach Deutschland kommen, dann wollen hier in Deutschland alle die Scharia einführen. Aber es ist ja völlig unterschiedlich, ob du einen Afghanen fragst, hältst du die Scharia für Afghanistan, wo das sowieso seit Jahrhunderten angewendet wird, für gutes Recht? Oder würdest du die Scharia, wenn du auch in einem anderen Land leben würdest, würdest du die da zum geltenden Gesetz machen wollen? Und ja, dieses, es ist ein absurdes Angstszenario, einfach zu sagen, die Mehrheit in Deutschland wird hier bald die Scharia wollen. Also das steht, wie gesagt, wir haben gerade 5 Millionen Muslime und die Mehrheit davon will, jedenfalls soweit ich informiert bin, nicht die Scharia hier einführen. Also wie gesagt, zeigt mir eine Umfrage, dass ich falsch liege, wenn 90% der deutschen Muslime das anders sehen sollten, dann habe ich anscheinend mit sehr komischen Muslimen zu tun. Aber das also kann ich jetzt so nicht bestätigen. Und wie gesagt, Muslime, die sind demografisch jetzt nicht so eine große Gruppe, dass die wirklich an der Wahl ohne irgendwas ändern können. Es gibt noch nicht mal eine islamische Partei oder irgendwas in die Richtung. In den nächsten paar Jahrzehnten. Mein Argument ist jetzt nicht, dass es gar keine Probleme geben würde. Mein Argument ist nur, dass das Problem lange nicht so groß ist, wie Schlomo es hier gerade an die Wand malt. Also deine Meinung oder deine Gewichtung von der Wagenknecht-Partei hat sich da ja durchaus geändert. Also früher klang das sehr viel anders. Ich habe da mal einen 1,5 Minuten Zusammenschnitt, falls du das erlaubst. Vor 2 Wochen klang das noch anders. Also Erwin hat sich ja am Anfang des Gesprächs ein bisschen klein gemacht. Das ist jetzt... ein paar Aussagen, die dem widersprechen, zusammengesucht. Also du kannst sie auch sagen. Und ich glaube... Nochmal? Was war das? Da kommt wieder das rein. Das war dieser Zusammenschnitt, den ich gerade begeben wollte. Ich wollte ja sagen, du musst nicht den Zusammenschnitt, du kannst mir auch sagen, was ich gesagt habe. Und dann sage ich dir auch. Okay. Na, wieso nicht den Zusammenschnitt? Also, okay, wir haben hier. Aus, ja, aber gut. Das finde ich auch interessant, ne? Nur bewundern. Absolut. Sie ist eine Ein-Frau-Armee und mit mir hat sie ein weiteres Parteimitglied, sobald es mir möglich ist. Ja, Mann. Bravo, Grimjo. Ich sage dir, es werden so viele fucking Leute von uns einfach dieser Partei beitreten. Es werden so viele Leute. Und ich sage euch eine Sache. Ich würde so was von dieser Partei beitreten, wenn ich in Deutschland wäre. Ja, ich würde mich sofort melden. Ja, komm her, das haben wir ja gerade selber gesagt. Also dem Punkt, also ich habe nicht den gesamten Anfang, ich habe immer nur das die Hälfte des Gesprächs mitbekommen, weil mein Internet so scheiße war, als ich es gehört habe. Aber dann habe ich mir gedacht, das wollte ich nochmal ansehen, denn wir reagieren ja drauf. Aber das finde ich auch interessant, ne? Schlomo beschwert sich ja später, ja, du spielst jetzt hier was ein, um mich hier irgendwie in eine Ecke zu stellen. Aber was macht er denn da gerade hier? Und vor allem in so einem Thema. Also das ist, ich finde das jetzt nicht wirklich wichtig, weil es trägt ja nichts zur Debatte bei, dass Erwin gesagt hat, ja, okay,
damals halt, war er halt begeisterter oder das kommt hier halt rüber. So, aber was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Das ist ja auch nur mit Dreck werfen, was Shlomo hier macht. Was er später Erwin vorwirft, kommen wir ja dann auch gleich zu. Ne? Ja, oder nachher, er scheint immer noch relativ so, das begeistert. Ist ja, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich, weil, wen interessiert's? Ja, okay, ja. Dann hat er sich da halt irgendwie ein bisschen widersprochen oder war halt enthusiastischer, ja, okay, alles klar. Er könnte aber offen sagen, ich bin weiterhin Wagenknecht-Partei, einzige wählbare Partei in Deutschland. Also er hätte nicht sich jetzt noch so künstlich davon distanzieren müssen. Also, dass ich jetzt hier das als einzigen Heil sehe, ne, die Wagenknecht-Partei, aber klar, gewisse Hoffnung hat man natürlich, ne, so wie die Rechten halt in die AfD eine Hoffnung haben, wahrscheinlich. Ja, und ja. Das geht mir genauso, also Sarah Wagenknecht, die unterstützt sich nur, weil sie die richtigen Inhalte vertritt. Wenn die morgen früh sagt, die NATO finde ich doch ganz gut oder lass mal die Steuern für die Reichen senken, da bin ich auch sofort wieder weg. Ja. Selbstverständlich, das würde mich extrem interessieren. Wahrscheinlich würde ich sogar eine Doku darüber drehen. Ja, solche Sachen. Also klar, natürlich. Und es ist auch natürlich in Deutschland, okay. Wenn ich mir die Politik in Deutschland anschaue, es gibt nicht wirklich eine Partei in Deutschland, wo ich einfach sagen kann, ah ja, das ist eine Partei, da wünsche ich denen irgendwie, dass sie gewinnen. Aber bei Sarah kann ich das sehr wohl sagen. Und zwar vor allem in erster Linie auch wegen den Deutschen. Ja? Weil ich mir einfach denke, euer Land und eure Bevölkerung ist seit Jahrzehnten so fucking gepeinigt, Alter. Ihr braucht eine gute Politik, die euch da wieder lebenswerte Umstände schafft. Weißt du? Und das ist der Punkt, das ist alles, was ich meine. Ja. Gut, lassen wir das mal so stehen. Ich würde da mal beginnen mit meinen Punkten zum Vorstand von der Wagenknecht-Partei. Du hast ja sicher mitbekommen, vor ein paar Tagen hat Wagenknecht gesagt, dass sie Amira Mohammed Ali, also die ehemalige oder den ehemaligen Teil der Doppelspitze der Linkspartei, zur Parteichefin auch machen will. Es ist ja noch gar nicht klar, was dann für ein Amt Sarah Wagenknecht selber bekommt. Momentan ist sie so eine Art Maskottchen oder so, ne? Von dem Verein, der schon gegründet wurde. Die Partei kommt ja erst Anfang nächsten Jahres, ist schon Amira Mohammed Ali die Vorsitzende. Und du hast ja sicherlich meine beiden Clips gesehen, die ich gezeigt habe, jetzt mehrfach auf Twitter, in meinem Video und so weiter, in denen sie unter anderem sagt, ich bin generell gegen alle Abschiebungen und ich bin für offene Grenzen, was sie dann definiert als das bestehende Asylrecht. Und übrigens, Sarah Wagenknecht ist das auch. Ne? Das wurde gerade von News, also quasi ein Mainstream-Medium, wenn man die Reichelt-Medien so bezeichnen will, an die große... Das Hetz-Medium ist das. Reichelt ist einer der schlimmsten Hetzer, den wir in diesem Land haben. Also der bezeichnet die AfD übrigens auch als antisemitisch. Nun, möchte ich mal so am Rande einwerfen. Also Reichelt hetzt auch gegen die AfD. Der ist auch... Auf CDU-Linie und jeder, der nicht auf CDU-Linie ist, gegen den hetzt der. Also sei es gegen die AfD, sei es gegen Sarah Wagenknecht oder sei es gegen die Grünen. Weil das habe ich auch mal in einer Live-Reaction gesagt, glaube ich hier. Ich finde es halt witzig, weil eigentlich gleichen die Talking Points sich eigentlich ziemlich von Reichelt und der AfD, ne? So dieses gegeneinander Ausspielen der ärmeren Schichten, sag ich mal. Also ja, findest du nicht? Das, was er seinen Followern erzählt, aber wenn du dir sein Programm ein bisschen genauer anguckst, er will. Also er will mehr Konflikte mit Russland, er will härtere Sanktionen gegen Russland. Achso, ja, beim Ukraine-Thema, ne? Ja, das Thema beim Ukraine-Thema, so häufig, aber ich meine jetzt so. Genau weiß, dass seine Follower ihm dann aufs Dach steigen würden. Ja, dann wären die wahrscheinlich doch eher zur AfD. Wobei, wir haben ja auch im Grenzgänger-Video gesehen, ne? So, die AfD ist keine Friedenspartei. So, ja. Mit den Drohnenangriffen, ne? Und was da die. Aber das wird halt nie thematisiert, leider, ne? Ich finde, da müssten viel mehr Leute mal das thematisieren. Ja, auch Linke, okay. Ne? Die müssen das viel mehr mal härter angehen und mal wirklich da drüber gucken. So war das haben die Grenzgängerschule echt gut gemacht, ja. Ich glaube, das kommt in der Debatte noch. Also wie gesagt, ich habe nur die Hälfte mitbekommen, weil mein Internet nicht so gut war, aber vielleicht wahrscheinlich kommt das noch. Große Glocke gehängt, ich habe bisher noch kein Statement von ihr zugesehen. Findest du das nicht etwas bedenklich, wenn eine... Du hast da kein Statement von ihr zugesehen, das ist ja ein wunderbares Stichwort. Schauen wir uns doch mal an, was Amira Mohammed Ali jetzt über Migration sagt. Ja, ich würde aber dieses Thema nochmal aufgreifen, Migrationspolitik. Wir haben Wissen von Sarah Wagenknecht, Migration begrenzen. Migration ist keine Lösung fürs Armutsproblem dieser Welt. Migration oder Migranten sind mitunter Konkurrenten für sozial Schwache, Stichwort Sozialwohnung und so weiter. Das hat sie alles gesagt. Sie haben in der Tat mal gesagt, nein, ich bin generell gegen Abschiebungen. Ich bin schon dafür, Familiennachzug zu ermöglichen. Das passt nicht in ein Töpfchen rein. Ja, also in der Tat, das habe ich gesagt, das ist ja auch die Programmposition der Linken. Ich habe das Interview ist, glaube ich, von 2018 oder 2019, was jetzt auch so ein bisschen kursiert. Ja. Und
Ich denke, dass die Situation auch in Deutschland sich seit dieser Zeit verändert hat. Ich meine, zum damaligen Zeitpunkt war das nicht so, dass die Städte und Gemeinden wirklich um Hilfe gerufen haben und gesagt haben, wir können wirklich keinen aufnehmen, wir können nicht mehr. Das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Und heute bewerte ich das anders. Und ich bin heute nicht generell gegen Abschiebung, aber ich bin auch der Auffassung, dass das, was oft propagiert wird, dass sozusagen Abschieben ist die Lösung aller Probleme. Nein, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, wir müssen über vernünftige Asylverfahren reden, über schnellere Verfahren reden, wir müssen über eine größere Reform in diesem Bereich reden. Einfach nur zu sagen, Grenzen sichern, Abschieben ist nicht das zumindest nicht die einzige Lösung, die man für das Problem hat. Wie geht Fluchtursachen? Ja, das sieht man ja auch einfach an den Zahlen. Nicht Migration begrenzen. Das sieht man ja auch an den Zahlen. Ungefähr 3,5-4 Millionen, nagelt mich nicht auf die genaue Zahl fest, Flüchtlinge seit 2015. Wie gesagt, da sind die Ukrainer immer noch mit dabei. Die sind ja nicht über das Asylrecht gekommen, die sind ja so reingelassen worden. Also die Ukrainer, da hat man diese Ausnahmeregelung gemacht, deswegen die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, wie viel es mit den Ukrainern sind. Also das ist ja eine extrem große Flüchtlingswelle, die da 2022 nochmal nach Deutschland gekommen ist. Und ja, aber das würde jetzt würden die Rechten wieder sagen, das reicht uns nicht. Ne? Wir wollen Abschiebung, wir wollen per se, also sie sagt ja generell nicht gegen Abschiebung. Das heißt ja nicht unbedingt, dass sie gar keine Abschiebung will. Das hat einfach mit den Zahlen zu tun. Wie gesagt, wir haben 3,5-4 Millionen, wie gesagt, genaue Zahl ist jetzt egal, mehrere Millionen. Aber wir haben wie viele unmittelbar Ausreisepflichtige, letzten Zahlen, die ich gehört habe, einige 10.000. Also wir haben mehrere Millionen Flüchtlinge und davon sind wenige Prozent maximal überhaupt unmittelbar ausreisepflichtig geduldet. Das sind ein paar hunderttausend, das sind dann vielleicht, 20%, sind dann geduldet. Das heißt, die könnte man eventuell innerhalb der nächsten Jahre abschieben, wenn man diese Duldungen auslaufen lässt. Aber dann hättest du immer noch mehr als die Hälfte der Flüchtlinge hier in Deutschland und die sich hier völlig legal aufhalten. Also Schlomo spricht dann ja später noch über die Zahlen, die er nicht mal haben will. Ja, dazu kommen wir dann. Aber mit den geltenden Rechtsverhältnissen geht das nicht. Also selbst wenn du alle Flüchtlinge abschieben dürftest, wenn du die abschieben würdest, dann wären das immer noch nur wenige Prozent der Flüchtlinge, die sich in Deutschland aufhalten. Ja, wie gesagt, ich habe da auch noch das andere Video, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja. Wagenknecht in der Partei, die sagt, wir geben euch auch restriktivere Migrationspolitik, so eine Person an die absolute Spitze setzt. Die Mohammed Ali hat ja dieses Interview mit Thilo Jung gehabt, oder? Darüber sprichst du. Genau. Ja, genau. Das ist von vor 4 Jahren, richtig? Ist korrekt. Ja, das ist von vor 4 Jahren. Und das ist eben dieser Punkt. Ich hab ein bisschen so dieses, es ist ein bisschen so in die Glaskugel schauen. Ja? Das heißt, immer wieder sich hinzustellen und zu sagen, okay, was haben die Leute vor, das ist ja genau so, habt ihr damals rausgeholt, dass Wagenknecht vor 20 Jahren Kommunistin war und vor 10 Jahren auf ihrer Seite gehabt hat, so, sie unterstützt die Antifa und so. Das heißt, es gab... etwas von der Schwere, ich unterstütze gewaltbereite Terroristen, wäre, glaube ich, nicht verjährt nach 10 Jahren im Falle von einem AfDler. Was? Wer hat das gesagt? Ich unterstütze Gewalt. Also, jetzt bin ich auf Schlomos Belege gespannt. Sagt. Ja, Sarah Wagenknecht auf ihrer Website. Gewaltbereite Terroristen? Achso, du meinst die Antifa? Ja. Okay, die sind noch nicht als Terrororganisation eingestuft, also das ist deine persönliche Einschätzung. Ja, das liegt daran, ist das nicht eine Organisation, das sind Dutzende, wenn nicht Hunderte, also wie gesagt, genau, Zahl ist jetzt auch egal, aber es sind auf jeden Fall zahlreiche Organisationen überall in Deutschland, die dieses Label Antifa tragen und da sind manchmal harmlose Rentnergruppen dabei, die Demos veranstalten und manchmal hast du da halt wirklich gewaltbereite Vermummte, die andere Leute zusammenschlagen. Und wenn Schlomo jetzt nicht beweisen könnte, dass Sarah Wagenknecht wirklich solche gewaltbereit finanziert hat, okay, aber kann er nicht. Ja, nimmt einfach dieses gesamte Wort Antifa. Und okay, das sind alles gewaltbereite Terroristen. Das ist genauso dämlich wie zu sagen, alle AfDler sind rechtsradikal, weil es dann vielleicht einen Rechtsradikalen gibt. Oder alle Querdenker sind rechtsradikal. Könntest du ja auch sagen, ja. Ihr habt doch, da war ich ja auch dabei. Ich habe ja auch gesagt, hey, man sollte nicht pauschalisieren da in der Corona-Zeit. Da gibt es auch ganz normale Leute, die da mitlaufen. Es sind nicht alles Corona-Leugner in Anführungszeichen oder absolut komplette Verschwörungstheoretiker, die wirklich hier an Chips oder sowas glauben, ne? Sondern sind auch ganz normale Menschen. Und da hat man sich auch beschwert, hey, wir werden hier pauschalisiert. Jetzt aber bei der Antifa oder wenn es
etwas, wenn sie irgendwas haben, oder Muslime, da wird alles pauschalisiert immer. Und das geht halt einfach nicht. Dann entweder du bist gegen Pauschalisierung, dann musst du aber auch fair sein und sagen, okay, es gibt sehr, sehr viele Deppen in der Antifa. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir beide keine Fans der Antifa sind. Nee. Ne? Und dann muss man dann auch halt auch aufbauen und differenzieren. So, und Also die Antifa, die ist ja mittlerweile komplett von diesen Antideutschen durchsetzt. Also die jede Lüge der westlichen Propaganda irgendwie glauben und jeden, der von der Tagesschau als Verschwörungstheoretiker oder sonst was diffamiert wird, gegen den demonstrieren sie dann. Oder meistens demonstrieren sie nur. Manchmal also, wenden sie auch Gewalt an, aber ja. Also das bei aller Liebe, das ist wir aber keine Sympathien nicht. Für, aber man muss schon differenzieren. Und aber wenn muss Sarah Wagenknecht damit genau nicht sowas unterstützt hat, dann beweis es mir. Und sag nicht einfach, ach, Antifa, das sind alles Terroristen. Das ist, wie gesagt, ja, sie kommen halt alle AfDler rechtsradikal. Das war halt auch, wo ich das Gespräch mit diesem Chris Enger hatte. Da kamen sie mit einer Website von 2012. Ah, hier, guck mal, sie hat die Antifa unterstützt. Dann habe ich halt gesagt, ja, guck mal hier, die hat einmal einen Beitrag gespendet. Seit 2015 ist da aber nichts mehr zu sehen, irgendwie was spenden oder so für die Antifa. Also, dann zeig mir doch, dass sie aktiv die Antifa noch unterstützt. So, zeig's mir doch. Wenn du es nicht kannst, dann erzähl es doch nicht. So, ne? Ich verrate euch jetzt allen übrigens mal ein Geheimnis. Sarah Wagenknecht war mal in der SED. Oh ja. Jetzt ist bewiesen, dass sie Kommunistin ist. Man kann seine Meinung nämlich nicht ändern. Die ist ein Leben lang gegeben. Wenn man die einmal hatte, dann hat man die für immer. Ja, wusstest du, dass dem Drachenlord mal vor 7 Jahren vor die Tür gepinkelt hat? Hallo, Laika. Ja, also das schön, ist weniger da lange her als bei Wagenknecht. Ja. Die der Sturmtrupp sind von den momentan herrschenden Mächten. Sie gehen vor gegen die Leute, gegen die dieser Staat momentan will, dass vorgegangen wird. Gegen rechts. Wäre es eine rechte Vereinigung, die Türen eintritt und Leute mit Hämmern malträtiert in diesem Land, wäre sie in einem Augenschlag als Terrorvereinigung eingestuft. Da stimme ich dir zu, dass die Antifa eingenommen wurde von den herrschenden Mächten und dass die Antifa komplett den Boden verloren hat und dass sie absolut nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Das ist tatsächlich so, dass sie leider einfach zum Spielball der Herrschenden geworden sind. Absolut. Das ist auch zu kritisieren, aber das ist, glaube ich, auch nicht, was die Sarah Wagenknecht damals unterstützen wollte. Ich glaube, dass die Antifa, wenn man sie anschaut, vor 10 Jahren damals, was sie unterstützt hat, nochmal eine andere war und der Zugang von Wagenknecht zur Antifa ein anderer war. Sie sagt, es ist nicht eine straffe Organisation. Das ist das Problem hierbei. Als seit 2015 oder weil damals hat sie ja die Torte in die Fresse gekriegt, ne? Ich glaube, dass spätestens damals hat sie begriffen, einfach, was das Problem ist. Dass die Antifa irgendwie antideutsche Tendenzen angenommen hat, dass sie einfach in eine Richtung gegangen ist, die absolut nicht mehr cool ist und dass man das nicht mehr unterstützen kann und so weiter. Das heißt. Dann ist meine nächste Frage. Warte kurz. Ich möchte nur sagen, es ist immer problematisch, solche Dinge rauszuholen von vor 10 Jahren, was jemand gesagt oder gemacht hat, vor allem im Kontext mit der Partei, in der sie sind. Das heißt, du musst, glaube ich, auch irgendwo die Antifa unterstützen, um in der Partei gut dazustehen. Übrigens, wusstet ihr, dass Björn Höcke mal eine NPD-Zeitung unter dem Pseudonym geschrieben hat? Also wenn wir dieses Spielchen spielen würden, könnten wir das bei AfDlern auch machen. Ich habe jetzt bei AfDler keinen Dreck rausgesucht, aber ich hätte es machen können. Also wir hätten dieses Spielchen hier gerne spielen können. Also da findet man bei AfDlern auch genug, was nicht so schön ist. Also das ist lächerlich. Lasst uns inhaltlich auseinandersetzen und nicht mit solchen alten Geschichten kommen. Ich glaube, zum Beispiel hier. Nur mal ganz kurz. Aufmarsch am 13. Februar 2010 in Dresden. Björn Höcke, Seite an Seite mit Neonazis. Aha, Herr Höcke. Schön zu wissen. Wie gesagt, ich würde ihn dafür jetzt gar nicht kritisieren. Nee. Aber ich meine nur, das können wir auch, so dieses Spielchen. Ja. Weißt du, das ist halt Blödsinn. Aber das machen wir ja auch nicht. Naja. Beziehungsweise bei der AfD hast du ja noch aktuellere Spendenaffären, wo ich schon sagen würde, das ist jetzt nicht mit Dreck werfen, das ist jetzt schon Sachen heraussuchen, die relevant sind. Und sobald wirklich Geld im Spiel ist, sobald du irgendeinen Sponsor hast, der im Hintergrund steht und der da bestimmte Leute in der Partei schleust, dann ist es relevant. Aber solche alten Geschichten von Leuten, die heute eine völlig andere Meinung vertreten, rauszusuchen, also das ist billig. Ja, das ist halt so. Ne? Ich sag auch zum Beispiel, der eine Typ bei uns, der war halt immer, der war früher komplett links, ne, komplett woke. Und da sag ich ja auch, ja, sag dir zu ihm auch ständig jetzt, ja, hey, du warst doch mal links oder du warst doch mal komplett linksradikal oder so, mach doch auch nicht so. Meine Meinung kann sich ändern, man kann, so sieht man ja an mir zum Beispiel, so, ne, oder man kann, ne, sich umdenken oder eine andere Sache anders sehen. Das ist doch auch ein ganz normaler Prozess, so. Wer sich nicht verändert im Leben, ja, also, weiß nicht.
bis zu einem gewissen Grad sagen, wie die Mohammed Ali, als sie vor 4 Jahren, da war sie ja noch in die Linke, da muss sie ja sagen, dass sie für offene Grenzen ist. Da muss sie ja sagen, dass sie für offene Grenzen ist. Ja? Aber ich glaube, das ist natürlich ein Bumerang, ne? Das stellt natürlich alles in Frage, was sie jetzt sagt. Ich weil jetzt ist sie halt in der Partei, wo sie andere Sachen sagen. Oder ich leise, warte mal. Kann mich leiser machen? Ich habe mich ein bisschen lauter geschaltet. Sagt mal, warum sehe ich den Chat denn nicht? Was ist das denn? Ich hasse diese Plattform. Ich hätte gleich auf ja. Jetzt sehe ich es wieder. Agitator, lauter drehen. Ah, jetzt sehe ich den Chat. Was? Und Zeller leiser, gut. Ich hoffe, jetzt klappt das. So, ich habe mich jetzt ein bisschen leiser gemacht. Geht gut. Das so oder noch ja, ein bisschen ja, leiser? Geht so. Selbstverständlich, richtig. Das ist ja auch der ich Punkt, will auch warum ganz man. Ganz kurz hier anknüpfen. Aber du hast mir eine Frage. Warte, du hast mir eine Frage gestellt. Warte, lass mich kurz nur das beantworten. Weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist zu verstehen. Politik wird uns nicht helfen. Politik ist nicht auf unserer Seite. Was Politiker reden, kann man nicht trauen. Also denen kann man absolut nicht trauen. Das, was die reden, das kannst irgendwo hinstecken. Ja? Weil der Punkt ist, dass sie alle nicht die Lösung sind. Und das ist das, wovor ich immer warne. Das ist ja auch, warum ich vor. Keine Ahnung, irgendwann vor. Du kommst jetzt aber weit, weit weg vom Thema hier, ne? Also, nein, wir waren gerade dabei. Der Punkt ist, schau mal, der Punkt ist, was ich dir erzählen will. Jetzt ist Sarah Wagenknecht da und sagt einfach, okay, ich will eine Partei, das hat sie letztens gesagt, auch bei der Maischberger, wo sie war. Hat sie gesagt, sie möchte die Migration begrenzen. Vor allem Massenmigration möchte sie einstellen. Ja, das ist die Marke, die sie jetzt aufbaut. Meine Frage ist, halt, warum gut, tut sie dann jemanden, nur, der für offene Grenzen ist, wie eine Amira Mohammed Ali, an die. Marke, die sie jetzt aufbaut. In Wahrheit will die das überhaupt nicht. Oh Mann. Ach, zu Amira Mohammed Ali, da kann ich gleich noch das andere Zitat zeigen. Die Spitze, ne? Nicht einfach in die Partei. Das sind nicht Leute, die sind in der Partei. Das ist die absolute Spitze. Interessantere Frage. Wenn Mohammed Ali gegen all das ist, warum tritt sie in eine Partei mit Sarah Wagenknecht ein? Weil die Was Linke für den politischen Ausstand. Weil die Linkspartei verschwunden wäre, ansonsten es nur noch die Grünen gegeben hätte, die wahrscheinlich auch keinen Bock auf sie haben und so, dass ihre einzige politische Zukunft. Schauen wir uns mal an, was Amira Mohammed Ali zu Wirtschaftsmigration sagt. Also jetzt nicht zu. Das ist gut von heute. Ja. Übrigens. Das ist. Hast du das auf deinem Kanal auch hochgeladen? Ja. Wie gesagt, ich wusste nicht, wo ich es hochladen soll. Da habe ich es einfach bei mir auf Twitter kannst du es, glaube ich, hochladen. Da ist es, glaube ich, nicht schlimmer an irgendwelche. Da habe ich es geteilt. Da habe ich es her sogar. Ich habe das nur als Shorts bei mir auch hochgeladen. Ja. Und ja, ich hätte auch dir auch den Twitter-Link geben können, aber ich habe es dann bei mir einfach hochgeladen. Und auf Twitter, da kann man sich ja ein Lesezeichen dran machen und dann findet man das auch später wieder, wenn man das woanders noch teilen will. Es gibt ein Grundrecht auf Asyl. Das steht auch in unserem Grundgesetz. Das heißt, die Menschen, die politisch verfolgt werden und unter anderem, haben einen Anspruch auf Schutz. Die Frage ist tatsächlich, ob dieser Anspruch bedeutet, dass man nach Deutschland kommen muss. Das ist eine andere Frage, das muss man europäisch angehen. Aber Migration, und damit meine ich besonders das Thema Wirtschaftsmigration, das sind Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, die nicht verfolgt werden. Das muss man dringend begrenzen. Das ist so, ja. Ja, Wirtschaftsmigration fast auf null reduzieren. Absolut. Wenn das Problem, also bei Wirtschaftsmigration, da ist es ja schon so, dass man innerhalb der gesamten EU Arbeitnehmerfreizügigkeit hat. Und da jetzt nochmal Wirtschaftsmigration von außerhalb der EU draufzupacken, also das ist absolut nicht sinnvoll, das führt zu unnötigen Konflikten. Und wie gesagt, dann gerät, wie wir es gerade sehen, auch das Grundrecht auf Asyl unter Beschuss, was ja einen wichtigen Stellenwert in unserer Verfassung einnimmt. Also deswegen muss man diese zwei Arten von Migration auch auseinanderhalten. Würde mich mal interessieren, wären Schlomo und Co. dafür, dass man, wenn die AfD drankommt, dass man dieses Grundgesetz ändert, dass man da rumfuscht? Ja, dazu kommen wir nachher. Würde mich mal interessieren. Da hat der mega interessante Sachen zugesagt. An dem Moment hatte ich dir auch geschrieben und gesagt, da reagieren wir drauf, weil ich das wirklich ziemlich krass fand, was er da noch später zu sagen wird. Aber das ist erst später im Gespräch, das dauert noch ein bisschen. Genau, lass mich mal kurz aussprechen. Christian Laie wollte ich ja gerade ansprechen, ne, bei dem Wagenknecht-Antifa-Ding. Und zwar, dass ich es interessant finde, weil das nichts zu bedeuten hat von vor 10 Jahren, dass sie da sagt, ich finanziere die Antifa auf ihrer Website. Wieso holt sie dann heute einen Christian Laie als Vize in ihre Partei, als Vizevorsitzenden, der konkret auf die gewaltbereite Antifa angesprochen in einem Zeitinterview nur die Phrase herausbringt, Antifaschismus sollte zum Grundkonsens aller Abgeordneten gehören, ne, der explizit die Gewalt der Antifa nicht ablehnt. Das ist der Vize in dieser Partei. Und das Interessante daran ist, dieser Vize. Gewalt nicht ablehnt. Moment mal. Er hat gesagt, Antifaschismus sollte selbstverständlich sein. Und das ist, also ja, auf die Frage hin, was halten Sie von der gewalttätigen Antifa? Was halten Sie von den gewalttätigen Teilen der Antifa? War das seine Antwort? Okay, aber grundsätzlich die Frage, bist du Antifaschist? Wenn ich dich direkt frage. Also komm, dieses linguistische Spiel. Nein, das ist eine wichtige Frage. Ich möchte das nur wissen. Dass du durch Blume dich identifizieren kannst mit gewaltbereiten Leuten und dann immer darauf zurückziehen kannst, das heißt doch gegen Faschismus. Nein. Ich frage dich einfach nur, bist du gegen Faschismus? Bist du Antifaschist? Ja, in einem Sinne, in dem dieses Wort überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Was der Punkt ist davon? Dieses Doppelspiel, wogegen eh alle sind,
Und gleichzeitig steht es für gewaltbereite Antifas, gewaltbereite Terroristen, das ist der Punkt. Absolut, ja gut, ich bin auch gegen Gewalt. Ich war, glaube ich, der Einzige von uns Linken, der damals die Lina E., diese Geschichte, ja, die Verurteilung und so weiter und so fort, der sie nicht verteidigt hat, sondern verurteilt hat. Wo ich gesagt habe, sicherlich, dass das absoluter Scheißdreck ist, was da gemacht wird von ihrer Seite, ja. Dass das nicht links ist, dass das absolut verrückt ist, ja. Das ist selbstverständlich. Und ich gehe davon. Und ich gehe davon aus, dass wenn du konkret angesprochen wirst auf gewalttätige Teile der Antifa, auf die Leute, die da mit Hämmern rausgehen und irgendwelche Leute malträtieren, deine Antwort nicht einfach nur ist, ja, Antifaschismus sollte Grundkonsens sein. Das wirkt wie eine Dog Whistle. Das wirkt wie durch die Blume, würde ich sagen, ich finde das geil. Würde ich sogar, stimme zu, ja. Wenn das eine Dog Whistle. Also irgendwo habe ich dieses Wort schon mal gehört. Ne? Ja, irgendwo habe ich dieses Wort schon mal gehört. Bei den Wokies, die benutzen das immer, habe ich gehört. Oder? So war, dann. Ist, das nicht ja, okay? Ja, 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 ja. Das ist eine schwache Antwort, ja, absolut. Aber wann hat er diese Antwort gegeben? Wann war das? Ich glaube, das war 2018. Okay. Leica fragt gerade. Meine Frage dabei wäre ja jetzt, wie er Remigration, aka Massendeportation, ohne Gewalt durchsetzen will, Schlomo. Nee, ich meine, da. Wieso sehe ich denn die Kommentare nicht aktuell? Ich hasse Twitch. Deswegen bin ich ja da. Ich kann es dir ja vorlesen. Alles gut. Das kann doch nicht wahr sein. Blöde Plattform. Wie Schlomo, nochmal, wie war der Kommentar? Die Frage wäre, wie er die Remigration bzw. die Massendeportation, wie man es nennen würde, ohne Gewalt durchsetzen will. Wie er das machen will, Schlomo. Ohne Gewalt. Ne? Aber das ist ja natürlich eine Frage. Ja, ich habe das ja auch gesagt. Ja, ich habe es ja auch gesagt. Ja, wie stellt ihr euch das vor? Denkt ihr wirklich, die haben ja ihren Düsi und sowas. So, denken die wirklich, die setzen hier einfach ein Flugzeug und fliegen sie nach Hause? Also du musst ja erstmal, ja, ich weiß nicht. Ja, die illegal hier sind, die kannst du ja mit rechtsstaatlichen Mitteln abschieben. Aber die Frage ist, ja, das sind keine demografisch relevanten Zahlen. Also, ja. Du wirst damit, also das sind jetzt keine Massenremigration, die du damit hättest, wenn du nur die legal hier sind. Und da hat der Schattenmacher auch schon ganz offen in der Reaktion zusammen mit Schlomo gesagt, ja, die sollen, also wenn ich ihr Kanzler wäre, dann wäre die Schutzquote null. Dann müssten die alle wieder weg. Ja, und das ist dann natürlich die Frage. Wie soll das umsetzen? Ja. Die stellen sich das alles ganz leicht vor. Ja, gut, recht okay, weg. Vielleicht ist es das. Wenn man es natürlich mit. Also der Stadtmacher, der hatte auch eine sehr viel klarere Position. Die also kann man quasi sehr viel einfacher anargumentieren. Bei Schlomo scheint diese Position hier auch durch, aber das ist erst später im Gespräch. Deswegen lasse ich die beiden jetzt mal weiterreden. Wir unterbrechen nicht noch häufiger. Ja. Interview. Aber generell, der wird schon. Das ist immer problematisch mit diesen. Das ist immer so problematisch mit diesen alten Zitaten von vor 5 Jahren und so weiter. Ich habe mich, so keine Ahnung, aus meiner Sicht, ich habe mich geändert in dem letzten Jahr, was das angeht. Ich habe sehr viele Dinge verstanden, die ich vorher nicht gecheckt habe. Die Welt da draußen hat sich sehr weit entfernt und dadurch habe ich auch gelernt. Keine Ahnung, das traue ich anderen Leuten auch zu. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man ihn heute fragen würde, er anders darauf reagieren würde. Weißt du? Genauso eine Mohammed Ali vielleicht, hat sie sich damals. Schau, yes. Ich hab damals auch geglaubt, Migration ist eine coole. What else? Fragt gleich, ich glaube, das beantwortet er später, what else? Er fragt nämlich, wie sieht es aus bei Rücksiedlern, die mittlerweile Mischlinge sind? Er ist mehr Kasach als Deutscher, meint er. Ich glaube, da kommen wir gleich zu, ne? Da fragt Erwin ihn ja auch hier, wie sieht es denn aus? Wen willst du denn jetzt konkret irgendwie? Aber da kommen wir, wie gesagt, glaube ich, gleich zu. Ja, ja. Gute Sache. Ja. Heute verstehe ich, dass das scheiße ist, dass das einfach, dass Immigration. Also zu Leuten, die deutschen Pass haben, und das ist egal, ob sie jetzt deutsche Eltern haben oder nicht, die haben ja aktuell die gleichen Rechte wie jeder normale Deutsche und so sollte es in einem Rechtsstaat auch sein. Da hat Schlomo eine sehr, sehr interessante Einschätzung. Die ist gar nicht mal so rassistisch, wie Proletopia später sagen wird, sondern da gibt es ein ganz anderes Problem. Aber auf das werden wir dann nachher eingehen. Kontrolliert gehört und dass das eigentlich eine sehr harte Waffe gegen uns hier unten ist. Ja? Das fügt sich aber halt in einen größeren Gesamtkontext ein. Zum Beispiel, der Typ war der Chef von der Linkspartei in NRW. Die gilt so ziemlich als die Antifa-affinste Linkspartei in Deutschland, auf jeden Fall eine von denen. Die gilt als besonders radikal, hat da seine Leute auf den Kampf mit der AfD eingeschworen und so. Und vielleicht, um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, du hattest ja gefragt, warum gründet eine Wagenknecht jetzt diese Partei, wenn sie gar nicht wirklich gegen Migration vorgehen will? Warum macht eine Amira Mohammed Ali damit? Achso, okay. Du warst kurz weg. Ja. Deine Frage war ja ausgehend gerade, warum geht eine Amira Mohammed Ali überhaupt in so eine neue Partei, wenn sie nicht ihre Meinung zur Migration grundlegend geändert hat? Die Antwort darauf gibt Laie eigentlich selbst. Dazu habe ich einen kleinen Schnipsel von der Pressekonferenz, auf der die Wagenknecht-Partei angekündigt wurde. Hier rechtfertigt er, warum es diese neue Partei gibt. Wären heute Bundestagswahlen, wäre die Linke ziemlich sicher nicht mehr im Bundestag vertreten und die Rechten würden mit über 20%
dort einziehen. Das wollen und das können wir so nicht akzeptieren. Im Kurs, wo wir gerade sind, wird es in der Zukunft in absehbar, also nach allen Zahlen, die vorliegen, keine Linksfraktion ergeben, keine politische Vertretung, während, und das hatte ich ja auch schon eingangs gesagt, die Rechten im Moment bei über 20% stehen. Auch dafür haben wir eine Verantwortung. Wir haben das abgewogen, wir haben es uns nicht leicht gemacht, wir machen es nicht gerne. Wir heute ja, also paraphrasiert, was sagt er? Er sagt, ja, das ist eine Scheißbegründung. Ganz ehrlich, ja. Man hätte das mit der, also hat Sarah Wagenknecht ja auch gesagt, man hätte das mit der katastrophalen Politik der Ampel begründen müssen. Und nicht mit den Umfragewerten der man AfD. Die Umfragewerte der AfD ergeben sich erst aus dieser Politik. Ja. Ja, also was er im Grunde paraphrasieren will, ist, sie haben die Partei nur gegründet, um der AfD Stimmen abzujagen. Ja. Also will er darauf hinaus oder was? Okay. Ja, gesteuerte Opposition, ja. Absolut schwachsinnige These. Ich würde auch nicht sagen, dass die AfD eine gesteuerte Opposition ist, dazu kommen wir nachher noch. Aber so sollte wobei man halt nicht argumentieren, auf jeden Fall. Wobei, eine AfD, da werden wir sicherlich auch drauf kommen, wirtschaftspolitisch einfach nur genau eine Establishment-Partei ist. Da werden wir ja, bestimmt ja auch das war sie aber am Anfang und da war es sogar noch schlimmer. Also so Leute wie Hans-Olaf Henke ja. Oder Bernd Lucke, das war noch viel schlimmer als das, also was heißt viel, es war noch ein bisschen schlimmer als das, was sie jetzt ist. Es ist ich meine, was lustig, willst du von einer Partei erwarten? Dass gar nicht mal die hohe Migration die AfD auf diese Umfragewerte gebracht hat, sondern die Wirtschaftskrise. Also die AfD ist erst durch die explodierenden Energiepreise in die Höhen gekommen, in denen sie gerade ist und durch die aktuelle konjunkturelle Krise. Nicht durch die Migration von 2015, nicht durch die hohe Migration 2022. Also in beiden Fällen hat die AfD keinen besonderen Schub der Umfragewerte gesehen. Den hat sie erst gesehen, dass die wirtschaftliche Lage sich eingetrübt hat. Ja, könnte es kausalen Zusammenhang geben, ne? Zwischen der Energiekrise und den Umfragewerten der AfD. Natürlich spielt die Migration auch eine Rolle. Die meisten AfD-Wähler geben Migration als wichtigsten Grund an und danach gleich wirtschaftliche Themen. Also Energiepolitik, Wirtschaftspolitik, also doch ganz viele andere wirtschaftliche Themen, die eigentlich alle unter Wirtschaftspolitik sich subsumieren ließen. Also könnten wir jetzt eine Umfrage raussuchen, habe ich jetzt nicht extra gemacht, aber das habe ich so im Kopf, das, was AfD-Wähler am wichtigsten ist. Erstens Migration, zweitens Wirtschaft. Die Rechten werden zu stark und er sagt, die Linkspartei ist totgeweiht. Die Linkspartei wird sowieso verschwinden. Insofern retten wir uns rüber vom sinkenden Schiff auf eine rettende Insel und das ist diese. Warum wird die Linkspartei denn verschwinden? Weil sie die falschen Inhalte vertritt. Man rettet sich nicht als Selbstzweck rüber, sondern man rettet sich rüber, weil die Linkspartei ihre Inhalte verraten hat. Also die Linkspartei befürwortet einen Wirtschaftskrieg gegen Russland jetzt. Das wäre vorher undenkbar gewesen. Und weil die so eine grüne 2.0 wird langsam oder schon ist. Mittlerweile. Ja, diese Identitätspolitik, die hat ja vor allem Wagenknecht so scharf kritisiert, aber dass sie jetzt so eine aggressive Außenpolitik fährt, also das hat ihr jetzt das Genick gebrochen. Ja, Leica schreibt ja auch was Wichtiges. AfDler sollten das Prinzip des Wettbewerbs im Parteikampf eigentlich verstehen, wenn sie auch alle so Fans vom freien Markt sind. Ja, das hat auch einen Punkt, ne? Oder sie? Ja, eigentlich schon. Schaden soll und halt im Endeffekt die Präsenz der Linkspartei unter einem anderen Namen sichern soll. Würde so nicht sagen. Ich glaube, dass sie schon einen anderen Kurs haben als die Linkspartei. Aber das ist da irgendwie... Der Grund ist, dass die Linkspartei ihren Gründungskonsens komplett verraten hat. Das ist der Grund, warum Wagenknecht jetzt erst ausgetreten ist. Karrieristische Gedanken gibt, klar. Das, ich würde sagen, sie haben eine andere Marke als die Linkspartei. Wieso holen in die Spitze der Partei, die Standard halt woke Linkspartei-Positionen vertreten? Ne? Zum Beispiel der Christian Leier hat auch gesagt, dass er härtere Klimaziele verfolgt als die Grünen. Währenddessen stimmt er übrigens mal und mal. Ja, und Wagenknecht, das erwähnt Schlomo jetzt natürlich nicht, die hat im gleichen Wahlkampf, das war 2021, gesagt, wir sollten nicht versuchen, grüner zu sein als die Grünen. Dieses scharfe Klimaprogramm ist schon ein Fehler. Ich habe es wenigstens noch geschafft, das abzumelden. Die Linke wollte ursprünglich auch, also es gab starke Stimmen in der Linkspartei, die einen höheren CO2-Preis gefordert haben. Da hat Wagenknecht sich am Ende dagegen durchgesetzt, aber diese scharfen Klimaziele, die konnte sie am Ende nicht aus dem Programm rauskriegen. Also damals hat sie die Linke schon kritisiert, also da gehört der Wagenknecht auch zu den prominentesten Kritikerinnen. Im Bundestag ab gegen jede Art von Atomkraft, so wie auch Amira Mohammed Ali. Ne? Es wirkt halt in die große Mogelpackung. Ja, klar. Genauso wie die AfD, ja. Das alles ist eine fucking Mogelpackung. Das ist ja der Punkt, Alter. Es ist ja das, was ich meine, worauf ich versuche aufmerksam zu machen, dass alles eine Mogelpackung ist. Weder die AfD noch die Sarah noch irgendwer anderer wird die Rettung sein für irgendwen von uns. Das ist ja der Punkt. Dass einfach du eigentlich niemandem von ihnen trauen kannst. Ja, das ist ja der Punkt. Und so, wenn du jetzt irgendwelche Sachen rausgramst, so, die haben zu Antifa gehört und hin und her kann ich bei der AfD genauso jetzt irgendwelche Sprüche rausholen, wo du einfach sagen würdest, hey, fuck, hat das ein Nazi gesagt? Ach so, echter Nazi. So, weißt das, du? Das ist ja eine vollkommen andere Sache. Wir das reden jetzt hier darüber, dass sie eine Marke verkaufen, wir sind gegen Migration, gleichzeitig in die Spitze einen Haufen Leute stellen, die Bock haben auf Migration.
die AfD verkauft uns doch auch eine Marke. Wir sind die richtigen, die wahren Demokraten gegen diese undemokratische Ampel, die der deutschen Bevölkerung schadet. Also die AfD, die verkauft uns auch gerade. Und die AfD versucht sich auch selbst als Friedenspartei zu inszenieren. Also wir haben es bei der AfD auch so, dass uns eine Marke verkauft, die in der Realität, also das heißt auch, bei der Wagenknechtpartei würde ich nicht mal sagen, dass es in der Realität nicht passt. Bei der AfD, da haben wir in der Realität gesehen, dass sie als Fraktion komplett anders abgestimmt hat. Beispiel Friedenspartei, Beispiel, also was Erwin gerade genannt hatte, mit, dass es da wirklich einzelne Leute gibt, die früher extrem problematische Sachen gesagt haben, dass die sich jetzt hier als die wahren Demokraten hinstellen. Also das passt dann schon nicht. Ja. Und Christian Ley zum Beispiel hat 2018 gesagt, dass er Sea-Watch staatlich finanzieren will. Also die Leute, die da vor der libyschen Küste rumpaddeln und dann Migranten auslesen, um sie in den Westen zu bringen. 2018 hat er das gesagt. Okay. Die machen jetzt die Spitze von dieser Partei aus. Das sind nicht irgendwelche Aussagen. Also der Kern hiervon ist nicht, die kuscheln mit Linksextremen. Das ist ja, und die aktuelle Position, die Wagenknecht immer wieder formuliert hat, lasst die Menschen Asylverfahren in Afrika machen. Wenn sie in Afrika kein Asyl bekommen, dann dürfen sie hier nach Deutschland kommen, wenn sie, nicht nach Deutschland, nach Europa erstmal, nicht mal nach Deutschland, sondern erstmal nach Europa, da müssen wir das immer noch gerecht verteilen. Wenn sie allerdings in Afrika Asyl bekommen oder nur aus wirtschaftlichen Gründen kommen, dann dürfen sie nicht kommen. Also das wäre eine viel härtere Migrationspolitik als aktuell und sie würde die Todeszahlen auf Mittelmeer übrigens auch enorm reduzieren. Also wenn die Menschen in Afrika schon ihre Entscheidung mitgeteilt bekämen, ob sie nach Europa dürfen oder eben nicht, dann hätte keiner mehr einen Anreiz, irgendeinen Schlepper zu beauftragen, dass er über ins Mittelmeer kommen muss. Guter Punkt auf jeden Fall. Ein Nebenpunkt. Der Kern hiervon ist, die Marke, die sie verkaufen, wir sind gegen Migration, aber linke Wirtschaftspolitik kriegt er von uns, die ist eine Lüge, das ist mein Problem. Wenn wir sind gegen mehr Wirtschaftsmigration vor allem. Also, das ist keine Lüge. Wir sind gegen Wirtschaftsmigration. Also ich hatte gerade weil Amira Mohamed Ali vor 4 Jahren was gesagt hat, wo sie sich jetzt komplett gegenteilig geäußert hat. Beziehungsweise, wo sie hat ja vor 4 Jahren auch sich vor allem aufs Asylrecht bezogen. Ja, wir haben es ja auch live jetzt gezeigt, ne? Mehrere Aussagen, wo sie sich ganz anders äußert dazu. Und man muss ja. Das heißt ganz einfach, anders. Damals hat sie sich aufs Asylrecht bezogen und heute, da differenziert sie mehr. Und sie war halt in der Linken. Muss da auch so hin. Also, man kann ihr natürlich jetzt vorwerfen, ja, okay, sie sagt halt nicht ihre Meinung, sondern sie passt sich ihrem Umfeld an. Ja, ist ja klar, wenn sie der Linken ist, muss sie das ja sagen. Oder würdest du. Also, du bist ja schon irgendwo parteigebunden und. Ja, muss dann natürlich auch dementsprechend, man sieht ja, was passiert, wenn du wie Sarah Wagenknecht eben aus der Reihe tanzt, ne? Du wirst halt rausgeekelt. Ja. Deswegen war Wagenknecht ja nun auch raus aus der Partei. Also das war ja dieses Paradoxon bei Wagenknecht. Sie war die beliebteste und bekannteste Politikerin aus der Linken, aber in der Partei komplett isoliert. Ja. Irgendwelche Rechtsextremen, keine Ahnung, auf Listenplatz 350 bei der AfD waren, dann ist das keine Verletzung der Marke, so wie es das ist, wenn offene Grenzenfanatiker in die absolute Spitze der neuen Wagenknecht-Partei. Sie ist kein offener Grenzenfanatiker. Wir hatten euch gerade das ist jetzt aber auch übertrieben. Gezeigt. Ja, das ist auch vollkommen, wir hatten euch gerade die Zitate gezeigt. Also es stimmt einfach nicht. Es stimmte auch schon damals nicht. Auch damals hat sie sich aufs Asylrecht bezogen und das ein bisschen mit normaler Migration vermischt und dann diese komische Position zur Abschiebung gehabt. Da ist sie jetzt ein bisschen klarer, da wird man wohl hinter den Kulissen mit ihr geredet haben oder sie wird sich Gedanken darüber gemacht haben, was sie auch öffentlich da gesagt hat in dem Zitat, was wir gesehen haben. Aber ja, dieses Offen-Grenzen-Fanatiker, das stimmt einfach nicht. Ja, wenn du fair sein willst, dann nimm doch bitte Aussagen von heute und bewerte das dann und nicht irgendwelche Aussagen von 4, 5 Jahren. Das ist halt Quatsch. So meinst du das. Okay, also was ist jetzt dein Plan, nur damit wir uns hier verstehen, ja? Weil ich glaube nicht, dass die Partei für offene Grenzen ist, das kann ich mir nicht vorstellen, weil Sarah Wagenknecht das sehr klar gemacht. Ja, es stimmt auch nicht. Also das Programm, das ist da absolut klar zu, könnt ihr euch auf meinem Erstkanal, ich suche das Video jetzt nicht raus, da findet ihr selber hin, mit Nemesis zusammen besprochen, da gibt es einen langen Talk, schaut euch den gerne an, da gehen wir aufs gesamte Parteiprogramm ein, auch auf den Punkt Migration. Und da steht ganz eindeutig drin, Migration ist nicht die Lösung für das Problem der Armut auf dieser Welt. Wir sind für das Asylrecht, wir sind allerdings nicht für mehr Wirtschaftsmigration, sondern ganz im Gegenteil, die muss begrenzt werden. Ja. Auch auf ihrer Webseite und überall, dass sie jetzt da irgendwie was Neues machen, nämlich eben gegen Massenmigration und so weiter. Hast du ihr Buch gelesen? Also mit dem, wie hat das letzte geheißen, das, die Selbstgerechten? Ich habe 1, 2 Auszüge gelesen, aber keine Muss man das ganze Buch lesen, weil sie erklärt hat, warum sie gegen Migration ist. Und ich kaufe ihr das 100% ab, was sie sagt, dass sie gegen Migration ist. Ihr müsst auch nicht mal bei, also guckt euch die Interview-Ausschnitte von Wagenknecht an, guckt euch das an, was beispielsweise Heiner Flassbeck
dazu geschrieben hat. Heiner Flassbeck, das ist ganz interessant, der hat früher Oscar Lafontaine beraten und Lafontaine, der hat da sehr viele Punkte von übernommen. Also das ist einer der wenigen Politiker, der wirtschaftliche Zusammenhänge checkt. Also der wird Lafontaine, in der Partei, meinst du jetzt? Lafontaine, ja, der wird in der Partei leider wegen seines Alters keine Rolle spielen, aber der hat auch schon diese ganzen Argumente gegen Migration gebracht und ich glaube, die hat er auch zu einem Gutteil von Heiner Flassbeck. Kann gut sein, ja, auf jeden Fall based, der Oscar. Und zwar auch wegen bessere Leute finden können, in diesem Fall glaubhaftere Leute, vor allem als Amir Mohamed Ali und Christian Leier für diese Partei. Warum diese Leute? Wie reinst du das zusammen? Na, wen hätte man besser finden können? Es ist ja nicht so, als könnte diese Partei, es ist ja überhaupt... Günnitz schreibt es gerade im Chat, selbst wenn einige Leute die Position nicht aufrichtig teilen, dann lockt man durch diese Position eben Leute in die Partei, die sie aufrichtig teilen. Also deswegen, das wird die Partei der Mitglieder, die da dabei treten. Also das ist jetzt nicht diese Partei, ja, wie gesagt, die den Verein wir haben jetzt ja mittlerweile auch zehntausende Leute beitreten. Wir haben ja auch mittlerweile, wie gesagt, das wäre ja wirklich eine dämliche Strategie, wie Günni jetzt sagt, du lockst ja Leute rein oder holst ja Leute rein, die so denken. Und das wäre ja dumm, wenn du nicht dazu stehen würdest, dann würdest du ja Leute reinholen, die werden wieder sagen, oh, ihr seid ja doch gar nicht dafür, was ihr sagt, ja, dann trete ich wieder aus, das wäre auch dumm. Also ich denke mal schon, dass sie da halbwegs ehrlich sind, ne, was das betrifft. Also, weiß nicht. Und wie gesagt, du hast ja jetzt based Leute. Du hast ja, wie gesagt, Klaus Ernst. Wir haben es ja schon tausendmal gesagt, Klaus Ernst. Wir haben, wie heißt es? Jacqueline Nastic. Wir haben Dagdelen. Also, das sind ja schon einige Leute, die, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt hat mit der Linken, doch eher auf der Seite von Sarah Wagenknecht waren. Also, ne, sind ja nicht nur, selbst wenn man jetzt Mohamed Ali als, wie er, negativ Beispiel auslegen will, was es ja nicht ist, weil wir haben ja die Aussagen gesehen, aber du hast ja trotzdem andere beste Leute, die auf der Seite von Wagenknecht sind. Und da, wenn, das würdest du auch wissen, wenn du dich mal ein bisschen mit beschäftigen würdest mit der Partei, ne? Ja, und ja, mit den Leuten, die dabei sind. Aber er nimmt ja immer nur die Beispiele, wo er, ah, guck mal, die vor 4 Jahren hat die mal das gesagt. Oder der, ah, guck mal, was der gesagt hat vor 2 Jahren. Das ist halt Blödsinn. Guck ja, dann wir wirklich mal alle an und guck mal, was da für Leute dabei sind und dann beschäftige dich doch mal. Aber hat er ja nicht. Du nimmst halt wirklich nur, was beschäftigt, du gegen sie verwendest. Ja genau, er zeigt dann aber nur den Ausschnitt des Bildes, den er gegen sie verwenden kann, weil er seine Zuschauer davon überzeugen will, dass das absolut die falsche Partei ist. Ich würde behaupten, das hat schon was mit Wirtschaftspolitik zu tun, denn da ist die Honigwabe stramm neoliberal. Selbst wenn das nicht deren Leib- und Magenthema ist, hat sie da Positionen und da kann man jetzt nicht sagen, dass das gar keine Rolle spielen würde. Alle Positionen spielen immer eine Rolle, auch wenn sie vielleicht andere Positionen als relevanter gewichten. Aber dass die Wagenknecht-Partei klar links ist, das wurde von der Honigwabe ja auch schon immer wieder kritisiert. Tatsächlich habe ich auch noch eine Frage an dich, aber da kommen wir vielleicht später, wenn es da wirklich mal um die Politik geht. Bevor ich jetzt in Frage mich, ob sie genug Leute haben für alle Bundesländer. Ich glaube, sie hat die Leute mitgenommen, die nicht vollkommen verstrahlt sind aus der Linken und hat sich einfach gedacht, okay, wir machen einen Neuanfang. Und ich glaube, dass das... Zum Beispiel zum Ukraine-Thema, da ist sie mit Wagenknecht komplett, also sie ist ja generell mit Wagenknecht komplett grün. Ne? Wenn du zum Beispiel mal schaust auf Twitter, was Dagdelen da schreibt, die sind sich ja da größtenteils halt eigentlich auch Klaus Ernst, auch was die Wokeness alles betrifft, ne, da sind die sich ja einig. Also das hat schon alles Hand und Fuß aus meiner Sicht, die Leute, die da drin sind. So, wir haben es ja schon vorher prognostiziert, ne, welche Leute da reinkommen und es hat sich ja bestätigt, weil wir uns eben mit den Leuten beschäftigt haben, weil wir eben wissen, dass sie mit Sarah größtenteils einer Meinung sind, oder? Würdest du da die meisten zumindest auf jeden Fall. Günni schreibt gerade im Chat, Dardelen ist quasi Wagenknechts linke Hand, ja. Genau. Die jetzt da sind. Und ich glaube aber nicht, dass sie viel mehr Wahl gehabt haben. Und ich glaube aber auch nicht, dass diese Leute das Gleiche machen werden wie in der Linkspartei. Das kann ich mir nicht vorstellen. Einfach weil sie gesehen haben, dass es einfach nicht funktioniert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen... Das funktioniert nicht, wenn du so wahrgenommen wirst, denke ich. Ich denke halt, die Linkspartei hatte keinen wirklichen Markenkern mehr. Denn bei den Grünen hast du im Kern dasselbe bekommen wie bei ihnen. Mhm. Auf jeden Fall sozialpolitisch. Und musste sich dann umbrennen. Und das war der Platz der Frage. Sozialpolitisch, 4% Reallohnverlust 2022. Also das zeigt, dass Schlomo sich null mit, also wirklich gar nichts auseinandergesetzt hat. Also die Agenda 2010 ist wahrscheinlich auch an ihm vorübergegangen, ohne dass er was davon mitbekommen hat. Also ganz im Gegenteil, die Linkspartei hat sich halt darauf gegründet, dass die Grünen da ihr Programm verraten haben und vor allem die SPD. Also dass Grüne und SPD friedens- und sozialpolitisch wirklich komplett das Gegenteil von dem gemacht haben, was sie vorher versprochen hat. Ja. Man sieht es jetzt auch im Mindestlohn, ne? Wie war denn das mit der SPD? Die
Da war da auch was. Sie wollten den Mindestlohn ja vor der Wahl einführen, ne, hieß es. Ja, sehr sollte. Da gab es doch jetzt wieder so eine Debatte drum. Nee, ich kann die ganze Debatte erzählen. Ich habe das alle, ich habe da zig Videos auf meinem Erstkanal zu. Schaut euch die gerne an. Ja, genau, ich habe das. Aber genau. Die SPD hatte gesagt, wir erhöhen den Mindestlohn auf 12 Euro. Okay, hatten sie da gemacht. Aber nun waren diese 12 Euro wesentlich weniger wert, als sie vorher versprochen hatten, denn dieser wirtschaftliche Preisschock, Inflation, ja. Genau. Dadurch sind diese 12 Euro wesentlich weniger wert und da haben die Gewerkschaften gesagt, Moment mal, also die 12 Euro sind weniger wert, also wollen wir jetzt einen ordentlichen Inflationsausgleich, dass dieses Versprechen tatsächlich auch real eingelöst wird, nicht nur nominal. Da haben die Gewerkschaften gesagt, okay, wir wollen 14 Euro. Da haben die Arbeitgeber gesagt, ihr spinnt wohl, ihr kriegt 12,41 Euro. Und dann gab es in der Mindestlohnkommission drei Vertreter von der Bundesregierung. Einen Lars Feld, Mitglied der Mont-Pelerin-Gesellschaft, Lindners Chefökonom, der war von einer FDP favorisiert da reingeschickt worden. Der hat natürlich dagegen gestimmt. Dann Florian Kern, der wird aus der Grünen gekommen sein. Der hat tatsächlich dafür gestimmt, dass es auf 14 Euro erhöht wird. Und dann gab es die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld. Und diese Politikerin hat dann eine Erhöhung auf 14 Euro verhindert und dafür gesorgt, dass der Mindestlohn nur um 41 Cent erhöht wird. Also quasi dieses Versprechen der drastischen Erhöhung des Mindestlohnes durch die Hintertür über die Inflation wieder einkassiert wird. Also die SPD hat sich gegen die Gewerkschaften gestellt und eine stärkere Erhöhung des Mindestlohnes verhindert. Was ist da passiert? Ja. Und das müssten linke Kanäle eigentlich viel mehr thematisieren. Das könnte auch Sarah Wagenknecht mal thematisieren, wo wir schon dabei sind. Und Es ging nämlich noch weiter. Dann hat die SPD tatsächlich damit Werbung gemacht, wir wollen den Mindestlohn jetzt auf 14 Euro erhöhen. Also zuerst verhindert die SPD die Erhöhung auf 14 Euro und dann stellt sich Lars Klingbeil hin und sagt, wir wollen die Erhöhung auf 14 Euro. Also es ist eine riesige Volksverarsche, was diese Partei da gerade betreibt. Und es kommt keine große öffentliche Kritik daran. Also wie gesagt, so ein paar kleine Kanäle, wir beide hier oder Boris Höfgen hat darauf vielleicht, obwohl der auch nicht mal, ich weiß nicht, ob er ein Video dazu gemacht hat, aber es ist auf jeden Fall viel zu wenig in die breite Öffentlichkeit gekommen. Diese, eigentlich ein Riesenskandal, aber hat fast keiner mitbekommen. Und da stellt sich die AfD hin und die kritisiert jetzt nicht Lars Klingbeil für diese Volksverarsche. Die kritisiert Lars Klingbeil nicht dafür, dass er die Erhöhung des Mindestlohns verhindert hat und dann durch die Hintertür quasi sagt, ich will das jetzt noch, also dass er quasi seine Wähler belügt, sondern sie kritisieren zuerst die Mindestlohnkommission dafür, dass sie den Mindestlohn überhaupt auf 12 Euro erhöht hat. Das gibt eine Rede von der AfD-Politikerin, auf die hatte ich bei Twitch hier schon reagiert. Ja, das werde ich bald auch auf YouTube hochladen. Und dann kritisieren sie noch die Forderung nach einer Erhöhung. Also das und tun so, als wäre diese Entscheidung in der Mindestlohnkommission, die da getroffen würde, als wäre das so eine politisch neutrale, als würde da kein Politiker hinterstehen. Also die AfD, die streut dem Volk wirklich genauso dreist Sand in die Augen, wie es die SPD macht. Also die ist da kein Stück besser als die ganzen Altparteien, die AfD. Und dann solche Influencer wie Kaspar Kast, die agitieren dann dafür, dass der Mindestlohn nicht erhöht wird. Die Arbeitslosigkeit würde hochgehen. Das ist ja auch kein Wunder, die AfD ist ja auch gegen Mindestlohn, ne? Nee, nicht komplett. Mindestlohn. Also das nicht ist das komplett, Lustige. Im Programm steht, der Mindestlohn ist wichtig und man sollte auch im Alter noch eine hoch genug Rente. Also wenn man ins Programm guckt, dann passen diese Äußerungen von Gerrit Hui hieß diese Abgeordnete, glaube ich, und von Jürgen Pohl, also das sind die zwei Abgeordneten, auf deren Äußerungen ich mich gerade beziehe, da passen die ja überhaupt nicht zu. Das heißt, du hast ein Programm, das tatsächlich mittlerweile schon von diesem sozialpatriotischen Flügel ein bisschen beeinflusst wurde. Du siehst aber in den Spitzenpositionen der AfD überall lauter stramm Neoliberale sitzen. Ja, eben. Das ist ja der Punkt, warum ich auch der AfD einfach nicht traue, weißt du? Die sind sich untereinander nicht einig und dieses Parteiprogramm ist einfach nicht glaubwürdig aus meiner Sicht, weil die sich auch, wenn die mit ihren Reden und was zum Beispiel auch die Honigwaben und so propagiert, das widerspricht sich alles. Einerseits sind die einen für den Mindestlohn, die anderen gegen Mindestlohn. So, dann würden zum Beispiel eine Wagenknecht will jetzt Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen, glaube ich, ne? Hat sie gesagt. Und du hast sogar mal berechnet, war das in dem einen Talk oder in dem einen Stream? 14,44 Euro. Das hatte ich in einem 60 Euro verdienen sollte, oder? Ich suche euch das Video jetzt raus. Ich habe hier auf meinem Erstkanal nämlich wirklich zahlreiche Videos zu dem Thema, aber ich habe ein 12-Minuten-Video, wo ich alles nochmal ganz genau erkläre, kann jetzt vielleicht gleich einer mal einen Chat schicken oder das findet er auch selber, wenn er es auf YouTube eingibt. Also, da hätte ich auch noch eine Frage an dich, wenn wir jetzt schon mal ein Thema sind. Was wolltest du denn fragen? Sag, wenn ich es stellen kann, aber mach nur kurz. Nee, sag ruhig, was du fragen wolltest. Ich suche gerade eh noch das Video raus. Also ich wollte fragen, genau, pass auf.
Das Ding ist ja, du kannst ja den Mindest... Also, es wird sich ja beschwert von der AfD auch, ja, die Leute, die Ältere müssen Pfandflaschen sammeln gehen. Aber wenn du doch den Mindestlohn jetzt so tief hast, dann ist doch klar, dass du später eine Altersarmut hast, wenn du ja so wenig verdienst. Du musst ja 16... So, und das widerspricht sich ja irgendwo, oder? Ja, also, wie kannst du denn nicht... Wie kannst du denn gegen den Mindestlohn sein, wenn du auf der anderen Seite die Altersarmut kritisierst, aber du doch weißt, sag mal, wenn du nicht mindestens, keine Ahnung... Die Bundesregierung hat den Mindestlohn ja jüngst erst auf... Hilfe, warum geht das los? Red weiter. Nee, also, dass du halt, wenn du doch weißt, du musst den Mindestlohn mindestens auf dieses Niveau bekommen, dass du später eine gesicherte, ordentliche Rente bekommst, ne, von der du auch leben kannst. Warum ist man dann gegen den Mindestlohn? Hat das, wollen sie das auch wieder mit Migration erklären? Oder erklären sie sich, okay, wenn sie die Mehrwertsteuer senken, dann hast du am Ende mehr? Oder wie erklären, also wie willst du das garantieren, dass du später eine vernünftige Rente hast, wenn du doch den Mindestlohn jetzt nicht erhöhst? Also, weiß nicht, du könntest das Rentenniveau erhöhen, da habe ich von der AfD auch noch nicht so viel. Müsste ich mir das gesamte Programm ansehen, aber dass sie gegen die Erhöhung des Mindestlohns sind, das passt da auf jeden Fall nicht zu. Hier das Video auf meinem Erstkanal, Skandal um den Mindestlohn. Olaf Scholz und die SPD brechen ihr wichtigstes Wahlversprechen. So heißt das Video. Schaut euch das gerne an. Also da erkläre ich das auch alles, da erkläre ich auch, wie hoch der Mindestlohn sein müsste, damit man eine vernünftige Rente hätte bei 40 Beitragsjahren und was war das genau? Eine 38,5-Stunden-Woche waren es, glaube ich, hier sind die. Erkläre ich alles in dem Video, aber 40 Beitragsjahre waren es auf jeden Fall. Da müsste man aktuell 14,44 € Mindestlohn haben. Genau. Das erkläre ich alles in dem Video, schaut euch das gerne an. Und dass die AfD das ablehnt, das ist hier auf dem neuesten Video auf meinem Erstkanal zu sehen. Ja, wie willst du denn sonst machen, dass du dann später eine gesicherte, ordentliche Rente bekommst? Mhm. So. Mit weniger Steuern oder mit weniger Migration, das soll dann helfen, dass du später eine gesicherte Rente bekommst. Weil die AfD sagt, beklagt ja einerseits immer, das siehst du auch von der NPD, ne, mehr, wie war das, mehr für Oma statt Sinti und Roma, so die rechten Parteien beklagen ja die Altersarmut ständig. Oh ja, die Rentner müssen fallen. Muss man das Rentenniveau erhöhen? Aber sind dann gegen Mindestlohn, das verstehe ich halt nicht. Muss man die Löhne erhöhen und das Rentenniveau? Ja. Ganz einfach, höhere Löhne, höhere Renten, das müssen die zwei wichtigsten Punkte in der linken Partei sein. Ich sehe den Kommentar, ich antwortete drauf. Dann werden die Firmen entsprechend der Erhöhung des Mindestlohns alle Produkte verteuern, so dass es keine Wirkung hat. So denkt ein Freund von mir. Das schreibt gerade einer in den Kommentaren. Und also ja, da muss man jetzt mal überlegen, wenn die Firmen diese Kosten durch den Mindestlohn komplett weitergeben, also nehmen wir mal diesen Extremfall an, die Firmen können wirklich alle Kosten weitergeben, erhöht sich dann die Arbeitslosigkeit. Seller? Mhm. Bitte nochmal? Entschuldigung, ich wollte gerade auch wenn was raussuchen. Wenn die Firmen alle höheren Kosten durch den Mindestlohn weitergeben können, erhöht sich dann die Arbeitslosigkeit? Ich würde sagen, ja, oder? Nein. Also wenn die Firmen höhere Kosten weitergeben können, dann machen sie ja keinen Verlust. Dann bleiben ihre Gewinne konstant. Ach so, ja, sie ja, sollten ja dann irgendwen rauswerfen. Ich hab das jetzt, also dann ändert sich die Arbeitslosigkeit schon mal erstmal überhaupt nicht, beziehungsweise dazu kommen wir gleich, die wird dann sogar eher sinken. Denn dann haben wir folgenden Effekt. Also nehmen wir jetzt mal wirklich einen Extremfall an. Die Firmen können alle Kosten weitergeben. Das bedeutet, dass niedrigere Lohngruppen, dass sich die Löhne da relativ stark erhöhen, aber höhere Lohngruppen zahlen dann, also alle Lohngruppen zahlen dann höhere Preise. Das heißt, wir haben eine Umverteilung von höheren Lohngruppen zu niedrigeren Lohngruppen. Niedrige Lohngruppen haben eine höhere Konsumquote. Das heißt, insgesamt steigt die volkswirtschaftliche Nachfrage durch so eine Maßnahme. Das heißt, insgesamt wird mehr konsumiert. Das heißt, insgesamt steigt dann sogar die Beschäftigung. Also wenn die Firmen alle Kosten weitergeben können. Die, sag ich mal, unteren Schichten mit weniger Geld, die haben ja eine absolute Nachfrage, ne? So nennt sich das. Das besteht in den Bedürfnissen, die Menschen halt haben, Essen und so. Dafür geben sie ja das Geld aus. Ja. Die effektive Nachfrage, darum geht es ja aber dem Markt, ne? Das sind dieses profitorientierte, ist das dann, ne? Das, wie die Reichen dann, die kaufen sich dann halt Sachen, die nicht. Nee, vermisch mal nicht notwendig. Die Begriffe da. Also. Wie? Du meinst schon das Richtige, was du gerade erklärt hast. So haben die das aber gemeint. Also effektive Nachfrage, da geht es um die zahlungsfähige Nachfrage zu befriedigen. Oder nicht? Ja, okay, wenn du so erklärst, ja, dann passt das. Also, da schreibt gerade wieder, ich hatte es ja gerade erklärt, Leica schreibt gerade im Chat, wenn die Kosten weitergegeben werden, bleibt doch alles gleich. Eben nicht, wenn die Kosten komplett weitergegeben werden. Alle Lohngruppen bezahlen dann die höheren Produktkosten. Aber untere Lohngruppen haben deutliche Reallohngewinne, obere Lohngruppen haben dann leichte Reallohnverluste. Das ist eine Umverteilung von oberen Lohngruppen zu unteren Lohngruppen. Das heißt, die weniger verdienen, die verdienen da mehr. Die mehr verdienen, die verdienen da weniger. Also
Relation zueinander. Das bedeutet, die, die weniger verdienen, die haben aber eine höhere Konsumquote. Das heißt, insgesamt wird mehr konsumiert. Das heißt, du hast eine höhere Produktion sogar. Du hast mehr zu verteilen und du hast mehr bei denen, also bei der Mehrheit, mehr bei der Mitte und mehr bei den Armen. Also die meisten von uns, die bekommen ja keine Stundenlöhne von 50, 60, 100 Euro, sondern die bekommen eher Stundenlöhne von 20, 30 Euro oder sogar noch weniger. Also das ist eher der normale Lohn, den normale Arbeiter in Deutschland bekommt. Und das bedeutet, du hast dann ja eigentlich nur positive Effekte, wenn Kosten komplett weitergegeben werden können. In der Realität ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Nicht alle Betriebe können alle Kosten weitergeben. Vor allem die Betriebe, die bisher auf Lohndumping als Geschäftsmodell gesetzt haben. Vor allem die Betriebe, die zu niedrige Löhne gezahlt haben und die jetzt ja marktübliche Löhne zahlen müssen, die können jetzt nicht mehr auf Lohndumping so einfach setzen, da sie halt eine höhere Untergrenze als Mindestlohn haben. Das heißt, also Lohndumping als Geschäftsmodell wird vielleicht verhindert. Könnte man jetzt darüber diskutieren, ob das so schlecht ist. Also man würde Unternehmen so dazu zwingen, nur durch eine bessere Technik, nur durch höhere Produktivität erfolgreicher zu sein und nicht durch Lohndumping. Also man sorgt dafür, dass die Volkswirtschaft produktiver wird und das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, da kann man dann detailliert drüber reden und wie stark sich das Preisniveau erhöht, das ist natürlich auch eine Frage, denn wenn es da zu selbstverstärkenden Effekten kommt, dann hat man eine dauerhafte Inflation, aber so eine niedrige Mindestlohnerhöhung von 12 auf 14 Euro, das hat keinen starken Effekt auf die Inflation. Auch die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro hatte keinen starken Effekt auf die Inflation. Also ich sag mal so, ich habe hier noch was rausgesucht, das hatte ich mir neulich notiert. Kennst du David Card? Der hat den Wirtschaftsnobelpreis 2021 bekommen. Ja, ja. Er hat nämlich in den 90ern durch ein natürliches Experiment, das sind quasi Experimente, die nicht im Labor stattfinden, ne? Das sind so empirische Untersuchungen von realen Ereignissen, die auch nicht so als Experiment geplant war. Das ist zum einen gut, weil Menschen sich in Laboren natürlich anders verhalten als im normalen Leben, blablabla. Ne? Auf jeden Fall hat er herausgefunden, das war in den 90ern, 92 glaube ich, da hat er in New Jersey den Mindestlohn um 20% erhöht und in Pennsylvania blieb der Lohn gleich. Also das Nachbarbundesland, glaube ich, war das. Ja, ja. New Jersey hat vom höheren Mindestlohn profitiert, weil die Arbeit attraktiver wurden. Es gab eine geringere Fluktuation, es gab geringere Werbungskosten und natürlich auch geringere Ineffizienzen durch unbesetzte Stellen. Ne? Und die Preise sind dann in New Jersey gestiegen, wo auch die... Und alle Preise der Konsumgüter sind gestiegen. Und? Die Löhne im unteren Lohnsektor hatten einen hohen Einfluss auf Preise und Inflation. Und Leute, die vom Mindestlohn betroffen sind, ja, die erhöhen natürlich auch die Nachfrage nach Konsumgütern. Und das lässt die Preise steigen, ne? Und mehr Geld für Reiche lässt die Nachfrage nach Vermögensgegenständen eher steigen. Ja. Und das wichtigste Ergebnis, das hast du gar nicht genannt, ich kenne die Studie, also jetzt in groben Zügen kenne ich die Studie gerade genannt, das wichtigste Ergebnis auf die Arbeitslosigkeit hat eine Erhöhung des Mindestlohnes so gut wie keinen Einfluss. Die Arbeitslosigkeit kann durch eine Erhöhung des Mindestlohnes sogar sinken. Das war komplett überraschende, also für Ökonomen, die sich in diesem neoklassischen Standardmodell bewegt haben, komplett überraschende Erkenntnis. Wie gesagt, ich habe es gerade relativ einfach, relativ logisch erklärt, warum der Erhöhung des Mindestlohnes die Arbeitslosigkeit senken kann. Und das hat man hier halt mal empirisch beobachtet. Da gibt es auch mittlerweile viele weitere Untersuchungen zu, auch mit viel mehr US-Bundesstaaten. Genau. Könnte ich auch mal ein Video zu machen. Hat Unlearning Economics auch schon ein gutes Video zu gemacht. Also möchte ich jetzt nicht auch noch mal extra Werbung für machen, das würde jetzt zu lang gehen. Aber ja, da wäre es allerdings natürlich... Ja, genau, das wollte ich einfach mal loswerden. Das habe ich nicht neulich mehr angeguckt, das eine Video, und habe mir das natürlich notiert. Ist immer gut, das zu wissen, ne? Für solche Videos hier, dass man das auch mal aufzeigen kann. Und aber meine Frage wäre, okay, aber dann ist ja das Problem, dass die Arbeitslosen dann die Preise vielleicht nicht mehr bezahlen können. Oder was würdest du dann sagen? Weil ja die, dadurch, dass die Löhne gestiegen sind, steigen ja auch die Kosten für die Produkte. Und dann müsste ja dementsprechend wahrscheinlich auch wieder das Arbeitslosengeld angepasst werden. Oder was würdest du da sagen? Das Arbeitslosengeld bestimmt sich in Deutschland aus den untersten 15% bei Alleinstehenden und bei Familien, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bei Familien aus den untersten 20% der Lohnempfänger. Und davon werden noch zig Sachen abgezogen. Das heißt, Hartz-IV-Empfänger haben da noch ein bisschen weniger als die, die die Löhne bekommen. Aber tatsächlich, wenn die niedrigen Löhne steigen, dann steigt auch Hartz IV. Dann steigt übrigens auch, und wenn Hartz IV steigt, dann steigt übrigens auch der Steuerfreibetrag, den man bei der Einkommenssteuer hat. Das hängt alles miteinander zusammen. Da wird so ein Existenzminimum berechnet und daraus berechnet sich der Steuerfreibetrag und Hartz IV. Das ist übrigens ziemlich lustig. Wenn Hartz IV erhöht wird, dann sinkt auch euer Steuersatz. Ja gut, mit der MT-Theorie ist ja sowieso, ne, so eine Sache aktuell. Nee, ich meine, das ist gerade ein Automatismus in unserem aktuellen System, wie das aktuell berechnet wird. Oh ja. What else schreibt gerade, mir fehlt auch die Diskussion zum Mindestlohn in der Ausbildung. Ich habe in einer IT-Ausbildung im dritten Lehrjahr nur 600 Euro zur Verfügung gehabt. Das ist echt wenig, ja. Ich hatte damals in meiner Ausbildung, glaube ich, im Handwerk war das nur 300, 400 Euro im dritten Lehrjahr.
Und da muss die Internat und alles bezahlen. Das ist krass, ne? Das ist auch viel zu wenig. Ja, ja. Und dann beschweren sich die, dann beschweren sich die Betriebe, dass sie keine Azubis kriegen, dass sondern. Sie keine die, Ausbildung finden, ja. Ja, dass die ganzen jungen Leute, dass die dann lieber irgendwo am Band stehen oder dass sie dann, ja, lieber studieren gehen. Oder so, dass halt Geld, ja, oder studieren, genau. Hab mir mal einen Stundensatz selbst ausgerechnet und der wäre real fucking hoch. Kein Plan, ob das wirklich machbar ist. Agitator? Fragezeichen? Fragt Florian gerade. Hab mir mal meinen Stundensatz ausgerechnet und der wäre. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, worauf du dich beziehst. Und übrigens möchte er Spenden sammeln, dass du dir ein neues Mikro kaufst. Was haben alle gegen mein Mikro? Das ist doch gut. Das hat über 100 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Vielleicht habe ich es nicht richtig eingestellt. Also eigentlich in den letzten Videos hat sich nie jemand beschwert. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich... Also irgendwer meckert immer. Egal, was man macht, irgendwer meckert immer. Echt so. What else sagt auch jetzt, ja gut, jetzt sind wir ein bisschen bei Zuschauerfragen, aber na gut, wir schaffen es heute eh nicht mehr. Das Problem ist, wenn man in einer das kann man eh vergessen, wenn man in einer verarmten Familie aufwächst und die Familie, wie in meinem Fall, für auf Sozialhilfe angewiesen ist, warum wird mein Lohn zum Lohn meiner Mutter angerechnet, sodass ihr die Sozialhilfe gestrichen wird und ich die Miete mitbezahlen muss? Ja, weil der Staat Sozialhilfe sparen will. Also diese Sozialhilfe, das ist eine Subvention für niedrige Löhne, da werden die Löhne mitsubventioniert und dann, ja, also das senkt natürlich auch den Anreiz zu arbeiten, na, das ist im aktuellen System schon so gedacht. Also man will die Menschen so gerade in Armut halten und ja, also das ist so gewollt. Ja, ich schreibe mich gerade dumm und dämlich und kriege nicht einmal Rückmeldung in den meisten Fällen. Bewerbung, ja, das ist doof aktuell, ich kenn's. Jetzt auch vor einiger Zeit noch, wo ich mich beworben habe. Also aktuell ist es wirklich schlimm. Ich habe früher auch immer locker einen Job gekriegt, überall wurde immer hier, wollte mich überall übernehmen und aktuell ist es wirklich schwierig gewesen, ja. Was du da gerade sagst, das lässt sich auch statistisch nachweisen. Also die Zahlen offenen Stellen, die ist wirklich drastisch, also was heißt drastisch, also die ist deutlich zurückgegangen im letzten anderthalb, zwei Jahren. Also wir hatten nach Corona nochmal so einen kurzen Boom und das ist dann jetzt wieder abgesagt mit dem Energiepreisschock. Also das stimmt schon. Also die Zahlen offenen Stellen geht zurück und da, wo sowieso nicht so viel Stellenangebot war, da ist das besonders drastisch. Das heißt, Leute, die eher gering qualifiziert sind, Leute, die im Bereich arbeiten, wo sonst auch eher eine geringe Nachfrage ist, die leiden darunter besonders. Und wir sehen auch, wie die Arbeitslosigkeit wieder steigt. Wir sehen auch, wie die Unterbeschäftigung wieder steigt. Also wir sehen eigentlich, hier alle Konjunkturindikatoren nach unten zeigen, nur Lindner sagt, ich will keine neuen Schulden machen und die EZB sagt, die Zinsen müssen erhöht werden, um die Arbeitslosigkeit noch höher zu setzen. Also das ist aktuell die Politik. Es wird aktuell alles dafür getan, dass sich die Situation noch weiter verschärft. Ja, und wie gesagt, die AfD, die ist halt da kein Alter, ne? Die will ja auch, die spielt ja auch die unteren, sag ich mal, Leute gegeneinander aus. Ja. Nee, Florian, denk mal, er hat das nicht böse genommen. War. Mit einer Wagenknecht halt als in dem Fall noch wesentlich größerem Feigenblatt, das vermitteln kann, hey, wenn ihr keinen Bock auf Migranten habt, aber ihr wollt linke Wirtschaftspolitik, dann könnt ihr das hier wählen. Wenn ihr nicht böse sein wollt, keine bösen Nazis sein wollt, aber ihr habt keinen Bock auf Migranten, dann wählt das hier. Das ist eine starke Marke und das ist der Grund, wie sie in diesen Umfragen auf diese wahnsinnigen Werte von, keine Ahnung, 15, 16, 17 Prozent kommen, weil die Leute genau danach ausgehungert sind. Die Leute wollen nicht die Paria werden, wollen nicht die wirklich böse Partei wählen, aber wollen gleichzeitig dem woken Kurs etwas entgegensetzen und haben keinen Bock auf Migranten. Das ist halt die Frage. Ich glaube, dass es wichtig ist gegen Wokismus und vor allem gegen die Ampel, ja, also gegen diesen Mainstream, den ich als progressiv-neoliberalen Mainstream bezeichnen würde, was auch ist, dagegen zu sein, ich glaube, das ist, was Sarah so stark gemacht hat. Dass sie einfach gesagt hat, ich biete echte linke oppositionelle Politik. Ja? Und zu dieser echten linken oppositionellen Politik gehört halt auch Migrationsbegrenzung. Ja? Weil das wissen ja viele nicht, weil viele glauben ja irgendwie so, für Migration sein ist links, gegen Migration rechts, aber das ist Blödsinn. Wirklich linke Leute vor langer Zeit, also jetzt ein Friedrich Engels, Karl Marx, solche Leute, ja, die waren und ihre Nachfolger waren gegen Migration. Weil sie wissen ganz genau, dass die Migration von Kapitalisten benutzt wird, um die Arbeiterrechte zu zerstören, Sozialstaat zu zerstören, Länder Leute im Land zu entzweien. Und, also Migration hat sehr viele nützliche Effekte für die Kapitalisten gegen uns hier unten. Ja? So, und deswegen sind Linke eigentlich ursprünglich, und so beschreibt sie das auch in ihrem Buch, ganz genau das Gleiche. Sagt sie einfach so, nein, es nützt einfach den Kapitalisten, deswegen bin ich dagegen. Also wenn wir jetzt schon bei diesen ganz Linksradikalen sind, könnt ihr mal gucken, wie hoch war die Migration in realsozialistischen Staaten wie der DDR, wie Polen, wie Bulgarien, wie Rumänien. Könnt ihr euch ja alles mal angucken, die war deutlich geringer als im Westen. Gering, ne? Sehr gering. Deswegen kaufe ich ihr ab, dass sie tatsächlich gegen Migrationsbegrenzung ist, weil das eben Sinn ergibt, das so zu machen.
Ja, wenn man tatsächlich. Ich denke, wenn sie das wirklich wäre, dann hätte sie halt nicht zumindest keine Hardliner pro offene Grenzen in die Spitze da gemacht. Für mich deutet das darauf hin, dass das Thema ihr nicht so wichtig ist. Wahrscheinlich, wenn sie sich aussuchen könnte, würde sie lieber zu Grenzen nehmen, aber am wichtigsten ist ihr die Wirtschaftspolitik. Solange die Wirtschaftspolitik in ihre Richtung läuft, ist sie zufrieden mit allem. Das glaube ich. Das ist jetzt aber das Problem mit der Wirtschaftspolitik. Also wenn die Wirtschaftspolitik. Also, wenn ich ehrlich bin, ist mir Wirtschaftspolitik auch wichtiger. Ja, aber vor allem mit welcher Partei solltest du kooperieren in der Wirtschaftspolitik, in der Migrationspolitik, egal in welchem wichtigen Politikbereich, in der Außenpolitik, es gibt keine Parteien, die das wollen, was Wagenknecht will. Also aktuell sind alle Parteien Gegner. Ich glaube, selbst die Partei ist schon für mehr Migration, oder? Ich habe da leider nicht mehr so den Blick drauf, aber die war auch relativ... Die wollen die deutsche Mauer wieder errichten, also... Echt jetzt? Ja, die also glauben, dass sie das vor allem... wirklich ernst? Das ist eine Satirepartei, also ihre Position kannst du eh nicht ernst nehmen. Die fordern eine Bierpreisbremse. Deswegen frage ich ja, meinen die das ernst? Bei denen weißt du ja nicht, was du ernst Ja, die glauben, dass ihnen das viele Wähler vor allem in Westdeutschland bringen wird. Ah, okay. Die wollen dann alles östlich der Grenze auch in Sonderbewirtschaftungszone umbenennen, kurz SBZ. Und ja. Hatte Deutschland nicht sehr viele Gastarbeiter aus Vietnam damals ausgebeutet? Kann sein. Wie gesagt, müsst ihr euch die Zahlen anschauen, aber bei der Bundesrepublik, da siehst du, dass die Zahlen in der Geschichte der Bundesrepublik immer angestiegen sind. Unter CDU-Kanzlern sogar angestiegen, unter SPD-Kanzlern wurden sie immer gesenkt, aber in der DDR, da siehst du lange so keinen starken Anstieg der Immigration. Keinen starken Anstieg, ja. Ja. Also die muss ich meine, ihr könnt euch ja mal, keine Ahnung, die Demografie in Polen oder in Ostdeutschland oder in Ungarn oder irgendeinem Land, wo 40 Jahre lang Sozialisten regiert haben, ansehen und dann könnt ihr ja, keine Ahnung, vergleicht den muslimischen Bevölkerungsanteil in Rumänien, Bulgarien, Polen mal mit dem muslimischen Bevölkerungsanteil in Italien, Frankreich, Deutschland. Also da sieht man schon deutliche Unterschiede. Muss man sich ganz genau anschauen. Und das ist der Punkt zum Beispiel, warum ich der AfD nicht vertraue. Weil, wenn du dir die Wirtschaftspolitik der AfD anschaust, dann werden sie 100% die Migration nicht begrenzen. Ja? Weil der Kapitalismus braucht Migration. Der braucht die Migration, weil er billige Arbeitskräfte braucht, weil er einen Sozialstaat zerstören möchte, weil er einfach Arbeiter spalten will, Gewerkschaften spalten will. Ja, ist eigenartig, dass wir dann da keine Leute haben, die sagen, wir wollen offene Grenzen und wir haben die bei der Wagenknecht-Partei, wenn sie so antikapitalistisch ist und Antimigration etwas Antikapitalistisches ist. Na warte, der Punkt ist, dass sie natürlich sagen, das ist ja mein Vorwurf an die AfD, warum ich der AfD nicht vertraue. Weil die AfD eigentlich sagt, hey, wir sind für die kleinen Leute, wir sind gegen Migration, bla bla bla. Sie erzählen dir alles, was du hören willst, aber wenn sie an die Macht kommen, werden sie einfach eine Meloni machen. Ja? Was die Meloni gemacht hat, Das machst du woran fest? Das mache ich daran fest, dass absolut jede rechte Partei, die an die Macht gekommen ist, sei das eben in Italien oder in Österreich. Wie gesagt, Geschichte der Bundesrepublik. Jeder CDU-Kanzler hat Immigration erhöht. Also jetzt die Immigration nur, jetzt nicht die Nettomigration. Die Nettomigration schwankt stärker, aber die Immigration hat jeder CDU-Kanzler erhöht und jeder SPD-Kanzler hat sie gesenkt. Das ist ein ziemlich deutlicher Zusammenhang. Am diesem Samstag, da werde ich auf meinem Erstkanal ein Video veröffentlichen zum AfD-Vorfeld und zu Sarah Wagenknecht. Und da werde ich diese Statistik auch zeigen. Das könnt ihr euch gerne alle ansehen. Das ist dann ein einstündiges Video. Schaut da gerne vorbei dann. Da bin ich sehr gespannt. Übrigens, man hat es ja auch, ne? Was war mit der FPÖ in Österreich? Ich war zweimal dran, zweimal komplett am Rucks. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Politik die gemacht haben, aber so gut gelaufen ist es jedenfalls nicht. Das erste Mal hatten sie jede Menge Korruptionsskandale. Das zweite Mal hatten sie Ibiza. Also. Ja. Oder sonst irgendwo. Nein, in Österreich war das nicht dasselbe. In Österreich gab es Maßnahmen, die ergriffen wurden. Es war natürlich ein Fehler als Juniorpartner. Ja, aber eben nicht dieses große Remigrationsprojekt, von dem Schlomo immer redet. Ja. Also keine demografisch relevanten Zahlen. Also ich, natürlich das ist halt auch das Ding. Sorry, ich wollte nur kurz sagen, dass ich traue der AfD auch überhaupt nicht. Ne? Auch wenn du ihr Parteiprogramm liest, dass so viele utopische Sachen, dass alles auch gar nicht zusammenpasst irgendwie, ich weiß nicht. Ja, also. Das ist irgendwie. Ich würde jetzt zu weit führen, wenn wir da auf Details gehen. Ich glaube, wir lassen das Gespräch mal weiterlaufen. Zugeständnisse machen gegenüber quasi eurer CDU. Aber es war nicht dieselbe Meloni-Nummer. Weil Meloni hatte sich das schon vorher angekündigt. Die war Teil von irgendeinem WEF-artigen Club und so weiter und so fort. Da gab es diverse Sorgen schon in unserem Lager vorher. In Österreich war es nicht dieselbe Nummer. Und in Österreich war es so bremsig für den Status quo, der offene Grenzen will, dass die Regierung weggeputscht werden musste. Dass man den Typen unter Drogen gesetzt hat, dann vor eine Kamera gesetzt hat und dann ungefähr 3-4 Stunden zusammengeschnitten hat auf 5 Minuten, während der richtigen langen Aufzeichnung. Ja, es war eine Falle. Da gibt es ein langes Interview bei Jung und Naiv und da erklärt der Typ, der das alles arrangiert hat, wie das alles gelaufen ist. Schaut euch das gerne an, wenn ihr wissen wollt, wie das wirklich... Also ja, es war eine Falle, um Sprache da reinzulocken, aber er hat sich da eben auch reinlocken lassen. Ja. Also
Er hat sich total offen dafür gezeigt, also er hat diese Aussagen alle so getätigt und er meinte die alle so, wie er sie getätigt hat. Ja. Also in so eine Falle muss man auch erstmal reinlaufen. Ja. Hier schreibt jemand nur ganz gerade die. Also, ja, what else, das ist richtig mies auf jeden Fall. Das ist, wenn der Lohn der Kinder aufs Bürgergeld der Eltern angerechnet wird. Ja, das ist mies. Ja, was willst du dazu sagen? Es ist halt. Es ist generell von der AfD wird es immer so dargestellt, ja, guck mal, die kriegen so viel Geld immer. Es stimmt überhaupt nicht. Guck dir mal Leute an mit Bürgergeld, wie die teilweise wenn du da nicht irgendwelche Lücken hast oder vielleicht behindertes Kind oder so, ne, und beeinträchtigtes oder irgendwelche Lücken findest, weiß ich nicht, dann bist du am Arsch. Also, das wird immer so getan von wegen, oder wen zu pflegen hast daheim, es ist. Und Florian Brückner schreibt, bin leider viel zu wenig dabei, aber macht weiter so. Ja, danke. Danke sehr. Wir versuchen es, würde ich sagen. Der Rollo ist auch da. Hi. Ja, 20 Zuschauer. Grüße alle. Ja. Hey, Imp könnte ja mal reinraiden. Ja. Imp ist ja überhaupt der, weswegen ich hier überhaupt auf Twitch streame. Sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, auf dieser blöden Plattform hier zu streamen. Stimmt, ja. Das ist alles vom ganzen, von der ganzen Aufmachung, von der ganzen Vorbereitung, von der ganzen, wie man das mit OBS verbindet, das ist alles viel blöder als bei YouTube. Bei YouTube ist das alles viel einfacher einzustellen. Da kann man auch Thumbnails für die Streams machen, das kann man hier alles nicht einstellen. Da kann man auch Streams vorher einstellen, dass man dann in einer halben Stunde oder in einem Tag oder so online kommt. Das geht hier alles gar nicht. Ja, es ist echt so. Ich hatte ja früher auch vor ein paar Jahren immer mal gestreamt, wo ich meine Spiele noch gemacht habe. Und dann habe ich halt auf Twitch mal gestreamt und du merkst den Unterschied, ne? Es ist viel komplizierter auf Twitch alles. Aber du hast halt schon, das ist halt Streamer, also es ist ja halt für die Zuschauer meistens besser auf Twitch, glaube ich. Naja. Finde ich nicht. Findest du nicht? Naja, gut, doch, okay. Du kannst auf Twitch nur Audio anmachen, das geht auf YouTube nicht. Ach so. Das ist vielleicht der Vorteil, wenn du das nur als Podcast hören willst. Mir gibt es nichts Krummes, ich mache das nicht. Und dann hat man es halt so zusammengeschnitten, dass es gepasst hat, wie man das wollte. Daran beteiligt unter anderem halt Leute wie Böhmermann und irgendwelche, ja, keine Ahnung, Geheimdienstleute etc. Nein, Böhmermann war nicht so beteiligt. So wichtig war denn das? Ja. Das stimmt nicht. Böhmermann war nicht beteiligt. Böhmermann hat eine ganz dubiose Rolle gespielt. Und zwar nicht, dass er beteiligt war, sondern dass er, ich will jetzt nichts falsch sehen, schaut euch das Interview an. Aber Böhmermann hat sich da ziemlich assi verhalten. Also ihm wurden da Informationen angeboten, er wollte die nicht haben. Und dann hat er dann später damit geprahlt, dass er die hatte. Also das war absolut unjournalistisch, hat Böhmermann mal wieder bewiesen, dass er ein absoluter Clown und kein Journalist ist. Ja, sowieso. Man hat einen deswegen schaut euch das gesamte Interview an. Ich will da jetzt nichts falsch wiedergeben, schaut euch das an. Ja. Angeboten, er hat abgelegt. Und vor allem auch die Geschichte, dass das ein Putsch ist. Dass er es geleakt hat. Er hat Kenntnis davon, dass es kommt und hat es dann eine Woche vorher oder anderthalb geleakt in irgendeiner Ansprache. Ja, hat einfach gesagt, dass es da was gibt, ja. Ja, und der Typ, der das dann veröffentlichen, also der diese Information eigentlich hatte, der war dann so ziemlich auf der Flucht. Der hat gesagt, Hilfe, ich wollte das überhaupt nicht. Ja, hat im Endeffekt. Aber er war nicht beteiligt daran, das zu machen. Weißt du? Aber ist ja wurscht. Das zu machen Rolle. Nicht, das zu machen diese, nicht. Diese, aber genau, so eine Operation, die kriegst du nicht einfach so hin. Es gibt ja das Interview mit Langtaler heißt er. Ist der Langtaler? Da gibt es jetzt Interview mit ihm, wo er erklärt, wie er das gemacht hat. Ja, super interessantes Interview. Wie heißt der? Hessenthaler? Er ist ja wurscht. Auf jeden Fall, der hat einfach sehr gut erklärt, wie das alles passiert ist, wie das gemacht wurde und dass das eben nicht unterstützt wurde von irgendwelchen Parteien oder irgendwem, sondern dass das wirklich private Leute waren, die sowas durchgezogen haben. Aber ist ja wurscht. Ich möchte jetzt nicht über Sprache reden. Also, sagen wir das war so. Lass mich kurz ausreden. Der Grund, zum Sturz der Regierung geführt hat, war, dass die gesamte Presse sich dann diesen kleinen Zusammenschnitt genommen hat, obwohl sie Kenntnis hatte vom längeren Video und damit dann halt vor die Leute gegangen ist. Vollkommen uninteressant. Hat, weil sie die Regierung wegputschen wollten. Das ist vollkommen uninteressant. Das Establishment. Nee, das ist nicht uninteressant, das passt schon. Aber das Establishment, also ja, hier verkennt Schlomo eben, dass das gesamte politische Lager, also dass das gesamte politische Spektrum eben nicht nur aus zwei Lagern besteht, sondern es mehrere Lager gibt. Die Parteien machen sich eben Konkurrenz. Wenn die CDU so ein Band über die Grünen hätten, dann würde die das natürlich auch sofort veröffentlichen. Obwohl CDU und Grüne ja sich ja inhaltlich gar nicht groß unterscheiden und eigentlich dieselbe Politik machen würden, wenn sie an der Regierung wären. Aber trotzdem würden die sowas natürlich sofort veröffentlichen. Ja.
nonstop die nationalistischen Parteien wegzuputschen, wenn es sowieso genauso weiterginge unter ihnen und sie dieselben Härchen haben. Wieso? Na, es ist egal, wer was gemacht hat. In dem Fall Strache, das ist vollkommen wurscht. Das, was interessant ist, ist, welche Politik haben die FPÖ gemacht, als sie an der Spitze war. Die waren zweimal an der Spitze. Einmal im Jahr 2000 und einmal jetzt 2018 oder was. Ja? Das heißt, die waren schon zweimal an der Spitze. Und was haben sie gemacht? Ja, jetzt kannst du sagen, okay, sie waren Juniorpartner, da kann man nichts machen. Ich finde das... Ja, schau mal, der Punkt ist, die AfD wird auch keine absolute bekommen in Deutschland, die wird sich mit der CDU arrangieren müssen. Ne? Das heißt, wenn sie sie wird in relativ absehbarer Zeit eine absolute Mehrheit in östlichen Bundesländern bekommen. Und dann wird es einen absoluten Sturmlauf geben. Und wir sehen ja, du hättest mir auch erzählt vor 2 Jahren, dass es absolut undenkbar ist, dass die AfD auf 1/4 der Wähler zugeht, auf 25%. Wir hatten jetzt 23-24%. Das wäre vollkommen undenkbar gewesen vor ein paar Jahren. Es ist absolut denkbar, dass fortschreitendem Zerfall schon dieses Landes. Die Altparteien werden noch weiter, ja, Verfall dieses Landes, Schlummo hat es gesagt. Das war undenkbar, als die Verhältnisse noch nicht so schlimm waren. Das gleiche gilt übrigens fürs BSW. Wenn die Ampel morgen früh sagt, wir machen bei diesem bescheuerten Wirtschaftskrieg nicht mehr mit, wir stoppen das Sondervermögen, wir hören auf, alle möglichen Konflikte zu befeuern, keine Waffen nach Israel, keine Waffen an die Ukraine und wir machen eine vernünftige Migrationspolitik. Also sprich, alles, was BSW gerade fordert, dann... könnten BSW und AfD auch schnell wieder auf einstellige Werte schrumpfen. Also wenn eine vernünftige Politik gemacht werden würde, das macht die Regierung natürlich nicht, weil sie eben bestimmte Interessen bedient. Ja, na, die Ampel kannst du, glaube ich, die sind zu sehr von, oh, wir wollen natürlich nicht wieder sagen, wir sind die Vasallen Amerikas. Aber ja, die Ampel macht halt schon so, ne, viel, was Amerika sagt, sagen wir mal so. Ja, diplomatisch ausgedrückt. Wenn man schneller fortschreitet, die AfD auf die Dauer tatsächlich eine absolute Mehrheit kriegen könnte. Oder wenn ich das die CDU so sehr an den Rand drängen könnte, dass sie keine andere Wahl mehr hat als Juniorpartner dann. Nicht mit der AfD als Juniorpartner, sondern als halt gepeinigter Juniorpartner, der AfD den Weg zur Macht zu ermöglichen. Ja, sprich, Schlomo hat ja den Plan verraten, die wollen mit der CDU koalieren. Also inwiefern sollen wir mit der CDU irgendwas von diesem Programm umsetzen? Also erwartet man ernsthaft, dass die CDU sich gegen amerikanische Interessen stellt? Ja, das hat mir halt jemand erklärt. Wenn die CDU mit der AfD koaliert, dann steht die CDU ja nicht unter der Fuchtel von SPD und so, ne? Dann können sie halt endlich die Politik machen, die sie ja wirklich wollen. Angeblich wäre das genau das, was die AfD will, aber das glaube ich mal nicht. Ne? Die CDU ist zwar konservativ, aber ja. Wenn die mit koalieren, also, glaubst du echt... Norbert Röttgen, da wird gerade... Na, ich sag ja mal Beispiel. Der Norbert Röttgen, der wird gerade in der Opposition dazu gezwungen, noch härtere Sanktionen gegen Russland zu fordern, weil... warum eigentlich? Der ist gerade in der Opposition und fordert trotzdem härtere Sanktionen gegen Russland. Also, dass diese zum Teil so absolut transatlantisch ist, dass die genauso scharf da ist wie die Grünen, das sieht man doch. Also, da muss man nur hinsehen. Um der Partei dann eine unabhängige Außenpolitik machen zu wollen, also viel Spaß. Ja. Das ist absolut möglich. Du, wenn du meinst, wir werden sehen. Ja, das ist halt Zukunftsgerede. Wir werden sehen. Das ist schon wieder diese Glaskugel. Ja? Aber ich glaube, was ich sagen wollte und worauf ich hinaus wollte, ist, dass du, selbst wenn die AfD an die Macht kommt und wie die Meloni einfach an der Spitze ist und hin und her, werden sie den gleichen Schritt abziehen wie die Meloni. Ja? Die werden Sozialhilfe streichen, Bürgergeld streichen für die ganzen Einheimischen, für alle. Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Und werden einfach noch mehr Migranten ins Land holen, weil sie einfach billige Arbeitskräfte brauchen. That's it. Ich will jetzt ja nicht unbedingt was Schlechtes sagen, aber ich verstehe die rechten Influencer da auch nicht, die im Grunde keiner geregelten Arbeit nachgehen, dass die AfD wählen. Weil was ist denn, wenn die wirklich mal nicht mehr von ihrem Zeug leben können, was sie machen? Und wirklich auf dann vielleicht wirklich mal ins Bürgergeld fallen oder arbeitslos halt oder keinen Job auf die Schnelle finden. Ne? Ja, wenn eben beispielsweise der Kanal gelöscht wird. Ja, was machen die dann? Das war jetzt dann ihr Geld? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Schlomos Kanal wurde gelöscht. Ja, ich hab's mitgekriegt. Ja, aber das ist also nicht, dass ihr jetzt was falsch versteht, wir finden das nicht lustig, wir finden das absolut falsch, dass Kanäle gelöscht werden. Nein, Cancel Culture geht's ist scheiße. Egal, auch wenn man ob es jetzt von Woken wäre, ich meine, das heißt von Woken, das ist ein quasi monopolistischer Konzern. Du kannst Videos in der Art, wie du sie auf YouTube veröffentlichen kannst, nirgendwo anders hochladen. Also BitChute oder Odyssee oder Twitter, da guckt keiner Videos. Die Videos, die werden auf YouTube geguckt und wenn du deinen Kanal verlierst, dann hast du deine Haupteinnahmequelle verloren. Also nein, aber worauf ich hinaus wollte, weil, also wenn du halt solche, weiß ich nicht, als jemand, der im Grunde abhängig ist irgendwie von anderen Leuten und das vielleicht wirklich mal runtergemettelt wirst,
so und wirklich mal abhängig wirst vom Staat, dann bist du der, der gearscht ist, wenn du die AfD wählst. Eigentlich so, ne? Als kleiner Selbstständiger hast du da, als kleiner Selbstständiger geht es dir da ja noch schlechter als jemand, der vielleicht eine gute Festanstellung hat, wo er nicht so schnell entlassen werden kann. Generell glaube ich nicht, dass die AfD sich für Selbstständige einsetzen wird, ne? Selbst wenn das klappen sollte, aber es wird auf jeden Fall, deswegen, du handelst gegen deine eigenen Interessen aus meiner Sicht und das weiß ich nicht, dass die das nicht irgendwie merken oder dass die das nicht mal drüber nachdenken. Ja? Also aus meiner Sicht ist das... Sind die Ausländer dann weg? Genauso wie wenn ich arbeitslos wäre. Wenn ich arbeitslos wäre, weil es das Letzte, was ich machen würde, wenn ich jetzt die Meloni sehe, die AfD zu wählen. Weil die, wie Erwin gerade richtig sagt, aus meiner Sicht, oder wahrscheinlich, wir können jetzt nur, natürlich nur spekulieren, aber sie reden ja von Sozialstaat abschaffen, sie reden ja davon, ja, weiß man noch nicht so genau, ne? Also aus meiner Sicht handelst du gegen deine Interessen, wenn du arbeitslos bist oder wenn du selbstständig bist, wenn du die AfD wählst, aus meiner Sicht. Wie gesagt, wir können ja nur spekulieren, aber alles spricht dafür aktuell, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, die AfD spricht ja auch von einem Lohn, also Abstandsgebot. Da habe ich auf meinem Erstkanal auch ein Video zu gemacht, da will ich jetzt nicht nochmal raussuchen und drauf verlinken. Das heißt, die AfD und Ferhoz Khan wollen, die AfD und Axel Ost-West wollen den Sozialstaat zerstören und die Löhne senken. Schaut euch das gerne an, das hatte ich da schon gemacht. Und ja, da habe ich das alles kleinteilig belegt, da habe ich auch gezeigt, wie diese Aussagen eigentlich nur zu interpretieren sind. Denn man sagt natürlich... Das lief übrigens vorhin bei Erwin als Stream-Intro, glaube ich. Heute oder gestern. Heute muss das gewesen sein. Deswegen, also da gibt es relativ viel, wenn man mal sucht, wenn man mal ein bisschen gräbt, dann findet man da einiges. Ich hatte auf meinem Kanal schon einige Male geguckt, also ich hatte jetzt nicht so tief gegraben. Ich hatte mir jetzt einzelne Videos von Axel Ost-West, der ist ja wirklich fast schon libertär. Also das ist ja komplett irre, was der fordert. Also das, auch verfassungswidrig. Also das ist eindeutig verfassungswidrig, was der fordert. Also das, aber auch Lebensmittelpakete. Er war ja selber mal, ja, aber gerade wenn du selber mal davon abhängig warst, vor allem, weil er wirklich mal mit da so einen Bullshit erzählt. Stell dir mal vor, du lebst jetzt nicht in einem Studentenwohnheim, sondern du lebst, also der hat erzählt, ja, im Winter, wenn du da nicht heizt, dann musst du ja nur Socken anziehen. Ja, also stell dir mal vor, du lebst in einer eigenen Wohnung, wo die Nachbarn jetzt auch nicht heizen. Wenn du dann nicht heizt, dann sitzt du in einer 5 bis 10 Grad kalten Wohnung, also oder nur wenig heizt, dann sitzt du in einer 5 bis 10 Grad kalten Wohnung, du wirst sofort krank und die Wohnung fängt an zu schimmeln. Also das ist so realitätsfern, was der da geredet hat. Weil der in seinem Studentenwohnheim, also schaut euch das Video an, das ist so dumm gewesen. Vor allem, wo unterscheidest du dich, wenn du das sagen, wer war das? Das waren auch die Grünen, die das gerade, ja, da musst du halt einen Pullover anziehen. So, das ist doch, wo unterscheidet sich das zwischen den Grünen, ne? Ja, es ist so realitätsfern vor allem. Ja, und dann lass mal die Heizung aus im Winter. Wer hat denn das gesagt? Das war doch irgendeiner von den Grünen. Ich habe tatsächlich aktuell eine Wohnung im Studentenwohnheim und wenn die Nachbarn heizen, dann stimmt das im Winter tatsächlich. Wenn die Nachbarn nämlich heizen und du hast eine Wohnung, die relativ innig gelegen ist, die wenig Außenwand hat, dann kann das tatsächlich gut gehen. Aber wenn du halt in einer normalen Wohnung wohnst und die Nachbarn vielleicht mal nicht heizen oder die Wohnung mehr Außenwand hat, da funktioniert das. Ich will da jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen. Guckt euch das Video an. Ja. Aber das ist so realitätsfern. Das ist so... Ich habe als Student mal die Erfahrung gemacht, also ist das für alle Menschen in Deutschland so, egal in welcher Wohnung sie leben, das ist, sorry. Und Smokey, hallo, Smokey, sei gegrüßt. Ja, sei alle Smokey gegrüßt. Schreibt auch, oder mal einen Waschlappen zum Duschen reicht, oh ja, das war der Kretschmann, der das gesagt hat. Ja, ne? Also. Ja, das ist so geil. Ja. Wie kann ich eigentlich Leute zum Dings machen, zum... Zum Mod? Zum Mod, ich habe hier schon einige Mods, aber ich habe wieder vergessen, wie man das einstellt. Ich würde diesen Florian Brückner hier gerne zum Mod machen, aber ich sehe hier gerade die Einstellung hier auf meinem Tablet, was ich hier nebenan liegen habe, nicht. Kannst du leider nicht sagen. Ich weiß leider auch nicht. Mit Twitch kann ich das werden sie machen. Ja, in dem Fall, wieso werden sie so bekämpft? Wieso haben die globalen Eliten, auch Finanzeliten, ne? Also Amazon ist kein Freund von Parteien wie der AfD, wieso haben sie so ein großes Problem mit der AfD? Und übrigens, hier eine interessante Frage. Erwartest du, dass die Wagenknecht-Partei mit Machtmitteln bekämpft werden wird von diesem Staat? Also ich rede über Ja, davon gehe ich aus. Und die Finanzeliten, es gibt nicht nie eine Finanzelite, die eine homogene Meinung hatte. Also die AfD wurde aus der Ecke August von Fink, da wurde sie auch, jedenfalls, guckt euch die Spendenaffäre der AfD an. Also da gab es durchaus Unterstützung von solchen sehr, sehr, sehr reichen Leuten. Also die AfD wurde da auch gesponsert. Und ja, die Finanzeliten auf diesem Planeten sind ja nicht alle einer Meinung. Ja, sowieso. Also, die AfD wird aktuell, das wäre meine Hypothese, vor allem angegriffen, weil sie halt diesen Transatlantizismus aufgegeben hat, den sie am Anfang auch noch hatte. Also am Anfang war sie quasi nur eine konservativere CDU und dann ist sie auf einen nationalistischen Kurs eingeschwenkt und hat auch diesen
Transatlantizismus, diesen wir arbeiten jetzt ganz eng mit den USA zusammen, aufgegeben und will jetzt stärkere eigenständige nationale Position vertreten. Und ich würde sagen, das ist der Hauptgrund, warum sie so angegriffen wird. Das ist der Grund, warum sie ja von Amazon. Übrigens, was soll ich jetzt sagen? Ja, ich finde es auch immer geil, ne? WEF, ja, guck mal, WEF, die wollen jetzt mal Käfer fressen, aber One Pelerin Society, aha, lachen sie sich lustig, haha, das ist ja eine linke Verschwörungstheorie. Man macht sich ständig immer lustig. Also, erstmal, das total, WEF, das ist total gefährlich, aber. Ja, klar, aber dass man dann. Das ist jetzt nicht so gefährlich wie die Mont Pelerin Society. Die Mont Pelerin Society war so ein hegemoniales Projekt und es war wirklich von Anfang an so gedacht, dass sie eher das akademische Feld beeinflussen, dass sie nicht groß öffentlich in Erscheinung treten, dass die Personen zwar in ganz vielen Thinktanks und so aktiv sind. Und du siehst ja an ihrem Gelaber, du siehst ja an diesem Gelaber, dass die Mont Pelerin Society auf sie eingewirken hat. wie Erwin ja, das müssten wir dann ne? im Ordnung. Das ist ja, sind ja genau stimmt. diese. Das stimmt. Das sind ja genau diese neoliberalen Talking Points, die ein Hayek oder so propagiert hat damals. Alles, ja, was sie ja. reden, ist alles. Und dann machen sie, also sie machen sich drüber lustig, quasi über die, die sie beeinflusst haben. Weil das, was sie alles labern, das ist alles von der Mordpolo, also ist übertrieben gesagt, ne? Aber das sind diese Thinktanks, das sind Hayek, ja, das sind Friedman und wie sie alle hier sind, Thatcher. Nochmal zum WEF. Da hast du halt eine größere Heterogenität als in der Mont Pelerin Society. Das heißt, du hast dann so jemanden wie Klaus Schwab, der hat dann abstruse Ideen, aber nicht jeder, der da jetzt beim WEF irgendwann mal gearbeitet hat, ist ein Sklave von Klaus Schwab. Bei der Mont Pelerin Society, da hattest du eine relativ homogene Agenda, die auch relativ planmäßig gepusht werden konnte. Das heißt, ja, also wird man sehen müssen, wie viel von beispielsweise Klaus Schwabs Vision, er hat das ja auch alles sehr offen aufgeschrieben, das ist ja relativ transparent verglichen mit der Mont Pelerin Society, die eher im Hintergrund versucht hat zu agieren, die eher nur als Schaltzentrale fungiert hat und nicht so sehr als öffentlich auftretender Think Tank und nicht so aufmerksamkeitsheischend war wie jetzt Klaus Schwab vom WEF, also... Da lässt sich schon ein Unterschied erkennen, vor allem in der Strategie. Und ich glaube, dass das WEF, wenn es hier so große, vermeintlich weltverändernde Ideen predigt, dass man dann viel eher den Widerstand der Leute provoziert, als wenn man das im Hintergrund macht und erstmal versucht, die Eliten zu überzeugen. Also das war ja auch so ein Konzept der Elitendemokratie, was von den Begründungen des, des Neoliberalismus schon befürwortet wurde, von Hayek, von Walter Lippmann. Also das, ja... Es war ein elitistisches Projekt von Anfang an. Also das WEF ist natürlich auch ein elitistisches Projekt, aber bei WEF, da kann man noch viel offener sehen, wofür stehen da die Personen, die da an der Spitze stehen. Ursprünglich war es ja dafür gedacht, die Mont Pelerin ja quasi den Liberalismus wieder salonfähig zu machen, ne, irgendwie, weil der Kommunismus und der Faschismus so stark wurde. Man wollte den Liberalismus dann wieder Kommunismus also und Faschismus waren zwar Feindbilder, aber. Das Problem war nicht, die zwei waren nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem war Keynes. Das Hauptproblem war der Keynesianismus. Das war der zunehmende Sozialstaat. Ja. Das Hauptproblem war, dass im westlichen Block sich eine interventionistische Wirtschaftspolitik durchgesetzt hat, die extrem erfolgreich war. Ja. Und dagegen musste man irgendwie versuchen, intellektuell anzukämpfen. Und es hat dann erst mit den Ölkrisen geklappt und mit der Wahl von Reagan und Thatcher dann schließlich zum Durchbruch zu kommen. Und dann hat man diese neoliberale Hegemonie, die man vorher nur unter den Intellektuellen, nur unter den Eliten hatte, die hat man dann der Gesamtbevölkerung aufgezwungen. Und ihr müsst euch halt wirklich vorstellen, dass alles, was diese Leute der AfD und Honigwabe, das sind genau diese Punkte, die diese Leute propagiert haben. Ja, wirklich, ihr müsst euch mal auch angucken, in welchen Kontext sitzen da die Leute. Also, oder lest euch vielleicht mal den, wie hieß das berühmte Werk von Hayek? Weg zur Knechtschaft. Oder die Konstitution der Freiheit, Constitution of Liberty, glaube ich. Das war, also der hat einige Bücher geschrieben. Ja. Ja, oder guckt euch mal an, in welchen Thinktanks diese ganzen oberen Politiker bei der AfD sitzen. Beatrix von Storch und Alice Weidel kommen von der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft. Ja. Einschätzung als gesichert, was auch immer extrem das dann ist. Denkst du, dass sie eine ähnliche Behandlung bekommen wird wie die AfD? Weiß ich nicht, werden wir sehen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber würde ich das schlussig machen, dass diese doch von Kapitalisten kontrollierte Nationalistenpartei diese Behandlung bekommt, aber die wirklich oppositionelle Partei nicht? Nicht alle Kapitalisten sind einer Meinung, es ist ein Strohmann. Ist nicht. Ja. Die AfD wurde am Anfang ihrer Entstehung gepusht.
Als die AfD entstanden ist, wurde sie so hart gepusht von allen Seiten, dass sie einfach hochkommt. Ja? In Talkshows eingeladen, es wurde über sie berichtet, sie hat mediale Aufmerksamkeit bekommen und so weiter und so fort. Und jetzt muss man sich einfach fragen, warum wurde sie so hochgepusht? Aus nichts. Wir reden jetzt von 2000. Inwiefern hat sie überdurchschnittlich für das, was sie an Wählerschaft hatte, Aufmerksamkeit bekommen? Sie hatte so gut wie gar keine Wählerschaft. Sie wurde trotzdem in alle Talkshows eingeladen. Sie wurde trotzdem von den Medien besonders hochgehalten. Das stimmt schon. Und zwar in ihrer Anfangszeit unter Lucke und Henkel. Als sie noch eine konservative CDU war, als sie noch transatlantisch war. Ich würde sagen, das ist der entscheidende Punkt. Wenn du treu zum transatlantischen Bündnis bist, dann darfst du eine neue konservative Partei aufbauen. Wenn du das nicht mehr bist, dann eben nicht mehr. Du siehst ja auch, wie viele Leute aus der AfD mittlerweile raus sind. Wie eine Petri, die war ja auch in diesem NDR-Interview, wo du eben den Ausschnitt von Ali hattest, ne? Die genau deswegen ausgetreten sind, weil sich die AfD so stark verändert hat, auch in der Zeit. Also da siehst du ja, dass sich die Partei auch gewandelt hat im Laufe der Jahre. Ja, und diese These hochgepusht bezieht sich nur auf die Anfangszeit, als die AfD eben nur eine zweite CDU war quasi. Genau. Wo sie eben eine zweite sehe, dass die Opposition sich in den allerwichtigsten Fragen gegen die aktuell Herrschenden stellt, dann glaube ich, dass das einfach eine Opposition ist. Dann würde ich das sofort abkaufen, weil die Frage ist, was ist eine Opposition? In anderen Worten, daran, wie das Establishment umgeht mit einer Opposition, kann man überhaupt nichts darüber ablesen. Nein, absolut nicht, wie auch. Also den Lobbyisten? Man kann nur, also inwieweit diese Parteien wirklich wahrhaftig ihr Programm umsetzen, darüber kann man nur spekulieren. Wir hatten hier Argumente gerade dazu dargelegt, warum Schlomo unserer Meinung nach falsch liegt. In Bezug auf die Wagenknecht-Partei, in Bezug auf die AfD hatten wir auch Argumente gesagt, warum Kulotopia hier wahrscheinlich richtig liegt. Auch wenn wir es jetzt ein bisschen differenzierter wahrscheinlich sehen würden. Aber allein schon, dass die AfD vor allem mit der CDU koalieren will, dazu hatte ich... Ich glaube, wir überspringen diesen Ausschnitt, wo es um das Thema geht, hier mal komplett, um den mal abzuschließen, sonst reagieren wir hier noch 3 Tage drauf. Das ist auch noch eine Aussage von Amira Mohamed Ali, vielleicht zeige ich die euch auch noch, aber die AfD lehnt eine Zusammenarbeit mit der Wagenknecht-Partei komplett ab und will mit der CDU koalieren. Das sagte AfD-Parteichefin Alice Weidel. Habe ich hier auf meinem Twitter-Account, hier in einem angepinnten Tweet, alles dargelegt. Schaut euch das gerne an. Also die AfD will gar nicht mit der Wagenknecht-Partei koalieren. Die AfD will explizit mit der CDU koalieren. Und Weidel erklärte sogar, dass zwischen der AfD und der CDU bereits informelle Gespräche stattfinden würden. Sie erwartet, dass CDU-Chef Friedrich Merz unter Druck geraten werde. Also Weidel bereitet sich hier schon auf eine Koalition mit der CDU vor. Also das ist die Machtoption, die man in der AfD-Führung sieht. Und man bereitet die ganz aktiv vor. Aber Schlomo macht sich halt die Hoffnung noch, ne, von einer alleinigen, von einer Gesamtmehrheit, von einer absoluten Mehrheit. Hat er vorhin auch gesagt, ne? Dass die AfD eine absolute Mehrheit. Da wäre ich nicht so sicher. Es gibt eine schwarz-blaue Koalition irgendwann, wenn die CDU einlenkt und dann. Und dann haben wir dasselbe in Blau-Schwarz. Schwarz-Blau. Ja, wahrscheinlich. Wir versuchen hier einen Blick in die Glaskugel. Und der Blick in die Glaskugel ist. Okay, wie gesagt, wir hatten das Thema jetzt abgehakt. Wir hatten da, glaube ich, alles Wichtige zu gesagt. Willst du glauben, dass du die Opposition bist? Werde ich dir niemals glauben, dass du dich für uns interessiert. Das war relativ lange. Das einzelne Mal. Du stellst mir dann eine Frage, ich versuche sie zu beantworten und dann sagst du, ich rede zu lang. Digga, warte mal. Chill eine Runde. Der Punkt ist. Dass der Versuch, sich anzubiedern an den Mainstream, der unter Leuten wie Meuten gelaufen ist, ein riesiger Fehler war und die AfD der AfD ja ein würdiges Leben, sagen wir mal, ermöglicht, während sie wieder auf die Beine kommt, weil ich bin gegen ein dauerhaftes Durchfüttern. Mhm. Okay. Also da hat er gerade erklärt, und, dass... wie ist das mit der Abschiebung? Das würde mich sehr interessieren jetzt an der Stelle. Weil wir... System uns einmischen, die sind ein Problem. Meuten war einer der größten von denen. Also sicherlich einiges. Meuten-Seite, zu viel neoliberale Seite, zu wenig Höcke. Grob ja, auch wenn ich mit einem Höcke nicht einer Meinung bin, was den Sozialstaat angeht, da geht er wesentlich mehr in deine Richtung als in meine. Also dieser, wie nennt sich das, solidarische Patriotismus? Solidarpatriotismus. Ja. Und du bist gegen den Sozialstaat, da bist du damit, dass der abgeschafft wird. Ich bin gegen einen Sozialstaat, der dauerhaft die Leute durchfüttert. Ist gehört, Höcke ist Schlomo zu links. Ja, das sagen viele übrigens aus AfD. Ja, aber vor allem... Das ist wieder das Thema, was ich eben schon hatte. Du als jemand, der abhängig ist, als der selbstständig ist. Wieso bist du gegen einen Sozialstaat? Das verstehe ich nicht. Du, der lebt von Zuschauereinnahmen. Was ist, wenn das wegbricht? Wenn du arbeitslos wirst? Wenn du Arbeitslosengeld anmelden wirst? Dann
Hast du halt die Arbeitslosenversicherung 1 und danach kannst du verhungern. Das gilt für die ganzen rechten Influencer. Also du agierst halt gegen deine Interessen, wenn du selbstständig bist. Vor allem, ich habe auch noch keine Lösung der AfD für Selbstständige gesehen. Die geht aktuell nicht so geil. Und ich weiß nicht, ob die mit der AfD das besser wird, ehrlich gesagt. Ne? Da habe ich leider auch nicht wirklich was jetzt aus dem Parteiprogramm rausgelesen. Weiß nicht, ob es da einen Punkt gibt. Aber glaube ich eher nicht, oder? Dass sie sich für Selbstständige eher einsetzen wollen, wenn man das jetzt mal so plump sagt. Aus der Rhetorik habe ich da nicht viel mitbekommen. Ich auch nicht, deswegen. Naja. Es kann von mir aus ruhig für ein Jahr von mir aus also zwei sein oder so, ein Auffangbecken geben, dass die Leute den Leuten immer noch ein. Ja, die Arbeitslosenversicherung 1, die haben wir ja schon. Okay, die willst du nicht abschaffen, aber willst du dann Hartz IV abschaffen oder? Würdiges Leben, sagen wir mal, ermöglicht, während sie wieder auf die Beine kommen, weil ich bin gegen ein dauerhaftes Durchfüttern. Mhm. Okay. Okay. Und wie ist das mit der Abschiebung? Das würde mich sehr interessieren jetzt an der Stelle. Weil wir vorher, weil ich gesagt habe, reden wir darüber, über die Abschiebung. Was ist eigentlich euer Punkt? Wen wollt ihr alles abschieben? Bei den großen Leuten, die seit 2015 hier reingekommen sind, sicherlich. Ne? Ich meine, wir reden hier über Leute, die zum überwältigenden Großteil die Scharia haben wollen. Wir sehen, dass Integration, wenn irgendwas in die andere Richtung funktioniert, ich meine, guck dir mal die Deutsch-Türken an, die wählen hier mit wesentlich größerer Mehrheit einen Erdogan als die Deutsch-Türken, die überhaupt noch einen deutschen und einen türkischen Pass haben, beziehungsweise nur einen türkischen, also nur einen türkischen Pass haben, das sind ja gar keine Deutsch-Türken, das sind ja Türken. Aber viele haben auch nur den deutschen Pass. Also, ja. Die haben sich schlicht und ergreifend integriert oder assimiliert, wie du das auch immer nennen willst. Ja. Zu Hause. Das heißt, die türkischsten Türken, die findest du in Deutschland. Ich wollte auch sagen, laufen mit den ganzen Syrien. Da bin ich gespannt, wie die das lösen wollen, ne? Die wir jetzt hier haben mit den Irakern. Ich meine, im Irak wollen 91% der Leute die Scharia, in Afghanistan wollen es 99%. Insofern ja, in großen Zahlen, also der Gros der Leute, die seit 2015 hier hingekommen sind, müssen raus. Mhm. Und wer noch? Ja, und wie willst du das hinkriegen? Das ist jetzt die Frage. Wie gesagt, der Großteil hält sich hier völlig legal auf. Du hast einen Teil, der geduldet ist und einen noch kleineren Teil, der unmittelbar ausreisepflichtig ist, aber der Großteil, der ist völlig legal hier. Den kannst du nach rechtsstaatlichen Maßstäben nicht einfach so abschieben. Nicht abschieben, ja. Das ist krass. Ich meine, ich sage ja häufig, man muss sich natürlich nochmal den Pass ansehen von einigen Leuten. Ne? Wir haben hier in Deutschland einige Leute, die sprechen kein Wort Deutsch, die verachten Deutschland, aber haben einen deutschen Pass, was halt einfach Praktikabilitätsgründe hat. Insofern, auch da muss man ran. Wenn du kein Wort Deutsch sprichst, dann solltest du keinen deutschen Pass haben. Das ist gewalt. Also okay. Jetzt, wenn du kein Wort Deutsch sprichst, dann solltest du keinen deutschen Pass haben. Aber wenn du kein Wort Deutsch sprichst, dann bekommst du ja gar nicht einen deutschen Pass, weil du halt einen Sprachtest machen musst, wenn du dich einbürgern lassen willst. Also das, was Schlummi gesagt, stimmt gerade einfach. Eigentlich schon. Es ist schon so. Ja, das widerspricht sich noch irgendwie. Okay, na, weil ich frage das deswegen, weil mich würde das interessieren. Weil ihr habt es ja zum Beispiel... Also deswegen, guck mal, wo er jetzt wirklich drauf hinaus will. Denn das ist gar nicht der Punkt, weil du kein Wort Deutsch sprichst, denn das ist ja schon so. Letztens... den Serdar Somuncu, da ging es darum, beim Kaspar und Co., also auch deine Bubble, da ging es darum, dass der abgeschoben wird. Du hast auf Twitter geschrieben, dass dieser Dude da... Serdar Somuncu, ja. Da wurde gesagt, dass Serdar Somuncu abgeschoben werden soll. Da gab es das, du hast geschrieben über einen Typen, der den deutschen Pass hat. Wie hat der geheißen? Tarek Alaus. An ja. Tarek erinnere ich mich. Ich erinnere mich nicht daran, dass, soll ich gesagt haben, dass Serdar Somuncu abgeschoben werden soll, in ernsthafter Art und Weise? Das hat Kaspar gesagt und die... Ich gehe davon aus, dass Kaspar nicht buchstäblich Serdar Somuncu abschieben will. Ich meine, da reden wir über jemanden, der ist integriert, ich meine, der ist eigentlich fast überintegriert. Ne? Ja, aber es ging darum... Der Teil von der liberalen Elite hier geworden ist. Insofern, es macht unter einem Integrationsaspekt keinen Sinn, jemanden wie Serdar Somuncu abzuschieben. Bei Tarek Alaus allerdings, das ist ein interessantes Thema. Ich dachte mir schon, dass du vielleicht damit kommen würdest. Das ist der Typ, der hat damals für die Grünen kandidiert bei der Bundestagswahl 21, obwohl er wusste, dass das gar nichts werden kann, weil er halt realistisch keinen Pass bis dahin bekommen soll oder bekommen konnte. Er hätte dafür irgendwelche besonderen Leistungen erbringen sollen oder erbringen müssen, die er nicht erbracht hat. Trotzdem ist er angetreten, damit er halt nachher ja, die große Heulballade über den Rassismus der Deutschen und so fahren kann. Das hat dann auch gut funktioniert, wurde von den Medien schön aufgegriffen und so. Und das war der Typ, der gesagt hat, dass es im Bundestag nicht mehr heißen soll, dem deutschen Volke, sondern für alle Menschen, die in Deutschland leben. Er hatte anfangs auch gesagt, im Endeffekt will er das darunter meißeln vom Bundestag. Er hat dann nachher gesagt, das meinte ich als Redewendung, das meinte ich im übertragenen Sinne. Nun gut, dennoch, das ist ja jemand, der will den deutschen Pass spezifisch, um der deutschen Bevölkerung zu schaden. Das ist der Grund, aus dem er den haben will, damit er sich politisch manifestieren kann und gegen das Wohl der Deutschen eintreten kann. Natürlich. Ja, wer sind denn die Deutschen? Was meint er denn mit Deutschen? Nein, warte, das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Jetzt,
jetzt müssen wir wirklich uns anschauen, was sagt Shlomo im Folgenden? Er hat jetzt diesen Fall Tarek Alaoussi aufgeworfen. Was sagt er da im Folgenden? Warum soll dieser Mann keinen deutschen Pass haben? Also nach welchem Kriterium will Shlomo hier selektieren? Also hört jetzt wirklich genau zu, was Shlomo hier sagt und was sein Kriterium ist. Deutschen Volke, sondern für alle Menschen, die in Deutschland welche besonderen Leistungen erbringen sollen oder erbringen müssen, die er nicht erbracht hat. Trotzdem ist er angetreten, damit er halt nachher ja die große Heulballade über den Rassismus der Deutschen und so fahren kann. Das hat dann auch gut funktioniert, wurde von den Medien schön aufgegriffen und so. Und das war der Typ, der gesagt hat, dass es im Bundestag nicht mehr heißen soll, dem deutschen Volke, sondern für alle Menschen, die in Deutschland leben. Er hatte anfangs auch gesagt, im Endeffekt will er das darunter meißeln vom Bundestag. Er hat dann nachher gesagt, das meinte ich als Redewendung, das meinte ich im übertragenen Sinne. Nun gut, dennoch, das ist ja jemand, der will den deutschen Pass spezifisch, um der deutschen Bevölkerung zu schaden. Das ist der Grund, aus dem er den haben will, damit er sich politisch manifestieren kann und gegen das Wohl der Deutschen eintreten kann. Natürlich verdient er keinen deutschen Pass. Das ist das Gleiche. Exakt. Wer sich gegen das Wohl der Deutschen einsetzt, der verdient keinen deutschen Pass. Wenn ihr da gerade richtig zugehört habt. Der Staat soll quasi zwischen Freund und Feind unterscheiden. Wer nicht das Wohl des deutschen Volkes im Blick hat, wer also eine Gesinnung hat, die nicht dem entspricht, was Shlomo will, der verdient keinen deutschen Pass. Also der deutsche Staat, der soll nicht gleiches Recht für alle anwenden, sondern der soll Leute mit bestimmter Gesinnung von der Staatsbürgerschaft ausschließen. Da frage ich mich jetzt, also Leute, die, keine Ahnung, Nationalstaaten grundsätzlich kritisch sehen, beispielsweise Libertäre, soll denen jetzt die Staatsbürgerschaft aberkannt werden? Soll der Ampel, die ganze Ampel könnte eigentlich jetzt hier... also Shlomo hatte ja jetzt spezifische Ablehnung von vom deutschen Volk oder vom deutschen Staat oder keine Ahnung, Anarchisten, also die lehnen ja auch Staaten grundsätzlich ab. Soll den auch der Pass grundsätzlich, also nach dieser Logik, die Shlomo hier gerade aufmacht, wenn der Staat nach Freund und Feind selektiert, dann müssen die Leute auch sofort ausgebürgert werden. Aber oder das ist ja das, was ich immer sage. Sie wollen die Leute abschieben, die einen nicht passen. Ich sage es immer wieder. Die machen das immer das so aus Kriterium Spaß. Das Kriterium ist hier jetzt nicht, der hält sich hier illegal auf, sondern das Kriterium ist hier jetzt, der hat nicht unsere Meinung. Ja, genau, das ist es. Und das meine ich mit, die sind wie die Wokies. Es hat nichts mehr mit rationalem, wie sie immer sagen, Anstand oder rationalem Denken. Nein, das ist sehr rational. Das ist sehr rational. Ja, also im Sinne von, rational das im Sinne von. Das ist eine Freund-Feind-Unterscheidung. Vernünftig. Das ist Karl Schmidtsche Rechtsverständnis. Wie früher beispielsweise die Faschisten, waren nicht nur die Faschisten, alle totalitären Ideologien haben so ein Rechtsverständnis, dass Staaten halt zwischen Freund und Feind unterscheiden sollten, dass Feinde halt für die nicht das normale liberale Recht gelten sollte, sondern dass für die erstmal, dass der Staat alle Mittel zur Verfügung haben sollte, um gegen die vorzugehen und sie halt zu beseitigen. Ja. Das normale liberale Staatsrecht, das soll nur für brave Staatsbürger gelten. Das ist der Unterschied. Ja, und deswegen, das sage ich, deswegen sage ich es immer, die sind wie die Wokies von rechts. Es ist nichts anderes. Sie tun immer so, als wären sie die Vernünftigen und die, wir sind ja nicht so, doch, ihr seid genauso. Das ist genau der Punkt, was ich immer sage. Und was Erwin auch mittlerweile mitgekriegt hat. So. Deswegen, also auch. Das müsste mal irgendwer klippen und das müsste mal wer klippen und das müsste jetzt mal wirklich jemand, müsste wirklich jeder mal teilen. Ja. Krass, ne? Jetzt, damit wir sicher gehen, dass sich hier keiner verhört, ich zeig's nochmal. Bevölkerung zu schaden. Das ist der Grund, aus dem er den haben will, damit er sich politisch manifestieren kann und gegen das Wohl der Deutschen eintreten kann. Natürlich verdient er keinen deutschen Pass. Das ist. Wenn du gegen das Wohl der Deutschen, so wie Shlomo es definierst, eintrittst, dann verdienst du keinen deutschen Pass. Das ist hier gerade die Logik. Um das nochmal ganz klar zu machen, das ist rechtsstaatsfeindlich. Das ist auch diese eine Stelle, wo ich wirklich gedacht habe, holy shit, also da hat, hat er zu viel Zeit mit dem Schattenmacher verbracht? Ich weiß es nicht, aber das ist rechtsstaatsfeindlich. Das ist ja was die Linksliberalen bzw. die Linksautoritäten auch immer sagen, ne? Du bist Nazi, du bist Menschenfeind, bla bla bla, Nazis raus und ne, dieses typische bis hin zu antidemokratischen, antistaatlichen, ne? Talking Point, sag ich mal. Weiß nicht, wie ich sagen, ausdrücken soll, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Das ist krass. Das ist das Gleiche, allem, exakt das Gleiche wurde es ja das am Mundschuh vorgeworfen. Da wurde auch gesagt, dass er eigentlich Sache gegen... Noch. Also, okay, aber sie sagen doch mal, Meinungsfreiheit. Darfst du dann nicht als wenn du deine Meinungsfreiheit... Hast du als Staatsfeind darfst du dann nicht sagen, darfst du dann nicht sagen, ich finde die Deutschen halt scheiße? Punkt. Das ist ja der ganze Punkt. Hast du dann als Staatsfeind nicht die Meinungsfreiheit? Die gilt nur für brave Staatsbürger, die sich so verhalten, wie Shlomo es will.
Und sie sagen immer, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Das ist halt genau der Punkt, was mir auch bei diesen Leuten aufgefallen ist. Sobald du nicht ihrer Meinung entsprichst, dann sind sie wie die Woken. Und dann heißt es auf einmal, ja, Meinungsfreiheit, aber nur für uns. Es ist genau dasselbe. Es ist immer genau dasselbe. Es ist, beide Seiten sind einfach eine Seite einer Medaille, ne? Und das ist ja das auch. Wieso darf, ich bin Deutscher. Darf ich als Deutscher mich nicht hinstellen und sagen, ich finde Deutsche scheiße oder ich finde die Mentalität scheiße? Darf ich das nicht? Bin ich dann Staatsfeind? Muss ich dann auch abgeschoben werden als Deutscher? Wahrscheinlich. Oder wie? Ja, das ist es ja. Wieso darfst du nicht, wieso darfst du dich nicht hinstellen? Wenn du doch dich hinstellen darfst und sagst, ich finde Muslime oder ich finde dies und das, ich finde die und die scheiße, einfach jetzt mal als Beispiel, ne? Ich finde das scheiße. Warum darfst du dich dann nicht hinstellen und sagen, ich finde Deutsche scheiße? Wenn du einen deutschen Pass hast, bist du quasi eingebürgert hier, du darfst sagen, was du willst, wir haben hier Meinungsfreiheit. Wenn du sagst, egal, ob man das jetzt verwerflich findet oder nicht, mal das moralische abgesehen, ne? Aber wenn du einfach sagst, ich finde es einfach scheiße, ich finde Deutsche einfach scheiße, ist dein gutes Recht. Genauso wie ich, wie jemand, jeder andere das Recht hat zu sagen, wie sie das Recht haben, zu kritisieren, ja, ich finde, weiß ich nicht, den islamischen Staat scheiße, ne? Oder was ja, was man auch durchaus kritisieren kann. Ich will, es geht nicht darum. Es geht nur darum, es ist Meinungsfreiheit, du darfst im Grunde sagen, was du willst. Aber dann darf man auch sagen, ich finde Deutsche scheiße. Ja, hast du genau das Recht? Ideal stellt der Staat genau nicht mehr. Ein Schlummes Ideal im Staat hast du vielleicht auch Meinungsfreiheit dann, eben nur so lange, wie du halt ein braver Staatsbürger bist, solange du nichts sagst, was Schlummo nicht gefällt. Ja. Das ist hier, ja, dieses Rechtsverständnis. Also das war wirklich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, darauf müssen wir reagieren. Also das ist wirklich, ja, totalitär. Also das hat nichts mehr, ja, mit Rechtsstaat und Demokratie zu tun. Also wir haben gerade eine Innenministerin, die ist wirklich eine offene Feindin unseres Rechtsstaates. Ja. Und dass wir die dann bei solchen Leuten wie Schlummo, also durch ideologische, ja, Kumpanen von Schlummo ersetzen, die auch kein besseres Verständnis von Rechtsstaatlichkeit haben. Also unsere Innenministerin hat beispielsweise gesagt, sie will die Unschuldsvermutung abschaffen. Schlummo will jetzt hier das Recht auf Meinungsfreiheit in der Gestalt einschränken, dass halt nur noch, ja, Leute diese Meinungsfreiheit haben sollen, die seine Meinung haben. Die mit der richtigen Meinung. Ja, das ist absolut, ja, rechtsstaatsfeindlich. Und du darfst ja ein Deutscher, weil du bist ja... Also und theoretisch die ganzen Antifaschisten, na gut, die sollen ja sowieso abgeschoben werden, ne? Die sagen ja auch scheiß Deutsche, Deutschland verrecke. Finde ich auch nicht cool, ne? An sich. Aber es ist nun mal, ihre Meinung, sie dürfen das hier sagen. Solange du nicht gegen das, solange du nicht kriminell wirst, solange du nicht. Und das sagt man ja auch immer über die Nazis, ne? Ja, die Nazis, oder die Rechten. Ja, aber solange du, das sage ich auch bei Rechten zum Beispiel, du kannst ja deine Meinung äußern, aber du darfst halt. Ne? Du musst dich halt im Rahmen des Rechtsstaats bewegen. Und da kannst du halt einfach sagen, was du willst. So soll es ja sein. So. Oder nicht? Das kommt halt von Leuten, die immer diese Meinungsfreiheit so groß hochhalten. Weißt du? Ja. Die sich mal beschweren, richtig. Oh, hier darfst du nichts mehr sagen. Ja. Darfst du nichts mehr sagen. Ja, aber sie sagen, aber sie wollen anderen auch den Mund verbieten, was ihnen nicht passt. Ich würde das jetzt gar nicht generalisieren, aber es ist zumindest bei Schlummo so. Das haben wir gerade, hat er uns gerade verraten. Ja. Das hat er uns gerade verraten. Und das fällt mir ja, aber das Ding ist, es fällt mir halt auch bei sau vielen Leuten aus dieser Richtung auf. Dann, haha, guck mal, jetzt wollen wir dich abschieben, haha, weil du unsere Meinung nicht hast. Ach, das war doch nur ein Spaß. Ja, es ist immer nur ein Spaß bei euch, angeblich. Aber hier hat man ja gesehen, dass es eben kein Spaß ist, ne? Dass der meint das ernst, zum Beispiel er jetzt in der speziellen Falle. Ja, egal. Ja. Und deswegen eigentlich sein Recht verwurken hat auf die Staatsbürgerschaft oder beziehungsweise in welchem Aufenthalt. Geht's? War ich da dabei? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Du warst nicht dabei, das hat der Dings geredet, der Kaspar hat das gesagt. Ja? Das hat der Kaspar gesagt. Ich weiß jetzt nicht, worum es da ging, was er da so im Mundschuh gesagt hat. Wenn er gesagt hat, nieder mit den scheiß Kartoffeln, dann würde ich ihm da in der Tendenz zustimmen, auch wenn es natürlich noch was anderes ist bei einem Serdar so im Mundschuh, der wahrscheinlich abgeburt einen deutschen Pass hatte oder irgendwann in seinen Teenagerjahren eingebürgert wurde oder so, auf jeden Fall halt wirkt wie die übelste deutsche Kartoffel. Bei einem Tarek Alaus würdest du mir denn da widersprechen, dass der Typ raus muss, dass der Typ seinen deutschen Pass verlieren sollte, dass er nie einen hätte bekommen sollen und dass er offenkundig... Nie hätte bekommen sollen, jetzt ist es zu spät, jetzt hat er ihn. So im Rechtsstaat, da gilt immer das Recht, was die aktuelle Regierung gesetzt hat, egal wie beschissen man die Regierung jetzt finden mag, aber wenn der unter den aktuellen Voraussetzungen rechtlich legal seinen Pass bekommen hat, also nicht durch Betrug, sondern rechtlich legal, dann hält diesen Pass. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, okay, es gilt jetzt ein rückwirkendes anderes Recht, sowas geht nicht. Zum Zeitpunkt einer Handlung gilt das Recht, was zum Zeitpunkt dieser Handlung nun mal geht, da kann man nicht rückwirkend anderes Recht durchsetzen. Das funktioniert in einem Rechtsstaat zumindest nicht. Und in der Corona-Zeit war euch doch, oder uns, mir ja auch, damals Grundgesetz doch so wichtig, oder nicht? Ja, das sollte immer wichtig sein. Und jetzt auf einmal, ja, sollte immer wichtig sein. Aber dann sollte das doch auch in diesem Punkt wichtig sein, oder nicht? Aber wie sieht man es halt? Wie gesagt, das ist dann... Ja. Sorry, ich hab's nicht... Um den Deutschen zu schaden. Aber weißt du,
Ja, um den Deutschen. Siehst du, der Staat soll zwischen Freund und Feind unterscheiden. Der Staat soll die Leute, die dem deutschen Volk schaden wollen, so wie Schlomo das hier definiert, der Staat soll diese Leute als Feinde behandeln, ihnen den Pass wegnehmen, ihnen quasi ihre Menschenrechte wegnehmen, ihre Rechte auf Meinungsfreiheit wegnehmen. Das ist rechtsstaatsfeindlich. Ich weiß auch, du magst das nicht. Ja, ich weiß ja auch, du magst das mit dieser moralischen Ebene. Aber ich frage mich ja, wer sind denn die Deutschen, wie gesagt? Also, wen meint ihr jetzt mit Deutsche? Bio-Deutsche? Oder verstehe ich jetzt nicht? Deutsche. Das widerspricht sich ja. Wer sind denn die Deutschen? Die Deutschen. Passdeutsche, aber er ist ja ein Passdeutscher. Aber der Typ ist ja ein Passdeutscher. So. Ja, aber Schlomo möchte das ändern, weil er ihn eben als Feind sieht. Weil er ihn eben als Feind sieht. Das ist sein Politikverständnis, das ist auch sein Rechtsverständnis. Und wenn du. Ja, wenn du dieses Rechtsverständnis hast, dann bewegst du dich nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Du bewegst dich allgemein nicht mehr in irgendeinem liberalen Staatsverständnis, sondern du hast dann ein totalitäres Staatsverständnis. Ja. Siehst du nicht die Gefahr in diesem Ding, wenn du das einfach weiterdenkst? Ja, und Erwin legt das gerade ziemlich gut zutage. Also wie gesagt, das war die Stelle, wo ich gedacht habe, darauf müssen wir reagieren. Wenn man anfängt, solche Dinge zu machen, dass man dann alle möglichen Leute einfach sich plötzlich hinstellen kann und sagen kann, na, der schadet Deutschland, eigentlich ist er gegen uns, na, weg mit dem, nehmen wir ihm einfach den Pass weg und hauen wir ihn. Ja klar, das Slippery Slope ist alles Mögliche. Ne? Wir sehen gerade, wie die Slippery Slope aussieht in die andere Richtung, dass du halt jedem einfach einen Pass aufs Auge drückst. Aber bist du denn der Meinung, dass es gut ist für Deutschland, dass jemand wie Tarek Alauf jemals einen Pass bekommen hat? Oder ist das Teil? Ja, jetzt ist es zu spät. Nur weil es nicht gut war, kann man ihm den Pass nicht wieder wegnehmen, wenn es illegal gewesen wäre. Wenn er den, keine Ahnung, durch Betrug daran gekommen wäre. Okay, dann wäre es was anderes. Aber wenn er legal einen Pass erhalten hat, dann hat er diesen Pass und dann hat er alle damit verbundenen Rechte. Da kann man nicht einfach jetzt sagen, okay, das ist ein Feind, nehmen wir ihm den wieder weg. Es geht hier wirklich um rechtsstaatliche Prinzipien und um nichts anderes. Es geht hier jetzt nicht um diesen konkreten Einzelfall. Also daran will ich mich jetzt auch gar nicht aufhängen. Es ist komplett egal, wer dieser Mensch ist, was er sonst noch gemacht hat. Es geht einzig und allein darum, dass rechtsstaatliche Prinzipien universell gelten oder gar nicht gelten. Ja, vor allem ist das ja auch, irgendwie geht das ja auch so in die moralische Bauri-Bau-Richtung. Ja, ich mag nicht, was der sagt, deswegen soll der jetzt am besten seinen Pass machen. Nee, gar nicht. Das ist Kleischmitsches Politikverständnis. Das ist ein Feind, der muss raus. Ja. Teil einer Agenda, die explizit dem deutschen Volk feindlich gegenüber ist. Ich kann es absolut nicht beurteilen, weil ich ihn nicht kenne. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe dir gerade ein paar Sachen über ihn genannt. Ja, gut. Okay, hier könnte Erwin jetzt einfach weiter mit der Argumentation machen, die er eben schon hatte. Es ist egal, diese Einzelfall ist egal. Es geht hier ums Prinzip. Soll man Leuten, die legal ihren Pass haben, denen müssen wir sie wegnehmen können, weil die AfD sagt, das sind Feinde Deutschlands. Soll so etwas gehen? Wollen wir so in einem Land leben, wo einzelne Parteien sagen können, okay, das sind deutsche Staatsbürger, das sind Feinde, mit denen können wir machen, was wir wollen? Ja. Gut, du kannst mir alles Mögliche sagen, aber ich müsste mich selber informieren, warum er das gesagt hat, wann er das gesagt hat, warum hat er den Pass bekommen. Aktiv bei Pro-Asyl, er sitzt in jeder bekackten Talkshow rum und erzählt da, wie rassistisch die scheiß Deutschen sind und wie scheiße das ist, dass nicht seine gesamte Familie und deren Familie und sonst wer noch nach Deutschland genommen wurde. Das ist sein Job. Sein Job ist es, sich hinzustellen und buchstäblich für Team Volkstod zu argumentieren. Buchstäblich eine Tirade darüber zu halten, wie schlimm die Deutschen sind, dass sie noch überhaupt in irgendeinem Team Volkstod. Nee, wie gesagt, da wollen wir uns jetzt gar nicht dran aufhängen, Sander. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist hier das Rechtsverständnis. Das, was Schlomo hier so deutlich zutage treten lässt. Einer wiedererkennbaren Form existieren hier. Das ist, was der Typ macht. Ja, sofort den Pass wegnehmen und raus. Sicherlich. Darf ich dir... Hier haben wir ein Statement. Sofort Warum? Den Pass wegnehmen Weil er und seine raus. Meinung sagen will, oder wie? Ja, weil er die falsche Meinung... Also, ich muss mal dazu sagen, wir beide haben, glaube ich, also wir finden das furchtbar, was der sagt, aber der hat natürlich auch Menschenrechte, der hat auch Bürgerrechte und den darf man nicht einfach so seinen Pass wegnehmen, weil einem die Meinung nicht passt. Also darum geht es hier. Ja, eben. Ich mag's auch nicht, was diese ganzen Woken hier diese, wie heißen sie denn alle? Anissa Armani oder wie heißt, und hier diese ganzen komischen Sarah Woken, Bosetti, die da jetzt. Ja, genau, oder diese ganzen diese Schwarzen und diese Migranten, die sich da in diese ganzen Woken da Tarek Tesfun, wie sie alle heißen, ne, meine ich jetzt zum Beispiel. Ich glaube, also wenn wir in so einem Staat leben würden, der zwischen Freund und Feind unterscheidet, ist völlig egal, ob das Migrant ist. Also wenn der uns nicht passt, nehmen wir dem den Pass weg. Weil im Endeffekt ist der. Ja, genau. Das ist der ganze Punkt. Entscheidende ist nicht der Rassismus, das Entscheidende ist nicht oder irgendwas anderes, was womit Erwin noch kommt, sondern das Entscheidende ist dieses Rechtsverständnis, was zwischen Freund und Feind unterscheidet. Das ist kein liberales, das ist nichts, was irgendwas mit dem Rechtsstaat zu tun hat, sondern ich sage es jetzt immer wieder, aber das ist wirklich zentral. So ein Rechtsverständnis kann man keine Demokratie aufbauen. Das hast du ja schon öfters jetzt auch schon angeführt, das ist ja von Carl Schmitt propagiert worden, ne? Der war ja auch eher so Richtung rechts, ne? War ja ein Rechter. Potent. Bitte?
Latent. Latent. ja, und der hat das ja auch so propagiert, wie du schon gesagt hast, öfters. Ja. Es ist ja das, was wir bei den Woken kritisieren. Ne? Das ist ja das, was wir bei den Woken auch immer kritisieren. Da müssen wir es halt bei denen auch kritisieren. Weil es unterscheidet sich ja großartig in der Hinsicht jetzt nicht. Ne? Ja. Ja, einen Link schicken, damit du was abspielst, nachdem die Leute bei mir hören können und ich du nicht hören So, ich würde sagen, das ist ein wunderbares Stichwort, was uns Proletopia gerade gegeben hat. Ich mache mal kurz Pause. Proletopia spielt hier nämlich jetzt einen Clip ab. Und ich würde sagen, wir streamen heute Abend noch ein bisschen, oder Sella? Wir können gerne noch ein bisschen machen, ja. Gut, dann würde ich mir nämlich gleich noch was zu trinken holen, noch auf die Toilette gehen und Proletopia diesen Clip hier spielen lassen und ich mache kurz Pause. Also, ja, ich bin auch kurz weg, ja. Okay, ihr könnt euch das hier gleich so wieder anhören. Ich bin gleich wieder da. Ich kommentiere gleich. Ich würde es, wenn ich was abspiele. Kann ich dir einfach einen Link schicken auf YouTube und du spielst das einfach kurz ab, dauert eine Minute, ist ein Zitat von dir und dann hören wir das alle, weil im Endeffekt, ich kann das Bild dazu zeigen, aber ich schicke dir das und sag mir, wann du bereit bist, das abzuspielen. Ah, jetzt kommt das. Ja, ich habe gesehen, dass du auf Twitter Sachen im Endeffekt gegen mich gesammelt hast, was ich interessant fand. Ne? Ich meine, es geht ja nicht ums Gewinnen, es geht ja auch nicht darum, die Wagenknechtpartei hier zu verteidigen oder so. Ja doch, im Endeffekt hast du gesagt, hey Leute, habt ihr Sachen, mit denen ich Schlummo konfrontieren soll? Und da kam da wahrscheinlich ungefähr sowas bei heraus. Nein, wir können das ist eine Aufnahme von mir und absolut nichts von dem, was mir Leute zugeschickt haben, habe ich in irgendeiner Form verwendet. Das kommt von mir. Dennoch interessant, dass du Sachen, also bei... Während du sagst, oh, das Wagenknecht-Thema ist mir nicht so wichtig und so, sammelst du dann Sachen gegen mich. Nicht gegen dich. Es wirkt etwas so, als wolltest du halt weg von dem Wagenknecht-Thema und stattdessen so eine kleine Schlammschlacht beginnen, weil du halt nichts zu gewinnen siehst bei dem Wagenknecht-Thema. Schlomo, du hast das Gespräch mit einem Zitat von mir eröffnet. Wolltest du von der Wagenknecht ablenken? Wolltest du von der AfD ablenken? Wolltest du eine Schlammschlacht beginnen? Du hast damit begonnen, wie egal dir das Thema Wagenknecht ist. Wir sind seit 2 Monaten dabei, dieses Gespräch hier zustande zu bringen. Immer unter dem Frame von, wir werden über die Wagenknecht-Partei reden. Du mir einen Gefallen, spiel das mal ab, dann sagst du auf einmal, wie egal dir die Wagenknecht-Partei ist, was vorher komplett anders klang. Insofern, weil du versucht hast, hier wieder so eine komische Masche zu fahren. Bitte spiel das ab, damit wir uns das anhören können. Du meinst das, was du mir geschickt hast? Ja. Okay. Euch allen ein glückliches, gesegnetes Zuckerfest. Ihr habt einen infolge der Corona-Pandemie besonders entbehrungsreichen, von Trennungen gezeichneten Ramadan hinter euch. Lasst uns gemeinsam in unser aller Heimat dafür sorgen, dass ihr eine noch menschlichere, in unser aller Heimat, friedlichere und respektvollere werdet. Alter, ich frage mich, wie es bei dem mental aussieht. Das ist doch nicht normal. Also, das ist ja nicht das erste Mal, dass er sowas gemacht hat. Ne? Das ist ja quasi sein Gimmick, dass er immer wieder solche Dinger bringt. Ja. Und er ist ja im Endeffekt ein Rassenverräter. Also ich glaube sogar, er selber sieht sich wahrscheinlich als eine Art Rassenverräter. Ne? Als jemand, der seine eigene Rasse ablehnt und eine andere gefunden hat, der er am liebsten angehörig wäre. Na, also typisch Woker, ne? Ja, nee, es geht weiter als das. Ich weiß auch nicht, mit diesem Pathos, mit dem er das sagt und so weiter, und er spricht immer wieder diese eine Gruppe an. Ist es was spezifisch auf die Muslime gemünzt ist? Ja, das ist fast schon. Er wäre am liebsten eigentlich selber ein Muslim. Widerspruch? So, das ist das Video, genau. Ja, was stimmt damit nicht? Nein, daran stimmt nichts. Der Punkt ist einfach nur, das ist deine Aussage, du redest einfach von Rassenverrätern, weißt du? Jetzt der Punkt an dieser ganzen Geschichte... Ja, und ich rede davon, dass er sich selber so sieht. Würdest du mir da widersprechen? Er kommt von wegen, oh, ich rede jetzt hier auf Arabisch. Er versucht ja quasi... So, ich würde sagen, jetzt reden wir gleich mal weiter über das Thema. Ihr hattet den Clip gesehen, ich kannte den ja schon. Ich hatte ja gesagt, ich hatte das Gespräch teilweise gesehen. Also er hat, Lomo hatte da von Rassenverrätern gesprochen und Proletopia stört sich da jetzt ein bisschen an der Wortwahl. Da geht es jetzt noch um den Rassismus, aber das Rechtsverständnis hatten wir ja eben schon gut rausgearbeitet. Ich würde sagen, ich klippe das dann auch einzeln, so dass ich das dann auf YouTube noch einzeln habe. Also das ist nämlich wirklich ein zentraler Punkt. Denn wir müssen uns wirklich fragen, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der gleiches Recht für alle gilt, oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der Staat zwischen Freund und Feind unterscheidet? Der Staat sagt, so, das sind meine Feinde, die müssen weg, die müssen beseitigt werden. Oder mit denen kann ich zumindest anders umgehen als mit normalen Staatsbürgern, die zumindest noch bürgerschaftliche Rechte haben. Und ja, diese Unterscheidung, das ist auch die Frage, wer trifft die? Im liberalen Rechtsstaat hast du als Gerichte, aber für Feinde, für die gelten dann diese Gerichte nicht mehr. Naja.
Lassen wir die beiden mal weiterreden. Quasi den arabischen Nationalisten Muslim hier zu mimen. Das wirkt auf mich wie ein Mensch, der sieht, dass die Dominanz in dieser Gesellschaft stark in die Richtung dieser. Da schreibt gerade einer im Chat, ich spreche platt, muss ich jetzt auch emigriert werden? Ja, wahrscheinlich. Und so, an welches Blatt, wenn du Pech hast, kommst du zurück nach Dänemark? Oder in den Niederlanden, ich weiß ja nicht, wo du genau lebst. Dieser Gruppe kippt und deswegen. Ja, wenn du Harzer platt sprichst, dann hätte man dich früher vielleicht noch in die DDR abschieben können, aber die gibt es ja auch nicht mehr. Schwierig. Sich dieser aktiv anbietet, aktiv versucht, Teil von dieser zu werden, von dieser akzeptiert zu werden als einer von ihnen und sich selber sieht als jemand, der eigentlich kackt auf seine eigene Ethnie, seine eigene Kultur, seine eigene Rasse. Ich denke, das ist etwas, was er selber in seinem eigenen Kopf so vertritt. Widersprichst du mir da? Du, ich habe deinen Punkt verstanden, den du sagst. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, in diesem Sinne von, wo wir über Migration und Co. geredet haben. Wer sagt mir, dass du nicht, oder diejenigen, die mit dir auf einer Seite sind, wer sagt mir, dass ihr nicht eine Herrschaft etabliert, wo ihr Leute nach Rassen trennt oder in irgendeiner Art rauswerft oder in irgendeiner Art diskriminiert oder in irgendeiner Art unterdrückt? Wenn du Wer sagt dir das? Was heißt nach Rassen? Also Schlomo hat ja eben schon gesagt, dass er nach Meinung selektieren will. Also dass Leute, die falsche Meinung haben, dass die dann halt keine Staatsbürgerschaft bekommen, beziehungsweise dass man denen die sogar wieder wegnehmen sollte. Also ja. Was ja nochmal eben nur schlimmer ist. Also dass du jetzt einfach sagst, okay, ihr habt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich, aber ihr habt einen höheren Mindestlohn gefordert, okay, das schadet Deutschland, damit seid ihr Feinde des Volkes, eure Staatsbürgerschaft verliert ihr und jetzt schieben wir euch ab. Könnte man auch machen mit der Argumentation. Das wäre alles möglich mit dieser Argumentation. Das wäre alles möglich, außer, also deswegen ist der Rechtsstaat etwas, was so absolut verteidigt werden muss. Gegen Rechtsstaatsfeinde wie Faeser, aber eben auch gegen solche Rechtsstaatsfeinde wie Schlomo. Eben, ja. Die beweisen, dass das nicht so ist, weil ich das Wort Rassenverräter verwendet habe, ihm selbst in den Mund gelegt habe? Ja, klar, natürlich, selbstverständlich. Also wenn du da kommst mit Rassenverräter, ja, du hängst dann dich jetzt an natürlich, Wort auf. Junge, ich hänge mich nicht am Wort auf. Ich hänge mich am Denken auf. Das hier findest du interessanter als die Wagenknecht-Partei. Die Wagenknecht-Partei ist dir egal, ist dir eingefallen eine Woche vor diesem Gespräch. Stattdessen will ich reden über ein Wort, das du verwendet hast im Twitch-Stream vor anderthalb Jahren. Nein. Es geht nicht darum, dass was für ein Wort du verwendet hast, sondern was für ein Mindset du hast. Es geht nicht um das Wort. Aber jetzt auch egal. Das Wort weist uns nur da. Vor anderthalb Jahren habe ich das mal gesagt. Er hat von Amira Mohamed Ali was vor 4 Jahren rausgepackt und sagt, haha, guck mal. Das ist genau dasselbe. Ja, wie gesagt. Also, dass er jetzt das Wort verwendet hat oder ob man da jetzt Rassismus drin finden kann. Also alles gar nicht so zentral. Zentral ist dieses Rechtsverständnis, was wir haben. Ja. Und du könntest das, wie gesagt, anhand der Meinungsfreiheit, du könntest das aber auch anhand von ethnischen Merkmalen machen und Lomo will ja das. Zumindest alle, die seit 2015 hier sind, auch die, die sich hier völlig legal aufhalten, dass die dann auch wieder abgeschoben werden. Also kritisch würde ich sagen. Darauf hin, wie du denkst. Und der Punkt ist, wie du denkst, ist einfach, dass du Leute nach Rassen trennst, dass du Leute als Verräter bezeichnest, die vielleicht, keine Ahnung, eine andere Position haben oder so. Die sich selber nach Rassen trennen. Versuchen, sich einer anderen Ethnie und Kultur anzubiedern und Er sagt ja auch gerade, Erwin hat es ja auch richtig erkannt, er sagt ja auch, wenn du eine falsche Position hast, hat er gerade gesagt, ne, Erwin? Ja, ja. Also er sagt schon das Richtige. Ich sag ja, Erwin hat das so komplett auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, das ist dieser Ausschnitt hier, also der... Er hätte vielleicht diesen Punkt immer ein bisschen verdeutlichen müssen. Hat er ja. Also er hat es so oft häufig drauf auch angesprochen. Also das wäre ein Punkt, wo ich auch nochmal fragen würde, wie weit würde er da gehen? Also aber das Schlomo ist eine Frage, die wahrscheinlich ein bisschen, ja. Also sollte Schlomo das Debattenangebot, was ich ihm gemacht hatte, sollte er das annehmen, dann ja, wäre das eine Frage, die ich ihm auf jeden Fall stellen würde, wie weit würde er da gehen? Also wie viel ist ihm die Meinungsfreiheit wert, würde er wirklich Leute, die eine andere Meinung haben, massenweise ausbürgern? Ja. Ich nehme mal an, dann würde er zurückrudern. Aber das, was er gesagt hat, deutet auf jeden Fall in diese Richtung. Vielen Dank an Prolotopia. Ich habe gesehen, dass der gerade geradet hat. Freut mich. Lohnt sich doch, auf Twitch zu sein. Geil. Ja, sie auch total eine rote Fäuste im Chat. Das ist schön. Ihr seht es hier ja, wir reagieren gerade auf Prolotopia gegen Schlomo, die Debatte, die beiden hatten.
ist ja auf Politopias YouTube-Kanal und wir beide reagieren da jetzt halt drauf. So. Ja, wir haben gerade einen wichtigen Punkt vergessen, oder verpasst, sag ich mal so, ja. Ne? Aber gut, wir führen das jetzt vielleicht nochmal kurz aus hier. Ja, laden wir eher auf YouTube noch hoch, würde ich sagen. Ja. Teil von der zu werden, in Feindschaft zu ihrer eigenen Rasse und dann den ganzen Tag irgendwas erzählen von Alltagsrassismus, davon, wie schlimm die scheiß Kartoffeln sind, so sehen die sich selber. Du weißt nicht, wie er sich selber sieht, du legst ihn in den Mund. Da fragt gerade einer, wer ist der andere rechts oben? Das ist Sella. Sella, stell dich mal kurz vor, wir haben hier fast 300 neue Zuschauer. Ja, ich bin der Sella. Ich war lange Zeit auch in den honigwarmen Kreisen unterwegs. Hab viel Musik auf meinem Channel auf YouTube, heiße da Sella wie hier oder Herr Sella, falls es euch interessiert. Vielleicht einige kennen mich sicherlich von Erwin. Ja, schön, dass ihr alle da seid. In letzter Zeit mache ich auch viele Talks, bin hier oft mal beim Agitator zu Gast im Livestream und ja, schöne Grüße an alle Proleten von Erwin. Jo. Und an Erwin natürlich auch. Wunderschönen guten Abend. Dass er sich so sieht. Siehst du, so könnte man zum Beispiel in Zukunft. Stell dir vor, wenn jemand den lieben langen Tag darüber redet, wie scheiße die eigene Ethnie ist und versucht, ja, keine Ahnung, mit der Sprache zu sprechen einer anderen, denen gratuliert zu irgendwelchen religiösen Festen und so weiter. Was denkst du denn, wie er sich sieht? Denkst du, er ist ein glücklicher weißer Mann, der das geil findet, ein weißer Mann zu sein? Ich denke das nicht. Aber findest du, dass jemand. Ja, aber wie er sich sieht, das sollte keinen Einfluss darauf haben, welche Staatsbürgerschaft er hat. Also beziehungsweise es sollte keinen Einfluss darauf haben, dass er seine Staatsbürgerschaft, die er aktuell völlig legal erworben hat, dass er die wieder verliert. Das ist der Punkt. Ja. Der anderen zu ihren Festen gratuliert, ein Rassenverräter ist? Du weißt genau, was ich meine. Du siehst doch was den Vibe du? Von der Scheiße. Du betrachtest jetzt isoliert, aber was ist der Vibe? Erklär's mir. Leuten was zu einem Fest gratuliert. Ja. Der Kontext davon ist, dass der Typ den lieben langen Tag davon schwafelt, wie scheiße die Kartoffeln sind, wie schlimm das ist, dass sie so rassistisch sind gegenüber den armen Arabern und dann halt Ansprachen hält auf Arabisch, sich dafür einen Namen gemacht hat. Okay, er hält Ansprachen Kontext auf Arabisch, das ist ja, ein Rassenverräter. Und deswegen. Was macht dein Rassenverräter, ja, bitte? Im Kontext von dem, dass er daran anknüpft, wie scheiße seine eigene Rasse ist, weil ja alle anderen. Aber hat er gesagt, meine Rasse ist scheiße? Aber so sehr darunter leiden. Aber hat er gesagt, meine Rasse ist scheiße? Das ist eine traurige Vorstellung, mein Freund. Moment. Hat er gesagt, er findet seine eigene Rasse scheiße? Wenn du von Alltagsrassismus redest und von Rassismus allgemein den lieben langen Tag. Es ist doch sein gutes Recht, das zu sagen. Wir haben doch Meinungsfreiheit in Deutschland. Selbst wenn es so wäre, oder? Wir hatten ja eben den Punkt auch wieder mit dem, wie hieß der? Wo er gesagt hat, er agitiert gegen quasi das deutsche Volk. Tarek Bayi, glaube ich. Ja, genau. Es ist doch dasselbe. Selbst wenn Helge Lind sagt, okay, ich finde die Kartoffeln scheiße, ist doch sein gutes Recht. Wir leben in Deutschland, oder? Ich soll jetzt auch abgeschoben werden? Also, ne? Also darf man das nicht. Pff. Ja, okay, aber verstehe ich jetzt nicht, oder? Was meinst du dazu? Keine Ahnung. Nee. Ist doch sein gutes Recht, das zu sagen, wenn er das so viel. Jeder hat in Deutschland das Recht auf Meinungsfreiheit und das gefällt Schlomo hier offensichtlich nicht. Also anders lassen sich, also die ganzen Zuschauer, die dazugekommen sind, ihr habt das nicht mitgesehen, aber wie gesagt, ich veröffentliche es noch auf YouTube und ihr könnt das ja auch auf Twitch nachsehen. Schlomo hat hier so um den Dreh gesagt, wer eine feindliche Einstellung gegenüber dem deutschen Volk hat, ja, Pass wegnehmen, abschieben. Ja, dann tust du das, denn das ist ein Übel, das im allgemein etablierten Narrativ nur ausgeht von einer einzigen Ethnie, der weißen Ethnie, das ist sicherlich auch, was er vertritt, das ist, was eine Schäbli vertritt, was eine gesamte Partei vertritt. Und natürlich machst du damit deine eigene Rasse verächtlich, indem du den Fokus immer wieder darauf legst, wie sehr alle anderen unter dieser leiden. Also kurz gesagt, wenn ich als Weißer mich hinstelle und sage, dass Rassismus scheiße ist, bin ich ein Rassenverräter. Kann man das so zusammenfassen? Ist das, was ein Helge Lind tut? Also du verteidigst. Aber das ist, was du gerade erzählt hast. Das ist, wie du das definiert hast. Du machst dich gerade zum kompletten Affen. Du weißt genau, was ich meine. Ich definiere, wie ich es definiere. Okay, schau mal, ich sag's dir so. Okay, überspringen wir das. Okay, reden wir Klartext. Okay, du willst Klartext? Reden wir Klartext. Pass auf. Na, kein Problem, kannst du haben. Ich stelle dir diese Fragen, weil ich gerne verstehen möchte, wo du stehst. Ich kann dir auch sagen, was ich denke, wo du stehst, ohne dass wir das Spiel spielen, dass du mir erklärst, was du denkst. Das ist die Sache, die du interessanter findest als die Wagenknecht-Debatte. Absolut. Die Wagenknecht-Partei, die dir egal geworden ist innerhalb von der Länder. Jetzt winkt Schlomo wieder von dem Thema ab, weil er gemerkt hat, dass er sich, glaube ich, ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat mit seinen Aussagen. Ja, Rasenverräter heißt das, er mäht seinen Rasen nicht, er verrät seinen Rasen? Nein, haha. Nee, nicht nur mit dem Rasenverräter, auch schon, was er davor gesagt hat. Ich glaube, so viel Selbstreflexion wird er noch besitzen, beziehungsweise vielleicht hat er auch einen Chat mitgelesen, dass 90% aller Leute hier, also aller normal denkende Menschen in Deutschland absolut nicht unterschreiben würden, wenn sie da mal ein bisschen drüber nachdenken, was er gerade gesagt hat. Dass man Leute mit einer anderen Meinung denen den Pass wegnehmen sollte. Oder dass man Rassenverräter, also das ist ja schon ein Begriff. Ja, das ist dann dieser Rassismuspunkt, den ich nicht so wichtig fand. Ich fand diesen anderen rechtsstaatsfeindlichen Punkt wesentlich wichtiger.
Ja, du bist ja eh so der mit der moralischen Ebene, das kritisierst du ja auch mal bei den Wokies. Ne? Da finde ich, bist du auch sehr konstant. Versuchst halt auf das Inhaltliche einzugehen, finde ich halt gut. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also, ne, wenn diese Leute sagen immer Schlomo und Co., vor allem in der Corona-Zeit, ja, Meinungsfreiheit, ganz, ganz wichtig, dies und das ganz wichtig. Aber wenn halt hier jemand ist, der gegen die in Anführungszeichen Interessen des deutschen Volkes, was auch immer das heißen soll, geht, also quasi eine andere Meinung hat, der soll dann abgeschoben werden, na klar. Aber sonst ist Meinungsfreiheit natürlich geil. Also, es ist, wie gesagt, wie bei den Wokies, es ist dieses Carl Schmidt'sche Politikverständnis, ja. Ja, das haben wir eben schon öfters gesagt, aber vielleicht für die Neuen jetzt, ja, die dazugekommen sind. Dazu, von der letzten Woche ist mir eingefallen, wie egal dir diese Partei ist, stattdessen dazu. Bist du eine Schlammschlacht für darüber, wie recht nein, ich bin. Das gehört, ja, gut, nein, das gehört zu diesem Thema. Weil du weißt, dass jeder... Du hättest ja diese Aussage hier nicht tätigen müssen. Also ganz einfach. Ja. Du hättest ja sagen können, Rechtsstaat finde ich doch schon ganz gut, das gleiche Recht für alle gilt. Und wenn der halt Rechtsstaat seinen Pass bekommen hat, dann... da den nun mal, dann ist es halt ein deutscher Staatsbürger. Ja, aber ihm passt es halt nicht, ne, weil er sagt halt was Schlomo nicht gefällt und deswegen soll er halt abgeschoben werden. Laut Schlomo, ne, am besten Pass wegnehmen. Ich glaube, ja, wir sind uns einig, wenn er es könnte, würde er es wahrscheinlich machen. Ne? Definitiv. Ja. Der einzelne Punkt, den das ich gehört zu diesem Thema, Schlomo. Schlomo, so hallo, du musst zuhören. Schlomo, korrekt ist. Schlomo, das gehört zu diesem Thema. Schlomo, nicht zu Schlomo ist das deswegen gehört zu. Deswegen kommt diese Schlammschlacht. Hey, Schlomo, das gehört zum Thema, Junge. Du kannst jetzt nicht einfach emotional ausrasten, weil du nicht klarkommst mit den Dingen, die du gesagt hast. Hör mal zu. Es ist sehr einfach, womit das zusammenhängt. Versuchst du mich noch hier auf die Palme zu bringen? Ich versuche dich nicht auf die Palme zu bringen, ich versuche dich zu beruhigen. Ich sage, chill einfach eine Runde. Du chill eine Runde, sage ich dir schon seit einer halben Stunde, chill eine Runde. Alle sehen genau, was du gerade machst. Okay, alle sehen auch, was du machst. Chill eine fucking Runde, Junge. Der Punkt ist, wir reden hier. Okay, ihr schaut ja gerade hier, also wenn wir schon mal 300 Leute zuschauen, als Ausnahmeereignis, dann kann ich euch ja mal fragen, seht ihr, was Erwin gerade macht? Diese Geschichte von Wagenknecht versus AfD und ich sage, okay, und ich gehe dorthin, dass ich sage, jemand, der von Rassenverrätern spricht, so wie du, okay, und der davon redet, Menschen abzuschieben, Menschen Staatsbürgerschaften abzuerkennen, Menschen abzuschieben. Einfach, hey, warte kurz, du hast mich nicht ausreden lassen. Du hast mich nicht ausreden. Du hast mich nicht ausreden lassen. So wie Tarek Alaus, der diesen Pass bekommen hat, mit dem Ziel, dem deutschen Volk zu schaden. Ja, solche Menschen möchte ich abschieben. Ja, deutsche Staatsbürger. Er möchte deutsche Staatsbürger, die nicht seine Meinung teilen, abschieben. Ja. Das hat er jetzt unterm Strich gesagt. Ja, gut, du hast mich nicht ausreden lassen. Der Punkt, den hier jemand anbringt, ist halt, hat, wie Schlomo gerade gesagt hat, wenn du die Deutschen so sehr hasst, warum wirst du dann Politiker und das spielt keine Rolle. Das spielt ja keine Rolle. Es geht einzig und allein darum, ob das Recht für alle geht oder ob es nicht geht. Es spielt keine Rolle, was das jetzt für ein Mensch ist. Wie gesagt, die Aussagen, die Schlomo da zitiert hat, finde ich absolut widerlich. Also finde ich schlimm, aber dagegen muss man argumentativ vorgehen. Und nicht, indem man Leuten ihre Staatsbürgerschaft wegnimmt, die sie legal haben, und sie danach abschiebt. Der Punkt ist, was ich sagen will, du willst Menschen... Du hast mich das ganze Gespräch über nicht ausreden lassen. Du klingst wie meine Ex-Freundin, hör mal zu. Du hast einfach hier, möchtest Leute abschieben, du hast mich nicht fertig, die einfach laut deinem Gutdünken, was immer du dir ausdenkst, einfach es verdient haben, abgeschoben zu werden. Dein Schema, festgemacht daran, dass sie bitte. Vom Bundestag, vom Reichstag das Motto meißeln wollen, dem deutschen Volke. Ja, das ist so meine arbiträre Linie, die ich da ziehe. Okay, hör mal zu. Wo endet diese Linie? Das wäre jetzt eigentlich mal eine Frage, die ich Schlomo gerne stellen würde. Guido. Ja. Der Punkt ist, was ich sagen möchte ist, wenn einmal dieses Prinzip, was du hier selber vertrittst und wo du dir das einfach, keine Ahnung, da, ja, irgendwie zurechtgelegt hast, ja, man muss Leute abschieben, die kriminell sind und dann muss man Leute abschieben, die irgendwas wegmeißeln wollen und Leute abschieben, die Feinde des Volkes sind und Leute, die Rassenverräter sind und Leute, Moment, bitte lass mich ausreden, verdammt nochmal. Das zentrale Motto. Also das Schlomo ist auch nicht kapiert. Es geht nicht um diesen Einziffer. Es geht um sein Rechtsverständnis. Ja. Soll man Leuten einfach ihre Staatsbürgerschaft, die sie legal besitzen, wegnehmen können oder soll man das nicht tun? Das ist die zentrale Frage hier. Gut, das heißt, das zentrale Motto. Schlomo ist, glaube ich, so echauffiert, dass er Erwins Punkt nicht wirklich checkt gerade. Weil er hat ja, wie du schon doch schon sagst, ich dachte, oh, Erwin hat es nicht deutlich gemacht, aber er hat es deutlich gemacht. Ja, oder Schlomo versteht es, oder er geht extra auf diesen Einzelfall. Deswegen, weil er die grundsätzliche Debatte gar nicht gewinnen kann. Er könnte jetzt sagen, okay, ich finde es grundsätzlich okay, Leute, die eine andere Meinung haben, abzuschieben und dann die Staatsbürgerschaft wegzunehmen.
Aber er kann auch auf diesen Einzelfall gehen und versuchen, hier zu emotionalisieren. Und genau das macht er gerade. Hier, guck mal, der ist so böse. Also der hat das verdient. Also bei dem, da musst du jetzt sagen, okay, das ist ja wirklich ein Feind des Volkes. Guck mit dem. Siehst du, wie sie woke werden? Wir haben es ja eben schon gesagt. Ne? Es ist, ich meine, du kritisierst es ja auch oft bei den Woken. Dann müssen wir das bei denen auch kritisieren. Es ist halt, geht halt nicht anders. Ach, gut. Lass mich ausreden. Die gesamten deutschen Politik beseitigen wollen. Du willst die fucking Verfassung aushebeln. Für alle Menschen, die in Deutschland leben. Du willst die fucking Verfassung aushebeln und Leuten Staatsbürgerschaften aberkennen, Junge. Chill. Die Verfassung wurde die letzten 15 Jahre ausgehebelt. Die beiden bräuchten Holgi als Moderator in. Ja, genau. Um Hinz und Kunz einen Pass also, zu geben. Das ist ein Ja. Also das ist ein Ja. Okay, du willst die Verfassung ausheben. Wenn du den Leuten, die die Verfassung geschrieben haben, erzählt hättest, dass Leute wie Tarek Alaus inzwischen Leute nach 4 fucking Jahren einen Pass bekommen in diesem Land, die dann noch zu Millionen gekommen sind seit 2015. Hallo, die hör auf, einfach irgendein Scheiß. Du bist abzuspulen, sagen, Alter. Deutschland wurde ergriffen von Verfassungsfeinden und hätten wir das gewusst, dann hätten wir Deutschland wurde aktuell ergriffen von Verfassungsfeinden. Deswegen nehmen wir jetzt die Verfassungsfeinde von der AfD in Bezug. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber wenn da solche Leute wie Schlomo häufiger vorkommen, dann sind es Verfassungsfeinde und setzen die jetzt an der Macht und gucken, dass die jetzt unsere Verfassung in eine andere Richtung aushebeln können. Das ist viel besser. So anstatt einfach zu den Grundsätzen zurückzukehren, die in unserer Verfassung festgeschrieben sind. Vor allem ist er auch gar nicht verfassungsfeindlich, wenn er einfach Leute abschieben will. Ne? Ja, das ist beziehungsweise der Punkt. Schlomo setzt dieser Verfassungsfeindlichkeit der Regierung eine andere Verfassungsfeindlichkeit entgegen. Ja, eben. Explizit darin verankert, dass so etwas niemals passieren kann. Das ist einfach, bitte hör auf, einfach irgendwie so immer diese Tiraden abzulassen, so was du auswendig gelernt hast. Bitte, ich versuche mit dir zu reden hier. Was ich auswendig gelernt habe? Ja, es ist einfach dieses, ich mache das deswegen, weil er ist ein Feind. Okay, bitte geh auf das ein, was ich sagen möchte. Versuch zu verstehen, was mein fucking Punkt ist, warum ich dir das alles sage. Ich sage das nicht einfach, um dich zu framen als Rassist, sondern um zu sagen, dass alles, was du hier sozusagen auf die, was deine Strategie ist oder was für dich wünschenswert ist, dass du das nicht unter Kontrolle hast und dass du absolut nicht verstehst, was das Ausmaß dessen ist, was du da verlangst und wofür du dich eigentlich einsetzt. Jetzt gehst du wieder zurück vom Punkt. Und der, bitte? Was? Jetzt trittst du wieder 3 Schritte zurück. Eben wolltest du darauf hinaus, dass du hörst mir nicht zu. Erwin verallgemeinert das, was Schlomo hier in einem konkreten Beispiel ausgeführt hat. Denn die Prinzipien, mit denen Schlomo das begründet hat, mit dem könnte man die Abschiebung sehr vieler Leute begründen. Also die Begründung war einfach nur, der hat eine andere Meinung. Also die Meinung, wie gesagt, um die geht es Erwin hier überhaupt nicht. Um die geht es uns jetzt auch nicht. Sondern es geht um dieses Prinzip, wir schieben einfach Leute mit einer anderen Meinung ab. Darum geht es. Richtig. Genau. Wenn du mich einmal ausreden lassen würdest. Jemand, der das Wort Rassenverräter benutzt, das wäre einer, bei dem wird es ganz düster werden, wenn er gleichzeitig sagt, dass er deutsche Staatsbürger abschieben will, so wie einen Tarek Alaus. Richtig, das richtig, war eben der Punkt. Richtig. Genau das ist der Punkt. Es könnte sich eine Dynamik entwickeln. Ja, das ist ja der Punkt. Was glaubst du, warum es düster wird? Was glaubst du, warum es fucking düster wird, weil es nicht eine scheiß Dynamik entwickelt? Das ist der Punkt. Bitte lass mich einmal ausreden, dann brauchst du nicht so viel Scheiße labern. Unfassbar, Digga. Bitte lass mich einfach fucking ausreden. Das macht Rassenverräter und daran, dass ich einen Tarek Alaus abschieben will. Freund, Junge, hey. Dass du Leute mit einer anderen Meinung abschieben willst. Es geht um dieses allgemeine Prinzip. Es geht nicht um den konkreten Einzelfall. Ja, Schlomo merkt auch, dass Erwin hier einen Punkt hat und deswegen wird er auch aggressiv, ne? Du merkst es. Also er versucht da jetzt auch irgendwie. Er versucht nur auf den Einzelfall zu gehen. So tun, als ob er es nicht versteht und jetzt einfach nur das Ganze auf eine moralische Ebene ziehen will und sagen: Ey, du sagst, ich bin Rassist. Nein, darum geht's gar nicht. Es geht darum, was wir eben schon die ganze Zeit ausgeführt haben. Ja. So, der Junge. Punkt ist einfach, ihr würdet einfach, Bruder, wenn du willst, ihr würdet einfach, das, was du möchtest, ist einfach ein Ding, das wieder dorthin geht, wo man sich schon wieder fragt, wer ist rein genug, um in diesem Land zu sein? Wer hat die richtige Rasse? Wer hat die richtige Hautfarbe? Wer hat die richtige Herkunft? Wer hat das richtige, überhaupt mitreden, existieren zu dürfen? Das ist einfach, worüber du, was eigentlich die Kerngeschichte dessen ist, was du möchtest. Agitator, was für einen Gin trinkst du da aus dem 025-Gas? Ist nur Leitungswasser, alles gut. Okay. Gegen die Interessen des deutschen Volkes vorzugehen, wenn ich sage, der sollte keinen deutschen Pass haben. Okay, was ist, wenn du gegen das Interesse des deutschen Volkes vorgehst, so wie ich finde, dass du das tust? Was ist dann? Was machst du dann? Ja, da wäre es schwer, mich abzuschieben, weil ich ein deutscher Staatsbürger bin, und zwar seit Generationen. Kann man ja aberkennen. Der deutsche Pass kann man ja aberkennen, du bist ja schädlich für das deutsche Volk. Wurde entwertet dadurch, dass man die letzten 10, 20, 30 Jahre ihn ausgehändigt hat an jeden, der einen wollte. Noch einmal. Die momentane Regierung hat es simpler gemacht. Da fragt gerade einer, wie willst, also wir haben so einen hohen Migrationsanteil, wir haben Probleme mit unserem Sozialsystem. Wie willst du verhindern, dass das deutsche Volk mit der Zeit einfach stirbt? Also so wird das hier gerade, oder dass dieses Land einfach stirbt. Okay, Land. Höhere Geburtenraten. Die Deutschen müssen langfristig mehr Kinder kriegen und da muss man darüber diskutieren, wie kann man es für junge Familien wieder
einfacher machen, eine Familie zu gründen und vor allem viele Kinder zu kriegen. Ich würde sagen, wir schaffen einfach den ganzen Sozialstaat ab. Genau, das wird helfen. Und schieben ganze Leute ab einfach und ja, dann ist alles gut. Dann können sich die Leute bestimmt ernähren, auf jeden Fall, ihre Familien. Einen Pass zu bekommen für Nachkommen von türkischen Gastarbeitern als eine Art Entschuldigung dafür, dass wir die Integration verkackt hätten. Noch wenn einmal. Du selber anerkennst, dass all das Passausgehändige der letzten 20 Jahre ebenfalls verfassungsfeindlich war, ebenfalls etwas ist, was nicht zu vereinbaren wäre. Dinge, die man relativ schnell umsetzen könnte, wären ja beispielsweise Kindergeld erhöhen, Kinderfreibetrag erhöhen, Löhne erhöhen. Das wären Dinge, die man alle relativ schnell umsetzen könnte. Oh Gott. Nochmal für den Chat, es geht nicht um den Einzelfall. Es geht um dieses allgemeine Prinzip. Mit irgendetwas, was die Gründer dieser Nation sich gedacht hätten. Okay. Was ist dann deine Lösung? Deine Lösung ist, wir lassen das alles so, wir lassen alle Leute hier, wir lassen das Land sich tiefgreifend verändern. Schlimmer. Du hörst nicht zu, was ich sage. Du gehst nicht auf das ein, was ich sage. Niemand will die Scharia, Schlomo. Ich will sie auch nicht. Ich will auch nicht, dass irgendwer feindlich gegenüber dem Land ist. 91% der Iraker, die wir reingeholt haben, ist mir scheißegal. Ich will das nicht. Ich will es nicht. Du redest aber nicht mit einem Iraker. Du redest mit mir. Ich will das nicht. Du wirst jede Maßnahme verbieten. Ich will keine Maßnahme verbieten. Als verfassungsfeindlich erklären. Die das verhindern würden. Wir haben momentan schon Scharia-Gerichte in Deutschland, die tagen in gewissen Vierteln und so weiter und so fort. Diese Macht ist schon da. Diese Dominanz entwickelt sich. Und mit den Geburtenraten, die wir haben, wird es immer weiter in diese Richtung gehen. Wenn wir das Gespräch so dass man an den deutschen Pass, der halt wie Kamella an Karneval rausgeworfen wurde, die letzten Jahre ran kann, dann willst du exakt das. Dann willst du, dass diese Leute weiter an Macht gewinnen. Ja. Was ist deine Alternative? Was ist die Alternative dazu? Was soll man machen, wenn der Feind, wenn der Gegner die vergangenen Jahrzehnte die Verfassung gebrochen hat am laufenden Meter und eben die Pässe verteilt hat, wie er da Bock drauf hatte? Wie soll man darauf reagieren? Ups, das war aber gut. Hast du mitbekommen, dass Lars Feldvogt vorschlug, das Elterngeld zu kürzen? Nee, ich glaube, das habe ich verpasst. Das habe ich leider nicht mitbekommen. Jetzt ist es halt so, das ist deine Lösung. Nee, habe ich bisher noch nicht. Wann hat er das denn vorgeschlagen? Also, das ist Lindners Chefökonom übrigens, wer Lars Feld nicht kennt. Aber, ne, das ist auch das, was ich meinte am Anfang. Er lenkt immer das Thema auf Migration wieder zurück. Also immer. Da fragt gerade einer, können wir in normaler Geschwindigkeit hören? Nein, können wir nicht. Wir haben hier noch 1,5 Stunden vor uns. Ich werde, glaube ich, einige Teile auch komplett überspringen, wo es ein bisschen redundant wird. Aber. Ja, dann werden wir noch langsamer fertig. Dann reagiere ich hier noch das ganze Wochenende drauf. Das will ich jetzt auch nicht. Nein, das ist nicht meine Lösung. Das ist einfach deine Angst. Aber der Punkt ist einfach, an der Stelle muss man mit Gesetz vorgehen. Wenn jemand das Gesetz gebrochen hat und dann kommst du nicht dran und sagst, jetzt breche ich das Gesetz von der anderen Seite, sondern du sagst... Das ist ja auch das, was die Rechten immer sagen. Ja, wenn halt, und das habe ich ja, so da habe ich ja damals auch argumentiert, ne? Wenn die Rechten was machen, ja, dann muss man halt gucken, ob die gegen das Gesetz verstoßen und dann muss man die bestrafen. Das sagt der Erwin jetzt auch. Und das ist ja auch richtig so. Ne? Aber es gilt immer nur für ihre eigene Seite. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Proletopia schreibt, ist also, nur noch 20 Minuten interessant. Ja, ich hatte das Gespräch nicht komplett mitbekommen, aber sei gegrüßt, Proletopia übrigens. Ja. Ich habe, glaube ich, nur die erste Stunde habe ich gesehen, da bin ich ins Kino und dann habe ich daheim noch eine Stunde geguckt, aber den Rest wollte ich mir dann... Ja, deswegen, also, wenn es nur noch 20 Minuten interessant ist, ja, dann schaffen wir es ja heute Abend sogar noch zu Ende. Würde ich sagen, dann los geht's, weiter. Jetzt halte ich mich ans Gesetz. Jetzt halte ich mich an die Verfassung. Jetzt halte ich mich an die... Also genau, was ich gerade gesagt habe. Also, das ist aber blöd und heiter weiter. Der Punkt ist, nein, nimm nichts heiter weiter. Der Punkt ist, das ist, was du einmal schon gesagt hast. Was soll denn passieren mit den Tarek Alaus in diesem Land? Das ist, was du schon einmal gesagt hast, ja. Du hast gesagt, dass man, das, was die Wokis jetzt machen, wenn ihr an der Macht seid, macht ihr das Gleiche nur von der anderen Seite. Genau so hast du das gesagt. Und das weißt du auch, ja. Der Punkt ist, ich halte das nicht für die Lösung. Ja, das System, sicherlich, das System wird gerickt. Das System wird immer von einer oder der anderen Seite gerickt sein. Das siehst du doch genauso. Du bist derjenige, der desillusioniert ist mit der Parteienlandschaft bei uns, zu einem Punkt, an dem im Endeffekt jeder, der überhaupt einen Platz hat, automatisch, ja, ein Verräter ist, automatisch jemand ist, der all seine Sachen nur vorgibt. Insofern, du siehst es nicht so, dass ein Verfassungsgericht immer von der einen oder anderen Seite ideologisch eingefärbt werden wird auf die Dauer, denn das ist, was ich damit meine. Die Leute, die politischen Lager werden immer ihre Macht dazu ausnutzen, ihre Leute da zu platzieren. Sie werden außerdem ihre Macht dazu ausnutzen, um den metapolitischen Raum zu erobern, mit dem du überhaupt erst die Linse kontrollierst, durch die Leute Sachen wie die Verfassung betrachten, Sachen wie generell Werte, Urteile fällen und damit wirst du immer halt eine gewisse politische Macht ausüben. Das ist die Natur von politischer Macht. Was ist denn, also wie soll es denn sonst laufen? Danke. Deine Zusammenfassung ist genau das, was die AfD machen wird und das ist der Punkt, warum ich gegen die AfD bin. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Genau deswegen. Das ist genau weil ihr einfach der gleiche Shit im Blau seid. Das ist einfach der Punkt. Ja. Genau, das ist der Punkt. Du hast das, besser hätte ich es nicht sagen. Ja, dass man metapolitisch bestimmte Erfolge erzielen muss, da hat Schlomo schon recht, aber die Frage ist, wie macht man das? Setzt man rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft oder nicht?
Im Sinne von, sie machen ja im Endeffekt, wenn die AfD an der Macht ist und sie an der Macht sind, machen sie ja genau dasselbe. Und das sagt er ja auch immer. Wir werden genau diese Mittel anwenden, ne? Die sie jetzt auch anwenden. Toll. Also, ja, gut. Und das finde ich auch scheiße. Ehrlich gesagt. Ja. Selber sagen können. Danke für die Zusammenfassung. Man darf keine metapolitische Macht anhäufen, man darf nicht versuchen, Doch, metapolitische Macht anhäufen darf man, aber man darf nicht die Verfassung aussetzen. Das ist der ganze Punkt. Es gibt so einen gewissen Grundkonsens, den sollte man sich einigen, ansonsten schlitzen sich am Ende die Parteien gegenseitig die Kehle durch, wenn eine Macht kommt. Ja, dann hat man so wie in einer südamerikanischen Militärdiktatur, da werden dann ein paar tausend Leute abgeholt, die Staatsfeinde sind und beseitigt und dann sichert die Militärregierung dann halt so ihre metapolitische Macht, indem sie halt alle Oppositionellen umbringen oder verschwinden lässt. Also das will ja wohl keiner. Das ist halt der Punkt, wenn du damit anfängst, ne, jetzt die Verfassung außer Kraft zu setzen. Du bist irgendwann an einem Punkt, das entwickelt eine Eigendynamik, du bist irgendwann an einem Punkt, wo du das nicht mehr kontrollieren kannst. Das hat die Geschichte immer wieder gezeigt. Ja, deswegen braucht man so einen gewissen Grundkonsens, auf den sich alle Demokraten einigen sollten. Ja, beispielsweise, wir erkennen jetzt nicht Leuten entgegen aller rechtsstaatlichen Standards ihre Staatsbürgerschaft ab und schieben sie anschließend ab. Situationen zu bekommen, da selbstgefährdete Leute reinbringen, alles klar, dann bist du halt kein Teilnehmer am politischen Diskurs. Dann bist du kein Teilnehmer am politischen Spiel. Was du allerdings sehr wohl bist, deswegen hast du diese komische Strategie für dieses Gespräch gewählt. Deswegen hast du eine Woche, bevor es dann stattfand, auf einmal den Entschluss gefasst, dass die Wagenknecht-Partei, die du unterstützt mit jedem Faser deines Körpers, wie ich mir sicher bin, dass die dir egal ist auf einmal. Weil du halt gesehen hast, straight up ist da sowieso nichts zu holen. Probieren wir es mit einer anderen Taktik. Schlomo. Das war der Punkt von diesem Gespräch. Schlomo, was du gerade zugegeben hast, vielleicht hast du es nicht verstanden, weil du so aufgeregt bist, aber was du gerade zugegeben hast, ist, dass die AfD genau wie die Grünen ist, nur von der anderen Seite, nichts anderes. Das ist alles. Die Methoden, die Methoden sind absolut sagen, gleich. Nein, lass mich ausreden. Erstens, selbst sagen wir, wir würden. Bin ich jetzt gespannt. Denn Erwin hat sich ja jetzt hier auf die Methoden bezogen, nicht auf die konkreten Inhalte. Wir würden genau auf Heller und Pfennig dieselben Methoden anwenden wollen wie sie. Dann wären wir immer noch nicht wie sie, weil die Methoden nicht das sind, was sie schlimm macht, sondern ihre Ziele sind schlimm. Die Vernichtung von dem deutschen Volk als etwas Identifizierbares ist schlimm. Die Vernichtung jeglicher deutschen Kultur als etwas Identifizierbares ist schlimm. Die Vernichtung von Geschlechtern als Kategorien, in denen die Leute denken können, das ist schlimm. Das in sich selber ist schlimm, nicht die Methoden zu deren Erreichung. Dann gehen wir auch nicht so weit, wie sie dabei gehen. Aber dennoch verstehen wir metapolitische Macht. Dennoch verstehen wir, dass das politische System teilweise zynisch funktioniert. Und das muss man, wenn man in diesem System mitspielen will. Sicherlich. Aber daraus das macht ja auch keiner ein Deal. Ich meine, du tust gerade so, als hätte ich irgendwas gesagt. Nein, ich sage nur, das ist genau mein Punkt. Du willst in diesem System mitspielen. Ich weiß. Genau die AfD auch. Das ist mein Punkt. Er will das System übernehmen und es dann radikalisieren. Also das ist ja gerade ein Problem, dass der Verfassungsschutz beispielsweise als politisches Machtinstrument gegen die Opposition angewendet wird. Also das klingt jetzt nicht so, als wollte Schlomo das irgendwie milder angehen. Also er will ja sogar politische Gegner dann abschieben. Warum sie keine Opposition ist. Ich weiß. Ist mir vollkommen klar. Ja, und du tust so, als wolltest du nicht im System mitspielen. Will ich nicht. Und wieselst dich dann auf eine eigenartige Art und Weise aus einer Debatte um die Partei, die du unterstützt, weil du sehr wohl im System mitspielen willst. Ne? Wieso fällt dir eine Woche, bevor die Debatte dann geführt wird, ein, dass dir die Partei auf einmal vollkommen egal ist? Das finde ich doch ein wenig eigenartig. Deswegen, weil es Leute gibt. Als wenn du wusstest, dass die Punkte, die ich angebracht habe am Vorstand der Wagenknecht-Partei, nicht wirklich argumentierbar sind. Du kannst da nicht wirklich dran rütteln. Warum soll ich daran rütteln? Schlomo, dein einziges, du hast zwei Argumente gegen die Wagenknecht-Partei. Das erste Argument. Also, zur Wagenknecht-Partei. Ja, auch wieder alles moralisch auf die Ebene. Ja, ich dachte, es soll um Inhalte gehen. Jetzt fängt er auch wieder an, mit Dreck zu werfen und sagt, du willst ja nur. Es ist auch genau wie die ganzen. Warum soll das? Über Inhalte, verdammt nochmal. Ja, Stella, die Punkte, die wir zur Wagenknecht-Partei gebracht hatten, wir hatten hier zwei Zitate, ich spiele sie jetzt nicht nochmal ab. Eines, da sagt Amira Mohamed Ali was zur Wirtschaftsmigration. Ja, abspielen. Und im anderen, da sagt sie was zu, allgemein zu Migration. Wie gesagt. Das kannst du vielleicht nochmal abspielen, das geht ja nicht lange. Dass sie vielleicht die Leute jetzt auch mal. Nee, ich hab nämlich noch was. Amira Mohamed Ali, die hat ihre Position wirklich stark geändert. Das hatte ich nämlich noch nicht gezeigt, aber das zeige ich jetzt einfach die auch mal. Der Union und es wird ja gesagt, die Wagenknecht-Partei schließt die AfD aus, die will, dass gar nicht mit der AfD zusammengestimmt wird. Hört euch das an. Ich muss schon sagen, ich wundere mich über diese Debatte und das in diesem Fall auch von dem Einreißen einer. Von einem Also der Fall, den Mohamed Ali hier beschreibt, ist, dass CDU und AfD in Thüringen gemeinsam gestimmt hat. Bröckeln einer Brandmauer die Rede ist, das empfinde ich überhaupt nicht so. Die Union hat einen Antrag gestellt, einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Position der Union vertritt. Das ist jetzt keine ausweislich rechte Position, das ist einfach die Haltung der Union und auch die Haltung der FDP. Die haben es eingebracht und die AfD hat dem zugestimmt.
Was hätten die jetzt machen sollen? Also sich darauf verzichten, als Opposition Anträge einzubringen oder jetzt den Antrag zurückziehen, nachdem die Falschen zugestimmt haben? Ich finde das einigermaßen absurd. Natürlich wäre es, also ich hätte das abgelehnt, wenn die Union jetzt mit der AfD gemeinsam einen Antrag gestellt hätte. Das ist abzulehnen. Aber das ist ja nicht, was da passiert ist. Insofern finde ich diese Debatte darüber und dass das jetzt der Einriss einer Brandmauer gewesen sein soll, finde ich einigermaßen absurd. Und ich meine, man sieht ja auch, dass das so Debatten sind, die am Ende der AfD nützen. Weil ich meine, was die Union hier gemacht hat, ist einfach ganz normales parlamentarisches Vorgehen. Sie hat eine Opposition an Antrag eingebracht und der ist abgestimmt worden. Ja, und wenn dann ein Ergebnis rauskommt, was man... Ja, ein ganz normales parlamentarisches Vorgehen, wenn man zusammen mit der AfD stimmt. Das ist die aktuelle Position von Mohammed Ali. Wie gesagt, zwei Clips zur Migrationspolitik, die spiele ich jetzt nicht nochmal ab. Könnt das ihr ja nachhören. Wir hatten die relativ am Anfang abgespielt, aber Zusammenarbeit mit der AfD... Warte, ich kann den Link mal reinposten, dann könnt ihr es euch selber angucken. Weil ich habe das ja auf meinem Channel geladen, hier, das eine. Ja. Aber Zusammenarbeit mit der AfD... zusammen stimmen zumindest, da hätte ja die neue Wagenknecht-Partei wahrscheinlich überhaupt nichts gegen, dahin deuten zumindest die ersten Aussagen. Natürlich wird man da auch noch ein bisschen gucken, wie sich die AfD entwickelt, wie, also natürlich kann auch sein, dass es dann anders läuft, aber das, darin deutet im Moment alles, dass man auch mit der AfD zusammenstimmen wird, wenn die AfD was, Vernünftiges vorschlägt. Keine Ahnung, wenn so Volksabstimmung auf Bundesebene den Bundestag einbringt, dann wird man da auf jeden Fall zustimmen. Also warum sollte man das nicht machen, wenn die AfD was Vernünftiges vorschlägt? Ja, die AfD hingegen sagt, die AfD sagt, dass sie ja nicht mit der Wagenknecht-Partei zusammenarbeiten will und dass sie im Geheimen schon mit der CDU sondiert. Das hat jedenfalls Alice Weidel vor ein paar Monaten gesagt. Auch die Aussagen hatte ich hier schon gezeigt im Stream, die sind auf meinem Twitter-Account im angepinnten Tweet zu finden. Jeder, der ihr Buch gelesen hat, weiß, dass sie ordoliberal ist, was eigentlich das Gegenteil von Kommunismus ist. Das war nicht mein erstes Argument. Ich habe in der Stelle, auf die du dich gerade beziehst, in der Honigwabe, auf die du reacted hast, gesagt, das ist, was ich denke, aber das ist nicht wichtig. Das ist nicht, worauf man sich fokussieren soll. Das ist egal. Ich immer gesagt. Da fragt gerade einer von, wann ist das Statement? Das ist kurz vor der Gründung der Wagenknecht-Partei rausgekommen. Also wirklich, beziehungsweise nicht vor der Partei, sondern von dem Verein. Kurz bevor Amira Mohammed Ali da... ja, komplett ausgestiegen ist. Also das ist ihre aktuelle Haltung und das hat sie auch schon kurz bevor sie quasi ausgestiegen ist, klar gemacht. Trotzdem gesagt. Denn vor 2 Jahren, da hatte sie ja noch eine komplett andere Haltung, oder vor 3 Jahren ist das ja mittlerweile schon fast, als in Thüringen CDU und AfD zusammen gestimmt hatte, da hat sie noch ziemlich hysterisch reagiert, aber die Haltung scheint sie komplett abgelegt zu haben. Dein Framing und das Framing von Clowny, also von eurer Bubble, war, dass sie Kommunistin ist. Das auch Framing auch von hat Clowny. Das gestern. Jetzt springst du wieder was Sekunde, Leute an. Sekunde, springst Sekunde, du wieder Sekunde. Was. Ich habe gesagt. Sekunde, das hat sie. Moment. Alle haben das gemacht, selbst Schlomo, auch der Schattenmacher, also die das nicht so relevant fanden, aber die haben das auch so geframed. Und Kaspar erst recht, also Kaspar redet ja angeblich nicht über Wirtschaft, aber macht das die ganze Zeit. Ja, Launswild, Olli, Aktien mit Kopf, also das gesamte AfD-Vorfeld hat versucht, Tim Kellner sie als Kommunistin zu framen, also da braucht Schlomo ja, jetzt gar nicht ausweichen. Wir hatten auch vorhin im Gespräch schon das Thema mit der Mont-Pelerin Society und der neoliberalen, ne, Propaganda von Hayek und Thatcher und Co. Das hat man eben schon besprochen. Also falls ihr das nochmal sehen wollt, am besten einfach auf deinem Kanal dann, ne, kommt das ja, Reaction komplett nochmal raus. Ja, wenn ich jetzt schon mal ganz, ganz böse Eigenwerbung machen kann. Hier ist mein Erstkanal. Schaut da gerne vorbei. Ich werde da nämlich am Samstag ein Video hochladen, wo ich diese ganzen, ja... Unsinnsargumente des AfD-Vorfeldes gegen Sarah Wagenknecht widerlege. Also schaut gerne bei dem Kanal Agitator der sozialen Marktwirtschaft vorbei. Da kommt am Samstag ein Video und da werde ich diesen ganzen Unsinn, der aus dem AfD-Vorfeld und teils auch aus der AfD selber, ich habe auch eine Aussage von Beatrix von Storch drin, geredet wird, den versuche ich da zu widerlegen. Ist ein einstündiges Video, schaut euch das gerne an. So, weiter am Text. Erwin schreibt gerade, das ist übrigens Blödsinn, sie haben das sehr wohl als Argument verwendet, ja. Und Kaspar hat gesagt, es macht ihm Angst. Okay. Ja, absolut. Ja, Kaspar hat auch höhere Löhne als eine Katastrophe bezeichnet, gesagt, dass der Mindestlohn die Arbeitslosigkeit mit absoluter Schwachsinn alles. Also da haben wir übrigens alle, auch vorhin drüber geredet, ne? Alle neoliberalen Talking Points, immer wenn er darüber redet, rattert er runter und dann, ich beschäftige mich ja gar nicht so damit. Also du brauchst doch gar nicht tief drin sein. Das ist ja alles logisch. Nein, das ist alles, ja. Ja. Es ist einmal eins des Neoliberalismus, aber das ist keineswegs unumstritten unter Ökonom. Auch die Quantitätstheorie konnte er sofort runterrattern. Also ist ein anderes Thema jetzt. Aber egal welches wirtschaftliche Thema, der hat die wirklich alle drauf. Also ja. Ja. Und wir hatten ja eben auch das Thema mit David Card, ne? Da haben wir ja auch erklärt, dass Mindestlöhne, das wurde in einem Experiment quasi gezeigt, schon auch zu einer Steigung der eine Steigung der Produktivität führt, ne? Und auch zu höheren Kosten.
hören, weiß schon. Ja. Das haben wir auch im Video, falls ihr das dann später nachholen wollt. Ich poste jetzt auch nochmal deinen Zweitkanal, da kommt das Video dann hoch, ne? Ja. Proletopia schreibt gerade, er wiederholt MPS-Propaganda, ohne die MPS zu kennen. Ja, im Buch über die Mont-Pelerin Society, ein interessantes, das lese ich gerade, das ist von Bernhard Walpen. Das heißt, die offenen Feinde und ihre Gesellschaft, das ist frei verfügbar auf im Internet. Die offenen Feinde und ihre Gesellschaft. Schau ich auch mal rein. Ja, das können die Leute, wenn sie hier diesen Namen hören, selber suchen und da finden sie relativ schnell ein PDF, was sie sich runterladen können. Und das lasse ich von den 500 Seiten, dieses Buch offiziell hat nicht abschrecken. Also 50 Seiten davon sind Einleitung und 200 Seiten sind Quellenverzeichnis. Das heißt, nur 250 Seiten müsst ihr tatsächlich am Buch lesen. Also die Einleitung, die habe ich gelesen. Die könnt ihr überspringen. Das sind nur 250 Seiten, die ihr wirklich lesen müsst. Also die wirklich wichtig sind. Weil wir hatten ja auch, ne, wir haben auch gesagt, 400 sonst was Seiten, habe ich noch zu dir gesagt, ne, aber gut, wenn es so 250 Seiten sind, geht's ja. Wie gesagt, 200 Seiten sind Quellenverzeichnis und sonst irgendwas am Ende und 50 Seiten sind Einleitung, die man ruhig überspringen kann. Also übrigens auch, ne? Übrigens, nochmal kurz zur Mont-Pelerin Society, ne? Was wir auch vorhin festgestellt haben, wir finden es witzig, dass genau diese Neorin, also sie machen sich ja über die Mont-Pelerin Society immer so lustig, aber genau darüber, worüber sie sich lustig machen, das sind ja Talking Points von ihnen. Das ist ja das quasi, was Hayek propagiert hat, ne? Damals. Ja, auch diese falsche Gleichsetzung von ihre eigene Ideologie machen sich lustig, was sie damals initiiert hat, die Mont-Pelerin, oder wovon das ausging, sagt man mal so. Stella, du hast komplett recht. Diese völlig falsche Gleichsetzung zwischen Sozialdemokratie und Sozialismus und auch Faschismus, also das sind dann diese angeblich kollektivistischen Ideologien, also auch wenn du ein bisschen mehr Wohlfahrtsstaat willst, dann ist das ja quasi auch schon Kollektivismus, denn ein bisschen mehr staatliche Planung, das führt Weg in die Knechtschaft automatisch dazu, dass du am Ende so ein System wie im Stalinismus hast. Also es gibt quasi so ein linearen, also so einen ziemlich direkten Pfad von du führst einen besseren Sozialstaat, höhere Renten ein und morgen hast du Planwirtschaft. Ja. Diese völlig falsche Gleichsetzung, die ist tatsächlich bei allen, die haben alle Neoliberalen gemeinsam. Es gibt im Neoliberalismus ja ein gewisses Spektrum, was man da innerhalb dass man da verschiedene politische Meinungen hat. Man hat da Anarchokapitalisten, man hat da Ordoliberale mit drin, die sich zeitweise alle als neoliberal bezeichnet haben. Aber gemeinsames, verbindendes Element ist diese völlig falsche Gleichsetzung von Sozialdemokratie und Sozialismus. Und dann Karl Popper, das war übrigens auch ein Neoliberaler, der ist ja als Philosoph bekannt, das wissen viele gar nicht, der war auch Mitglied in der Mont-Pelerin-Gesellschaft, der hat diese Totalitarismus-Theorie gepusht, die Faschismus und Sozialismus gleichgesetzt hat. Das heißt, der hat diese Gleichsetzung Faschismus-Sozialismus betrieben und die anderen außer Mont-Pelerin Society, die haben ganz viel diese Gleichsetzung Sozialismus-Sozialdemokratie. Also ein bisschen mehr Wohlfahrtsstaat, quasi DDR. Und das ist ja quasi genauso schlimm wie Faschismus, denn wir haben ja diese wunderschöne Totalitarismus-Theorie. Ja. Was ich für wichtig hatte. Gut, ja, ist egal, ob du es für wichtig hast. Ich habe nur gesagt, du hast zwei Argumente gebracht. Du hast gesagt, das war dein erstes Argument. Nein, das war überhaupt kein Argument von mir. Nein, das war so sehr kein Argument, dass ich dafür nicht einmal irgendwas angeführt habe. Falsch. Das war mein Punkt damit war, dass das nicht. Dass du dafür nichts angeführt hast, ist der Punkt, aber das war dein erstes Argument. Das ist auch das Argument noch immer von einer, wie heißt sie da, die Adelige bei euch in der AfD, die Storch, die hat das gestern auch geschrieben, dass sie Kommunistin ist. Das ist so ein typisches Ding, was geframed wird auf Wagenknecht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den du hast, ist einfach, dass du sagst, Wagenknecht ist einfach nicht rassistisch genug. Das sind praktisch zwei Punkte, die du hast. Jetzt sind wir bei dem Kalenderspruch wieder gelandet. Kannst du mal was zu Popper-Kritik am Sozialismus machen? Fragt jemand. Gott, da müsste ich Popper erstmal lesen. Ich habe so viele Sachen auf meiner Leseliste. Nee, also schreib mal irgendeinen anderen Kanal, der nicht so viel zu tun hat, vielleicht an Brotfunk oder so. Brotfunk, ja. Die haben da bestimmt total Lust drauf. Nein, aber wäre bestimmt auch mal interessant. Aber dafür müsste ich Popper lesen und das nimmt ganz viel Zeit in Anspruch. Also Bücher lesen und die dann zusammenzufassen oder ein Video zu machen, das ist schon relativ arbeitsintensiv. Ja, das stimmt. Das sieht man ja bei Wohlstand für alle, ne, was die da immer alles an Quellen da immer raushauen. Ja. Ich lese zum Beispiel gerade Psychologie der Massen und das Kommunistische Manifest. Das sind zwei Sachen. Was liest du gerade? Das ist ja komplett unterschiedlich. Wie gesagt, ich weiß, aber man muss sich halt bilden in alle Richtungen, ne, finde ich. Aktuell von Bernhard Walpen, die offenen Feinde und ihre Gesellschaft. Und ich habe Manufacturing Constant hier liegen, aber das fange ich erst an, wenn ich mit Bernhard Walpen durch bin. Ich möchte das nämlich zusammenfassen und dann vielleicht irgendwas dazu machen. Also ich bin schon mit dem Brotfunk da in Verbindung.
Wenn da was kommt, dann dauert das noch. Also das geht nicht so schnell, aber ich möchte das jetzt erstmal einmal durchgelesen haben und mir wichtige Stellen da markieren, damit ich dann da eventuell eine Zusammenfassung oder so machen kann, dass ich da, also da ein Video draus machen kann. Ja. Nee, ich finde es wichtig, dass man sich immer in verschiedene Richtungen informiert, ne? Mhm. Wie gefällt mir das Manifest? Tatsächlich, ich habe es heute auch nochmal in Thalia gesehen, nochmal eine schöne Ausgabe. Ich habe hier nur so eine dünne Version. Also ich bin noch nicht so weit, weil ich gerade erst noch Psychologie der Massen lese. Ist ein bisschen schwierig, ich glaube, ich bin gerade erst Seite 8. Das Manifest ist noch total verständlich geschrieben. Hast du schon mal das Kapital ja, gelesen? Genau, das meinte, das Kapital ist noch schlimmer. Ja, bisher ist ganz okay. Also ich muss da auf jeden Fall noch ein Stück weiterlesen. Ich bin wahrscheinlich noch beim Vorwort hier erst, Seite 8 von 44 oder so. Aber aktuell lese ich eher Psychologie der Massen. Ja, ist ganz, ganz interessant auf jeden Fall. Kann ich bisher sagen. Die Spitze der Wagenknecht-Partei besteht aus einer Frau, die offene Grenzen will und generell gegen Abschiebungen ist, und einem Typ, der Sea-Watch staatlich finanziert. Okay. Das haben wir ja vorhin schon mal. Ich glaube, ich muss euch doch damit belästigen. Obwohl, ja. Das hat sie, glaube ich, hier gesagt. Die hat da nämlich ein aktuelles Statement zu abgegeben. Migration ist keine Lösung fürs Armutsproblem dieser Welt. Migration und mitunter Konkurrenz. Mal gesagt, nein, ich bin generell gegen Abschiebungen. Ich bin schon dafür, Familiennachzug zu ermöglichen. Das passt nicht in ein Töpfchen rein. Ja, also in der Tat, das habe ich gesagt. Das ist ja auch die Programmposition der Linken. Ich habe das Interview ist, glaube ich, von 2018 oder 2019, was jetzt auch so ein bisschen kursiert. Ja. Und ich denke, dass die Situation auch in Deutschland sich seit dieser Zeit verändert hat. Ich meine, zum damaligen Zeitpunkt war das nicht so, dass die Städte und Gemeinden wirklich um Hilfe gerufen haben und gesagt haben, wir können wirklich keinen aufnehmen, wir können nicht mehr. Das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Und heute bewerte ich das anders. Und ich bin heute nicht generell gegen Abschiebung, aber ich bin auch der Auffassung, dass das, was oft propagiert wird, dass sozusagen Abschieben ist die Lösung aller Probleme. Nein. So, ihr habt es gehört, sie hat ihre Meinung überdacht, aber Abschieben, das sind halt auch nicht die... sie ist jetzt generell für Abschiebungen, zumindest bei Ausländern, die sich hier illegal aufhalten, aber das sind halt nicht die insgesamt relevanten Zahlen. Also wie viel haben wir an Leuten, die unmittelbar ausreisepflichtig sind? Ein paar 10.000. Wie viel haben wir, die geduldet sind, die man also mittelbar innerhalb der nächsten Jahre abschieben könnte, wenn man das politisch wollte? Ein paar 100.000, aber wir haben seit 2015 hier ein paar Millionen Flüchtlinge bekommen. Das heißt, diese große demografische Veränderung, die beispielsweise Flomo will, die könnte man durch Abschiebungen nicht erzielen. Zumindest so lange, wie man sich an rechtsstaatliche Standards hielte. Kannst das mit der Zeit nicht unterscheiden? Jetzt habe ich das zu laut es ist wegen diesen unterschiedlichen Lautstärken, da muss man immer drauf achten. Ist es rassistisch zu sein, wenn du nicht für offene Grenzen bist? Ist es rassistisch zu sein, wenn du Abschiebungen nicht generell ablehnst, so wie es Amira Mohamed Nein, natürlich nicht. Aber wenn du Rassenverräter sagst und Leuten die Staatsbürgerschaft aberkennen willst, weil sie eine andere Hautfarbe haben, dann haben wir ein Problem. Das ist etwas, was du hier reinbringen musstest, weil du nicht über die Wagenknecht-Partei reden wolltest. Wann habe ich jemals so etwas über die Wagenknecht-Partei, diese Begrifflichkeit, in der du dich aufhängst, Es geht darum, nein. Du musstest das von außen reinholen und das bestätigt erneut meinen Punkt. Du musstest darauf zurückgreifen, weil du weißt, dass meine Punkte gegen die Wagenknecht-Partei empfinden, die Hochphase des Keynesianismus, sprich die Wirtschaftswunderzeit, auch als sozialistisch? Exakt, ja. Das war quasi auch so eine kollektivistische Ideologie, gegen die Neoliberalen angekämpft haben. Aber Keynesianismus, da bist du sehr tief drin in der Thematik. Ist doch eher, würde ich jetzt behaupten, Sozialdemokratie oder ja, genau. Und aus Sicht der Neoliberalen auch Kollektivismus. Weg in die Gesellschaft, das führt automatisch in Sozialismus, ja. Es ist immer dasselbe, ne? Nein, das ist nicht der. Ja, ich sag ja, das ist die Gemeinsamkeit, die wirklich alle Neoliberalen hatten, diese Gleichsetzung von Sozialismus und Sozialdemokratie. Und dann Kommunismus zwischen, auch. Schmeißen auch meistens rein. Ja. Punkt Schlummer. Sondern weil ich sage, dass eine gemäßigte Einwanderungsbegrenzung und eine Politik, die Migration stoppt, von Seiten Wagenknecht mir auch 100% lieber ist, als von Seiten von irgendwelchen Leuten, die über Rassenverräter reden. Okay? Ja, und das ist die vertritt Punkt. Wagenknecht Weil selber nicht. Punkt ansonsten ist, hätte sie nicht offene Grenzen-Fanatiker und Leute, die Sea-Watch finanzieren wollen. Warum kann ich nicht ausreden? Das ist auch wieder so ein Kontaktschuldding. Ne? Guck mal, sie hat da mal vor 6 Jahren mal Sea-Watch. Guck mal, da ist sie auf dem Schlauchboot zu sehen. Was vor 6 Jahren, 7 Jahren, genau das mit diesen Antifa-Vorwürfen vor 2012. Ja, das hatten wir vorhin schon abgehandelt. Ich würde sagen, bevor die Reaktion jetzt noch zu länger wird, holen wir da jetzt nicht nochmal aus. Also Bringt doch wenigstens mal aktuelle Sachen. Bringt doch was Handfestes auf der aktuellen Zeit. Also wenn sie im Programm nachlesen würden, also da hat Schlummer auch versucht, da alle möglichen Unsinn rein zu interpretieren, das hat nicht so gut geklappt. Deswegen musste er die alten Sachen raussuchen.
Ich habe extra diese Sachen hier vor dem Stream noch rausgesucht, hier mit Mohammed Ali, dass wir mal was Aktuelles haben und nicht hier von irgendwelchen vor 4 Jahren irgendwas rausholen. Wie gesagt, es hätte gereicht, ins Programm des Bündnisses zu schauen, sonst hätte ich das jetzt gezeigt. Also das Programm, wie gesagt, habe ich auch mit auf meinem Erstkader mit Nemesis besprochen. Das kann man auch auf der Website von dem Verein nachlesen. Und das deckt sich absolut nicht mit dem, was Shlomo hier erzählt. Jedes einzelne Mal ins Wort. Also entweder du hörst auf, dich zu beschweren, oder ich muss dich auch jedes Mal darauf hinweisen. Bro, man kann sich einfach, du kannst mich gerne jedes Mal darauf hinweisen, du wirst sehen, wie oft ich das mache. Können wir gerne machen. Weise mich einfach das nächste Mal darauf hin, okay? Ich lasse dich normalerweise ausreden. Weil ich will actually hören, was du denkst. Du willst nicht hören, was ich denke. Du möchtest mich unterbrechen, weil du recht hast. Okay, ja, wenn du einfach recht haben willst, dann rede alleine. Dann musst du ja nicht mit mir reden. Ich will gewinnen, anders als du, ne? Ja, du willst gewinnen. Aber, du willst gewinnen. Aber der Punkt ist, okay, du hast gewonnen. Dann bin ich nicht gleich. Ja, ist mir doch egal. Der Punkt ist einfach nur, worauf ich hinaus will, ist, ja, eine Wagenknecht, die einfach sagt, wir begrenzen die Migration, ist mir lieber, und das ist sehr vielen Wählern lieber, als eine AfD, wo man nicht weiß, ob man nicht schon wieder zum Aria-Nachweis kommen wird. Okay? Und also wo das nicht ist der Punkt, die AfD auf einmal sehr interessant. Auch das ist jetzt sehr geswitcht. Auf einmal bist du sehr in die Mainstream-Richtung abgedriftet. Und das machst du jetzt fest daran, dass ich... in die Mainstream-Richtung abgedriftet. Ich bin jetzt gespannt, wie Shlomo das begründet. Der nicht einmal in der AfD ist, in einem Stream vor 1,5 Jahren ein Wort benutzt hast. Es geht nicht darum, dass Shlomo ein Wort benutzt hat. Es geht um sein Rechtsverständnis. Es geht darum, dass man Leuten plötzlich ihren Pass wegnehmen kann. Darum geht es. Und wenn du dann das nach ethnischen Merkmalen machen würdest, ja, dann haben wir ja Nachweis. Also das lässt sich alles aus diesen... entweder Shlomo ist nicht klar, wie folgenreich das ist, was er da gesagt hat, oder... Er ignoriert es hier bewusst. Moment. Funkformat-Taktiken hast du gegen die Sarah Wagenknecht angewendet. Stormhaube schreibt hier, klar, wenn Höcke vor ein paar Jahren Combat 18 finanziert hätte, wird ihr es nicht bis zum Gegner ausschauen. Bro, wir haben schon vorhin gesagt, Höcke hat in der NPD-Zeitung geschrieben. Ist auf einer NPD-Demo. Da haben wir auch gesagt, das könnten wir auch auspacken. Haben wir auch nicht gemacht. So, wir haben also doch, wir haben es jetzt gesagt. Aber das haben wir jetzt nur als Beispiel gesagt. Wenn man nach Dreck suchen würde bei AfD-Lern, würde man ihn auch finden. Auf jeden Fall. Könnte man auch bei den Sponsoren gucken, was die so gesagt haben. Also will ich jetzt gar nicht ausbreiten. Ja, egal. Nein, also ich, Sturmhaube, verstehst du es nicht? Es geht darum, dass Shlomo Leuten, die den deutschen Pass völlig legal haben, den wieder wegnehmen will. Es geht nicht darum, dass das Einbürgerungsrecht verändert werden kann. Darüber können wir gerne reden. Einbürgerungsrecht, also wir können auch von mir sagen, okay, keiner darf mehr neu Deutscher werden. Außer er hat nur deutsche Eltern, keine Ahnung. Könnte man alles sagen, wäre alles nicht schlimm. Es geht darum, dass man Leuten, die den Pass legal haben, den wieder wegnehmen will. Das ist das Problem. Und das hat Shlomo hier vorhin gesagt, da warst du vielleicht noch nicht dabei, aber das hat Shlomo hier gesagt, das ist das Problem. Geredet haben. Und bis heute, dass sie offene Grenzen verlassen und ihre Partei tut. Und bis heute ist es einfach eine Sache, die vollkommen crazy ist, dass du noch immer hier behauptest, diese Leute wären etwas, was sie vor 10 Jahren gesagt haben und das, was sie heute gesagt haben, zählt nicht. Das ist einfach, du hast das mit der Zeit, du checkst das nicht. Du redest die ganze Zeit so, Mohammed Ali ist für dies, das. Nein, sie war. Was haben sie heute gesagt? Ihr habt eben gerade die Zitate vorgespielt bekommen. Also ich... Mach das jetzt nicht nochmal, das wäre ein bisschen redundant, aber ihr kennt die Zitate. Heute hat Mohammed Ali eine völlig andere Auffassung als noch vor 4 Jahren. Dafür, was sie heute ist. Ja, und jetzt ist sie für was? Da, sag's mir, weißt du es? Jetzt trifft sie welche Aussagen? Na, Sturmhaube. Es ist völlig egal, wie beschissen die aktuelle Regierung ist. Die Leute, die aktuell ihren Pass kriegen, kriegen den legal. Das heißt, du kannst nicht sagen, oh, wir nehmen jetzt Leute, die eine andere Meinung haben, das war ja Shlomos Argument vorhin, Leute, die die falsche Meinung haben, Leute, die Feinde des deutschen Volkes sind, den sollte man den Pass wieder wegnehmen. Das war Shlomos Argument vorhin. Also daraus kannst du das jetzt nicht schlussfolgern. Es ist völlig egal, wie beschissen die Regierung ist. In einem Rechtsstaat gilt das Recht, was zur Zeit einer Handlung halt gilt. Du kannst nicht rückwirkend ein anderes Recht geltend machen. Das ist nicht rechtsstaatlich. Und wie gesagt, das Ding ist halt auch... Von rechter Seite wird ja immer propagiert Meinungsfreiheit, aber es sei denn, es geht gegen die Interessen von Shlomo und Co. Ach nee, dann darf er es nicht sagen, weil es geht ja gegen die Deutschen, was auch immer Deutsch heißen soll. Aber wie gesagt, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, hast du ja schon jetzt 1000 Mal ausgeführt, das brauchst du ja nicht nochmal wiederholen. Weißt du es, wofür sie jetzt ist? Du kannst aber jemanden den Pass nicht legal wegnehmen. Hä, wo ging das bei Corona auch, jemanden den Pass wegzunehmen? Ging das? Echt? Keine Ahnung. Gürmhau beschreibt es gerade, ging bei Corona ja auch. Ja, das ist ja ein Problem. Das ist ja der ganze Punkt. Genau das kritisieren wir aber auch. Wenn man mit sowas einmal anfängt, dann sollte man das eben nicht
Also, dann ist die Antwort darauf, das einfach häufiger zu machen. Also, wir sagen ja auch, wenn wir fanden, das ist ja genau der Punkt, den wir machen. Ich habe ja auch bei Corona gesagt, Meinungsfreiheit. So, sag halt, was du willst. So, genauso sage ich es aber jetzt. Aber das macht Schlomo halt nicht. Der macht halt diesen Unterschied nicht aus meiner Sicht. Oder aus unserer Sicht. Ja? Da ist es jetzt plötzlich, da geht es jetzt gegen Wahrheit, Meinungsfreiheit. Aber sorry, wir wiederholen uns hier tausendmal und drehen uns im Kreis im Grunde. Sorry. Ja. Sie hat in dem Interview jetzt in ihrer neuen Funktion als Parteichefin davon gesprochen, dass man Migration begrenzen müsse, im Angesicht dessen, bitte, was halt heute hier so abgeht, wie Kommunen darunter leiden und so weiter. Sehr gut. Ich habe dazu drei Punkte. Erstens, sie muss das jetzt sagen. Sie muss das jetzt sagen, denn das ist der Markenkern ihrer neuen Partei. Ich meine, du hast am Anfang den Punkt angebracht. Ja, sie war halt damals, also jetzt wird es redundant, das meinte Proletopia mit in 20 Minuten. Also wir schalten jetzt mal kurz ein bisschen weiter, gucken, ob da noch was kommt, und wenn nicht, dann machen wir heute Abend Schluss, würde ich sagen. Alles klar. Im arabischen Raum drüben bombardieren können und Rohstoffe klauen können. Ja. Die amerikanische Propagandamaschinerie, und da würde ich dir zustimmen, das ist auf jeden Fall Teil von, wenn man so will, dem Imperium, ne, dem Burgenimperium, hat aber seitdem eine 360 Grad, das habe ich die Baerbock gemacht, eine 180-Grad-Wende hingelegt und geht ja in das komplett gegenteilige Lager jetzt und sagt quasi, man darf daran nichts kritisieren, denn das dürfen wir als Weiße uns nicht anmaßen, diese edlen braunen Leute da zu kritisieren. Und die Probleme sind ja real. Ich meine, wie kommst du jetzt darauf? Jeder Hollywood-Film auf dem Planeten reitet darauf rum, wie furchtbar jeder braune Mensch in der westlichen Welt unter der Anwesenheit von den bösen Western leidet. Das ist, was die amerikanische Propagandamaschine raushaut seit wahrscheinlich 10, 15 Jahren. Und da reden wir über die härteren Sachen in diese Richtung. Ne? Ja, das hindert die USA trotzdem nicht, Terroristen in Ländern zu unterstützen oder Regierungen wegzuputschen oder wegzubomben. Also, ja. Also man begründet Kriege jetzt damit, dass man... ich habe also jüngstens beim Gaza-Krieg, also Israel marschiert ja gerade in Gaza ein, da habe ich wirklich israelische Soldaten mit einer Regenbogenflagge gesehen und die Bewohner von Gaza, dort, die bekommen jetzt endlich ihre homosexuellen Rechte. Die kämpfen hier für die Rechte der Homosexuellen. Und also ja, diese Regenbogenpropaganda, die wird mittlerweile genutzt, um westliche Kriege zu rechtfertigen. Das ist jetzt ein sehr schönes neues Beispiel. Ne? Ja, das ist nicht der böse Mossi. Der böse Mossi mag eine Sache gewesen sein in den frühen 2000ern oder so, sicherlich auch, um den Irakkrieg zu rechtfertigen oder auch, weil es halt ja kulturell dann gern gesehen war. Ne? Nein, sieht man auch, dass das überhaupt nicht gewirkt hat, wenn man sich beispielsweise die Honigwabe anguckt. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? ihr macht doch genau das, macht ihr jede Honigwabe. Ich war ja lang genug Zuschauer. Ja, aber das ist nicht, was heute Hollywood produziert. Ja, das, was heute Hollywood produziert, ist einfach im Einklang mit dieser progressiven neoliberalen Schiene, von wegen, wir sind Vogue und wehrhaft, ja, genau. Nennen Sie das. Ja, genau, und da bist du bei mir, also da bin ich eine Generation zu spät für dran. Ich war ein Kind in den frühen 2000ern, als es wahrscheinlich da eine Anti-Mossi-Stimmung gab und als die 9-11-Geschichte groß gemacht wurde und dann, wie gesagt, die Kriege im Nahen Osten, da musste gemeldet werden und so weiter. Ich bin ja auch heute, also beispielsweise die Israel-Palästina-Kiste, da bin ich nicht auf der amerikanischen Neocon-Linie. Ich denke, das Ganze sollte man irgendwie versuchen zu beruhigen. Ich bin da auf einer Deeskalationsschiene. Ui, also da ist Schlomo ja absolut, also wenn ich mir die Rede vom Gauland angucke, wir müssen für Israel kämpfen, wir müssen, oh Gott, ich muss die Reden mal raussuchen und darauf reagieren. Aber ey, das ist ja wirklich basierte Position, die Schlomo hier hat. Muss ich jetzt zum Schluss, glaube ich, mal sagen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er da in der AfD mit einer Mehrheit ist, mit dieser, wir sollten da möglichst schnell Waffenstillstand verhandeln. Also das ist ja auch Wagenknechts Position. Ich glaube, da ist Schlomo mehr Wagenknecht dran als an der AfD. Wie gesagt, die Grenzgänger haben jetzt sehr gut aufgezeigt, ne, was die Position von den meisten... Michael Lüders hat dazu... Ja, die haben Ausschnitte aus Gaulands Rede da gezeigt, ja. Insofern, wenn die amerikanische Propaganda da groß auf uns reinprasselt, dann bin ich davon nicht groß betroffen. Ich sehe aber die realen Umstände hier. Und das habe ich nicht von irgendwelchen amerikanischen Medien. Ich sehe Statistiken, wie beispielsweise, dass der Großteil der Migranten, die wir reingeholt haben, die Scharia haben will. Ich sehe, wie die Zustände sind hier mit der Kriminalität. Ich sehe, dass die Täter quasi durch die Bank diese Migranten sind. Ich sehe, dass Vergewaltigung oder besser gesagt generell Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sich in den letzten ungefähr 8 Jahren knapp verdreifacht haben. Knapp dreimal so viele Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung haben wir in Deutschland. Was keiner bezweifelt. Also, dass Menschen aus diesen Ländern überdurchschnittlich kriminell sind, das bezweifelt niemand. Die Frage ist, wie groß ist dieser Effekt? Wie schlimm ist das jetzt? Und rechtfertigt das vor allem rechtfertigt das jetzt, dass man Menschen den Pass wieder wegnimmt, die ihn schon völlig legal haben? Also rechtfertigt das die Maßnahmen, die Schlomo fordert? Das ist die Frage. Dass wir Zuwanderung begrenzen, da habe ich absolut nichts gegen. Erst recht aus diesen Ländern. Da könnten wir auch
in Kooperation mit diesen Ländern tatsächlich auch für eine gewisse Rückwanderung dieser Flüchtlinge sorgen. Beispielsweise, indem wir mit der syrischen Regierung verhandeln, dass wir da endlich die Sanktionen aufheben, mit der afghanischen Regierung endlich zusammenarbeiten und verhandeln, da die vielleicht beim Wiederaufbau unterstützen. Also Syrien, Afghanistan, da herrscht, also in Afghanistan herrscht Frieden, in Syrien herrscht größtenteils Frieden. Da muss man mit den Regierungen endlich zusammenarbeiten und endlich die westlichen Sanktionen aufheben, bevor man alles andere macht. Darüber können wir ja gerne reden. Das ist gravierend und das betrifft die gesamten Deutschen. Und die Täter davon sind Leute, die haben ein islamisch geprägtes Weltbild und die sehen halt die deutschen Frauen als Gefahrhuren, an denen man sich vergreifen darf. Also das spielt da gut rein. Das habe ich nicht aus amerikanischen Filmen, das habe ich einfach aus der Realität. Ja, du, kein Ding. Ja, der Punkt ist nur, was würdest du sagen, ist die größere Gefahr für sozusagen die Freiheit der Menschen oder beziehungsweise für den Zustand Deutschlands oder für das Wohlbefinden der Menschen in Deutschland? Islamismus oder Kapitalismus? Wokismus. Basierte Antwort. Hat jetzt zwar nicht sein, also ja. Im Vergleich mit dem, was er vorher gesagt hat, aber also die Gefahr kommt von innen, die Gefahr kommt nicht von außen. Also früher, da haben ja alle westlichen Rechten immer gesagt, Gefahr, die kommt aus Moskau, das Böse kommt aus Moskau, die größte Gefahr ist der Kommunismus. Und ja. Was degeneriert gerade unsere Gesellschaft? Also zwei liberale Ideologien, der Wokeismus und der Neoliberalismus. Das sind man könnte fast schon von liberalen Entartungserscheinungen sprechen. Also das sind wirklich komplett wirre Ideologien, wenn man das mal genauer beleuchtet, die wirklich sehr viel Schaden anrichten. Und das ist, die kommen von innen, die kommen aus dem Westen, die kommen nicht von außen. Das ist die Autoimmunkrankheit. Da stand nicht zur Auswahl. Ich meinte Kapitalismus oder Islam. Ja, was heißt, da stand nicht zur Auswahl? Es war, also er hätte jetzt einfach mal können und sagen können, Islamismus, aber das war schon basiert. Also, dass er hier so geantwortet hat. Stimmt halt nicht mal mit der Verdreifachung. Hab mir die Zahlen angesehen. Zwar eine Steigung, aber 2016 wurde. Ja, ich will jetzt da nicht Detail gehen. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Da gibt es ja diesen Streit zwischen Ferros und den Grenzgängern. Wie gesagt, Da will ich jetzt absolut nicht ins Detail gehen. Das müsste ich mir auch die Statistiken selber ansehen. Also wenn mir da irgendwelche Leute was erzählen und die dann so interpretieren, wie sie das gerne gerade haben wollen, dann. Aber dass diese Zuwanderer aus diesen Regionen, dass die überdurchschnittlichen Kriminalstatistiken repräsentiert sind, auch noch höher repräsentiert sind, als es jetzt vielleicht ihr sozioökonomischer Hintergrund erstmal erwarten ließe und dass da Kultur vielleicht auch noch mit reinspielt, mag alles sein, will ich jetzt gar nicht bestreiten. So will ich gar nicht bestreiten, deswegen müsste ich mir die Statistik da im Einzelnen selber ansehen, um da was Fundiertes zu sagen zu können. Islamismus. Ich meine, Teile von den kapitalistischen Konzernen etc. haben sich sicherlich mit dem Wokeismus verschmiedet oder ja, sind eine Allianz mit denen eingegangen, aber das ist dann sehr schwer festzulegen. Also wenn wir jetzt das gesamte Wokeismus nehmen. Ne? Ja, wenn du die Steuern für die Konzerne senkst, dann haben sie mehr Macht. Wenn du Regulierungen lockerst, dann haben die mehr Macht. Würde ich sagen, wahrscheinlich Gesamt-Woke-Capital, was aber nicht in den Griff bekommen werden wird von einer Wagenknecht-Partei, die ankommt und ihn in den Arsch kriegt. Das wird von niemandem in den also, Griff bekommen werden. Die will die nicht in den Arsch kriegen, die will die Unternehmenssteuer deutlich erhöhen, die will Parteispenden, diese ganze legale Korruption, die da gerade stattfindet, mit Parteispenden und allem, das will sie massiv einschränken und auch Wokeismus will man bekämpfen, da würde ich mir noch ein paar klarere, auch rhetorisch klarere Statements wünschen, beispielsweise die Amadeo Antonio, also es ist jetzt nichts Allgemeines, also die Politiker werden ja zu sehr allgemeinen Sachen gefragt, aber beispielsweise die Amadeo Antonio Stiftung sollte keinen einzigen Cent Fördergelder mehr vom Staat erhalten. Das könnte man ja sehr einfach sagen. Und ich glaube, führende Politiker der Wagenknecht-Partei sollten den alternativen Medien häufiger Interviews geben, dann würden solche Themen vielleicht auch mal angesprochen werden und da würden auch mehr klare Statements in die Richtung kommen. Denn das Problem ist ja, dass die häufig NTV oder Tagesschau oder so Interviews geben und die dann diese typischen Berliner Politikerblasenfragen kriegen, die für den normalen Wähler halt keine richtigen Rückschlüsse zulassen. Also das ist da ja auch ein Problem. Weil die jetzt auch, sogar auf die CIA. Die Partei wird auch nicht von BlackRock oder Konzernen oder so unterstützt, ne? Die neue Wagenknecht-Partei. Ja, auch nicht von Banken oder sowas. Also, ja, das war ja schon bei der Linken so. Die Linke ist ja auf eine andere Art und Weise degeneriert und das muss man bei der Wagenknecht-Partei ausschließen, aber natürlich muss man auch ausschließen, dass da irgendwelche Großunternehmen sich durch Spenden irgendwas kaufen. Das muss natürlich dazugehören. Ja,
NATO-Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin haben sie die Regenbogenflagge geschmiert. Das kriegst du nicht mehr raus. Das kannst du vergessen. Die deutsche Bundeswehr heißt das, hat Woke und Wehrhaft als Motto. Ja? Also du kriegst sie nicht mehr raus. So. Ich würde fast sagen, so einen konservativen Turn, den würdest du vielleicht verkauft kriegen. Also da könntest du die AfD dann schon zu nutzen. Also. Ja. Dieser Wokismus, von dem du sprichst, ist jetzt eine, glaube ich, Taktik, um die Menschen dorthin zu bringen, dass sie sich gegen Wokismus wehren, damit wir wieder in einen Krieg ziehen können. Das heißt, der Wokismus, der uns jetzt gerade aufgefahren wird, meiner Meinung nach, ist, damit die Leute sich empören und total auf die Barrikaden gehen und sagen, das geht viel zu weit, das ist doch viel zu blöd, was soll der Scheiß, damit dann eben ein anderer autoritärer Kurs desgleichen umschwenken kann und das wird dann die AfD erfüllen oder eben jemand wie Orban oder jemand wie die FPÖ oder wie jemand wie die Meloni und die fahren dann den autoritären Kurs des Kapitalismus, um uns in Kriege zu ziehen oder beziehungsweise weiterhin diesen Scheiß abzuziehen, der hier abgezogen wird. Naja, was in den Krieg ziehen angeht, im Rahmen dessen, in dem das gerade möglich ist, mit Russland, ich meine, keiner will ja die nukleare Eskalation, auf jeden Fall gehe ich stark davon aus, auch wenn die Stimmen teilweise in diese Richtung gehen, aber das kriegen ja die Woken-Parteien ziemlich gut hin. Ne? Also absolut. Da so weit zu eskalieren, wie man das kann, unter den momentanen Bedingungen, kriegen die ganz gut hin und die AfD ist die Partei, die sich halt dagegen stellt. Ne? Insofern, du deklarierst das immer so, aber in der Realität sehen wir in der Regel... Stellt die AfD sich bei der Eskalation in Israel gerade dagegen? Also, nein, die nutzen... In der Ukraine hat sie sich dagegen gestellt, aber in Israel jetzt nicht. Also was ist das für eine schwankende Haltung? Man könnte auch in Israel also auch sagen, wir sind für einen Waffenstillstand, für einen sofortigen. Das ist jetzt ein sehr, sehr krasser... Oh, ob ich das sage? Was also denn? Ich habe halt das Gefühl, ne, dass die AfD und auch das Umfeld das jetzt nutzt, einfach diese ganze Israel-Thematik. Erstes Mal, um diese Ressentiments von wegen Rechte sind antisemitisch so ein bisschen abzudämpfen, ne? Zeller, ganz heikles Thema, sei am besten leise. Am Ende wird uns noch das Leben hier leicht gesperrt. Ein bisschen Hetze ist immer blöd gesagt, aber es ist schon so ein bisschen, ne, gegen die Muslime im eigenen Land so ein bisschen zu agitieren, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wir machen jetzt mal weiter. Sehr bald aus dem Fenster, aber ja. Eine Tendenz in die komplett andere Richtung. Tendenz in welche Richtung? Was ist die andere Richtung? Also, ich denke, dass unter der Woken-Ideologie, wenn sie ihren Siegeszug komplett fahren würde und, sagen wir, ein paar Generationen indoktriniert würden darin und so weiter, dass die wesentlich geeigneter wäre, Kriege zu rechtfertigen, als eine AfD-Ideologie, eine aufs eigene bezogene Ideologie. Ich meine, wir reden hier über grob Isolationalismus. Ne? Das ist grob die Richtung, in die geopolitisch die AfD geht und in die ich auch gehen würde. Wir sind nicht der... Ja, geht sie in die Richtung? Also, was wir aktuell da, wie gesagt, aktuell an der Ostkonflikt hören, das geht nicht in die Richtung. Meinung, dass gemeldet werden sollte im Nahen Osten. Wir sind nicht der Meinung, dass wir die Weltpolizei spielen sollten. Wir sind für raushalten und wir sind für, lass andere Leute so machen, lass andere Nationen so machen, wie sie da lustig sind. Das ist die Grundlinie der AfD und das ist auch die Grundlinie von mir. Ja, aber dass das in einem globalisierten Kapitalismus mit den Amerikanern als Vorherrscher nicht funktioniert, ist ja klar. Dass das vollkommen unmöglich ist. Ja, und deswegen regt sich ja auch starker Widerstand gegen die Vorherrschaft der Amerikaner, vor allem von, aus Richtung, sagen wir, des Höckeflügels bei der AfD, der lustigerweise dann am allerverhasstesten ist. Ne? Lustigerweise. Ja, lustigerweise, ich habe es vorhin schon gesagt, das Problem bei der AfD ist, dass sie nicht mehr transatlantisch ist. Also stimmt dir Blume sogar indirekt meiner Analyse zu. Schön, dass wir zum Schluss so viel Übereinstimmung finden. Ja. Also könntest du da ein Korn der Wahrheit gefunden haben? Das wird sicherlich auch daran liegen, dass wir hier unter der Herrschaft der Amis stehen müssen und dass die herrschenden Mächte das so wollen, dass deswegen gerade ein Höckeflügel zum Satan höchstpersönlich gemacht wird. Wir sehen ja, Nord Stream wird weggesprengt, keine Sau darf was dagegen sagen. Die einzigen, die damit kommen, ist halt die AfD und Wagenknecht in dem Fall. Ne? Insofern, das ist sicherlich ein Tabu, überhaupt anzusprechen. Das war ja lange im Endeffekt ein Neonazi-Ding. Ne? Die amerikanische Herrschaft über Europa, insbesondere Deutschland, anzusprechen, war ja lange das ein altrechtes Ding und wird gerade erst so ein bisschen sagbar, vor allem durch die AfD. Vielleicht mal ein bisschen kurz was reinzubringen. Es ist halt auch auffällig. Die AfD ist die Opposition, die ist immer dagegen. Das ist so auffällig mittlerweile. Guck mal, wo Corona anfing, hat Erwin, glaube ich, auch schon gesagt. Ja, genau, brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so detailliert drauf eingehen. Du hast schon recht, dass das auch die Schwedendemokraten, das ist, glaube ich, hier bei Corona das interessante Beispiel, die waren für härtere Maßnahmen, weil die Sozialdemokraten in Schweden relativ liberale Politik gefahren haben. Weißt du noch, wo ich zu dir kam und gesagt habe, hey, weißt du, das ist ein paar Monate her, da habe ich dir, war, glaube ich, eins unserer ersten Talks, da habe ich dir gesagt, hey, weißt du, warum ich die AfD so vertraue oder in Anführungszeichen doch noch halbwegs base finde, weil sie halt alle gegen sie sind. Ne? Weißt du das noch, wie ich das gesagt habe?
So, weil alle einfach gegen sie sind. Und da hast du irgendwie, ich weiß nicht, was du da geantwortet hattest als Gegenargument. Ich weiß es nicht mehr, ist länger her. Ist egal. Lenkt jetzt auch ein bisschen ab. Das war ja ein linkes Ding. Ich glaube, so die Globalisierungskritik und so weiter, das ist sehr ein linkes Ding gewesen, damals in den Zeiten. Ja. Aber ja, und? Dann sind diese ganzen Sachen gekommen, wo man die ganzen linken Bewegungen, sei das jetzt Occupy oder die Antiglobalisierungsbewegung, hat man alles dann zerstört, indem man einfach plötzlich die Antideutschen aufgefahren hat oder die Pseudolinken, wie man sie nennt, oder eben diese Antifa-Vereinnahmen. Ja, das ist schon viel länger im Gange. Das ist schon seit dem Kalten Krieg amerikanisch. Darüber hatten wir übrigens den Talk. Darüber, wie die Linke quasi wokisiert wurde. Darüber hat man einen Talk. Ist auch auf meinem Erstkanal noch zu finden. Mit dem Essay von Hauke Ritz, ne? Mhm. Und plötzlich die Linken, die eigentlich Feinde waren, weil sie gegen die Herrschenden gingen, ja? Da hat man das ganze Spiel gedreht. Und seitdem ist das irgendwie so eine Sache, dass du rechts bist, wenn du die Eliten kritisierst. Deswegen bin ich auch dagegen, dass man einfach diese Begriffe so links, rechts und was weiß ich, es gibt schon einen Grund, warum ich Dinge Pseudo nenne, ja? Warum ich Pseudolinke nenne, Pseudorechte, Pseudorechts und so weiter. Ja? Weil die ja, alle eigentlich in Wirklichkeit bei diesem ganzen Spiel mitspielen. Und ja, aber vor allem Pseudo zu legen, also bei den Linken, da kann man ruhig Pseudo davor hängen, einfach um zu markieren, dass man selbst ist der Link, also klar, jetzt aus rhetorischen Gründen, aber bei den Rechten und bei den Wokies, da würde ich es nicht davor hängen. Das sind Gegner, die kann man ruhig als Rechte oder als Wokies bezeichnen. Da braucht man jetzt nicht über Pseudo davor hängen. Ja, kommt immer drauf an. Weil also man sieht schon, dass es viele Leute gibt, die schon eher links sind bei den Rechten. Also ja, aber dann macht man sich am Ende nur ja unnötig Probleme, wenn man diese Begriffe so verkompliziert und da überall was vorhängt. Wenn die Rechten einfach Rechten und die Wokisten einfach Wokisten und die anderen, die sich als links bezeichnen, die man selber aber ablenkt, die kann man ruhig abwerten, indem man sie Pseudolinks nennt. Das hat dann einfach taktische Gründe. Ja, und gar nicht mal so sehr inhaltliche. Ich finde es auch wichtig, dass sich die Linken diese Themen auch endlich mal zurückholen. Ne? Auch diese Kritik gegen Woke und so, dass sie sich das nicht den Rechten überlassen. Das ist wichtig. Das sollte die Linkspartei auf jeden Fall auch machen. Genau. Ja. Das, wie gesagt, da würde ich mir auch mal ein paar deutlichere Statements wünschen. Aber wie gesagt, da müssten diese führenden Köpfe von der Wagenknecht-Partei auch ein paar mehr Interviews bei alternativen Medien wahrscheinlich geben. Dann würden sie dazu auch klarer gefragt werden. Aber ja, keine Ahnung, ob die das noch vorhaben oder ob die da sehr, sehr verhalten sind. Also wenn die da verhalten sind, das wäre absolut ein Problem. Denn die müssen sich ja auch ein Vorfeld aufbauen und die sollten zu Medien, die von ihren Zuschauern finanziert werden, wir sind einem eher wohlgesonnen als Medien, die von großen Konzernen finanziert werden. Oder eine ÖRR-Struktur, wo lauter grüne SPDler und CDUler in den Rundfunkräten sitzen. Also das ist einfach so. Ja. Das einfach nicht mal mitbekommen. Ja. Aber ich habe gerade eine interessante Frage, weil ich gerade die Kratos, den kennst du doch, oder? Ja. Der ist doch aus eurer Bubble. Genau. Den habe ich gerade im Chat gesehen und da wollte ich dich fragen, wie kannst du ihm garantieren oder mir garantieren, dass er nicht abgeschoben wird, wenn die AfD an die Macht kommt und diese ganzen Geschichten durchgesetzt werden, wie eigentlich ihr euch das wünscht. Oder ein Feroz Khan. Wie werden sie? Achso, der ist Perser. Okay, Feroz Khan, das kann man ja relativ gut begründen. Feroz Khan vertritt einfach die Meinung, die Shlomo vertritt. Also ist er Freund des deutschen Volkes, der darf bleiben. Batti wahrscheinlich auch. Erwin wird kritisch, wenn er sich weiter äußert zur AfD. Also, Haube, du wurdest jetzt schon mal getimeoutet. Lass es bitte langsam. Ich habe schon einige Infos über dich bekommen. Hier alles von gut. Solange hier keiner beleidigt, beleidigt. Solange braucht ihr kein Timeouten. Das Ding ist, ich erzähl's dir nach dem Stream. Ach so. Oder ein Feroz Khan. Wieso werden die nicht abgeschoben? Ich meine, das ist eine ernsthafte Sorge, die man sicherlich auch nachvollziehen kann. Klar kann das Pendel immer zu weit für den eigenen Geschmack in die andere Richtung wieder umschwenken. Also sicherlich ist das ein Ding, über das man nachdenken kann. Ne? Ich denke, dass es keine relevanten Kräfte in der AfD, wie sie jetzt existiert und auch im politischen Vorfeld. Ja, es gibt einen Schutzmechanismus, der verhindert, dass es zu weit in die andere Richtung schlägt. Der nennt sich Rechtsstaat. Also, dass es zu weit in irgendeine Richtung schlägt. Dass halt jeder Anspruch auf gewisse Grundrechte hat. Und dass die halt universell angewandt werden. Feld gibt, die das wollen würden, die halt die rassische Reinheit hier auf 10 drehen wollen und im Endeffekt alles einfach nur an Rasse festmachen wollen, ohne irgendwas darauf zu geben, was irgendwer im Kopf hat. Ich sehe diese Tendenz nicht relevant vertreten.
Ich weiß nicht, ich sehe sie relevant vertreten, vor allem auch deswegen, und deswegen habe ich dir das schön, dass wir wieder normal und ruhig reden können, weil deswegen habe ich dir dieses Rassenverräter-Ding gezeigt. Ich glaube, du bist auch da mittendrin und ich sehe auch, was von neuer Dings kommt, von diesem Düsi und hin und her. Also du glaubst, dass ich einen Feroskan abschieben will? Nein, ich glaube aber, dass du durchaus eine Ideologie mit deinen, ja, oder, mit deinen Gedanken... Wenn Feroskan jetzt morgen seine Meinung ändert und sagt, Deutsche sind scheiße, dann willst du ihn schon abschieben. Das ist ja genau der Punkt. Ja, das hatten wir vorhin schon so lange besprochen. Wie gesagt, ich werde den Talk ja auch auf YouTube hochladen. Nee, ich wollte es nur mal nochmal erwähnen, weil wenn Feroz jetzt morgen seine Meinung ändert und sagt, ja, ich finde Deutsche scheiße, dann würde, glaube ich, schon mal auch sagen, ja, lieber abschieben den Typen. Und das ist ja genau der Punkt. Sobald du einfach die Meinung hast, die du nicht vertrittst, oder sobald es gegen in Anführungszeichen Deutschland geht, ne? Ja. Ja, also ich würde sagen, das war jetzt relativ, es ist jetzt schon wieder der Punkt, den wir vorhin hatten. Und Erwin meint ja, eigentlich lohnt sich sowieso nur noch 20 Minuten. Das waren jetzt zum Schluss ein paar gute Punkte, die Schlomo hier gemacht hat. Ich würde tatsächlich sagen, dann machen wir jetzt nämlich Schluss. Und Raiden, glaube ich, gleich Imp. Würde ich sagen, denn Erwin wird jetzt nochmal auf diese Ideologie von Schlomo zu sprechen bekommen, die wir wirklich schon 10-mal thematisiert haben. Wir haben auch die ganze Zeit wiederholt, um sicherzugehen, dass es wirklich alle mitkriegen. Also nochmal, Schlomo hatten wirklich ein Kaschmitsches Rechtsverständnis, ein Kaschmitsches Politikverständnis. Und wenn du Recht nicht mehr universell anwendest, wie das in einem liberalen Rechtsstaat sein sollte, sondern partikular, also bei Freunden des deutschen Staates, da wendest du ein anderes Recht als bei Feinden des deutschen Staates, da kommst du halt ganz schnell in ganz schlimme Gewässer. Also wenn du Leuten einfach einen Pass wegnehmen kannst und es abschieben kannst, weil sie falsche Meinung haben, dann wird mir dann auch der Pass weggenommen, wenn ich was Falsches sage. Oder Diasella oder Erwin oder, okay, Erwin ist sogar Ausländer, der wohnt in Österreich, der war vor der AfD immerhin sicher. Aber ja. Deswegen, ich glaube, das Problem haben wir schon häufig genug erklärt, da brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Mal kurzer Verweis, schaut gerne bei meinem Kanal vorbei, schaut gerne bei Sellers Kanal vorbei. Hier, Agitator der sozialen Marktwirtschaft, hatte ich euch ja gezeigt. Sellers Kanal zeige ich euch jetzt auch nochmal kurz, damit den auch wirklich jeder findet. Das ist der Kanal hier, Sella. Darf ich einen Link reinposten? Ich habe deine Links auch nochmal. Ja, poste von mir aus auch einen Link rein. Ich mache jetzt den Stream zu und ich raide jetzt, glaube ich, Imp. Kanal raiden und dann Imp müsste gerade, da ist er. Imp ist gerade online. Raid beginnen. Und bereit zum Raid. In Sekunden werdet ihr alle nach Imp geschickt. So. Ja, ich verabschiede mich dann auch schon mal. Schön, dass ihr da wart. So. Schön, dass ich dabei sein durfte.